Hast du dich auch schon immer gefragt, was genau die erfolgreichen Dropshipper von den erfolglosen unterscheidet? Durch Social Media hat sich die gesamte Welt verändert. Das Einkaufsverhalten, die Entertainment-Industrie und sogar die Kommunikation. Gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, dass du ein bewusster Produzent statt ein unbewusster Konsument bist. Im Laufe des Videos gebe ich dir alle Mindset-Prinzipien mit, die du brauchst, um langfristig ein konstantes und vor allem auch gesundes, nachhaltiges E-Commerce- und Dropshipping-Geschäft aufzubauen, um langfristig dann zu den 1% der erfolgreichsten Dropshipper zuzugehören. Bleib also unbedingt vom Anfang bis zum Ende dran, dann bekommst du alles mit, was du brauchst für deine Zielsetzung, deine Tagesplanung, die Money-Making-Activities und all die Prinzipien hinter der Skalierung auf 7- und 8-stellig im Dropshipping. Denn eine Sache musst du direkt verstehen. Alles, was du konsumierst, beeinflusst dich. Das wiederum wird zu deinen Gedanken. Diese Gedanken werden zu deinen Gefühlen und dementsprechend auch zu deinen Handlungen. Diese Handlungen werden Routinen und diese Routinen formen deine Ergebnisse und somit auch dein ganzes Leben und dein ganzes sogenanntes Schicksal. Das heißt, es liegt voll in deiner Verantwortung, was du konsumierst und vor allem, wie du es konsumierst. In diesem Video fließen echte Praxiserfahrungen aus mehrfach achtstelligen Umsätzen im Dropshipping. Ich habe mein gesamtes erfolgreiches Dropshipping, E-Commerce und Branding-Netzwerk erfragt, was hinter ihren Erfolgen steckt, welche Prinzipien dahinter stecken. Ich habe sie alles ausgefragt und hier mit reingepackt. Aber Vorsicht, dieses Video ist keine Garantie für deinen Erfolg. Wir sortieren all den Bullshit aus deinem Leben raus und aus deinem Business heraus, was du nicht brauchst, was dich einfach nur hindert und blockiert oder auch limitiert für deine langfristige Skalierung. Und keine Sorge, du brauchst nicht jedes einzelne Prinzip davon perfekt umsetzen. Es geht nur darum, dass du jeden Tag ein bisschen besser wirst und Step by Step jedes einzelne Prinzip dahinter verstehst, verinnerlichst und langfristig über die Jahre hinweg sehr gut umsetzt. So wie du es wahrscheinlich schon oft gehört hast, laufe den Marathon statt den Sprint. Diese Prinzipien sind kein Nebenbei-Content, dass du dich einfach mal ein bisschen berieseln lassen kannst. Wenn du irgendwelche lustigen Katzenvideos sehen willst, dann klicke jetzt bitte weiter. Wenn du aber von Dropshipping Vollzeit leben willst oder deine bestehenden Umsätze und Gewinne drastisch skalieren möchtest, dann bleib unbedingt von Anfang bis zum Ende fokussiert dran. Und damit das Ganze für dich auch richtig fruchtet, gebe ich dir jetzt ein paar Tipps mit, die extrem entscheidend sind, damit du das Beste aus diesen Prinzipien hier rausholen kannst. Nimm das Ganze hier richtig ernst. Sei bei vollem Bewusstsein und bei vollem Fokus hier bei der einen Sache dabei. Nicht nebenbei auf TikTok, nicht nebenbei essen, nicht nebenbei mit der Freundin oder mit einem Kollegen irgendwie reden. Vollen Fokus auf diesen Content. Das Entscheidende dabei ist, dass du immer wieder Action Steps mitbekommst, damit du das direkt in die Praxis umsetzen kannst. Mache gerne Notizen mit dazu, ob per App oder schriftlich, ist scheißegal. Falls es dir gerade nicht möglich ist, einen längeren Zeitraum fokussiert, dir das anzuschauen, anzuhören und alles mitzuschreiben, empfehle ich dir, dass du das Video auf später ansehen klickst und dir dann die Zeit nimmst, wenn du die Zeit hast. Ganz wichtig zu verstehen für dich ist eine wichtige Sache, dass du nicht süchtig wirst wie eine Content-Leiche, die immer wieder nach neuen Content sucht sozusagen. Unser Gehirn ist süchtig nach dem Glücksbotenstoff Dopamin. Das heißt, das Glückshormon, was dich ja quasi glücklich macht, immer wenn du was Produktives machst oder du denkst, du machst was Produktives. Und das kann auch durch ein Theorievideo sein. Genau deshalb kriegst du jedes Mal immer Action-Steps von mir mit, die du direkt umsetzen kannst, die in der Praxis auch funktionieren. Wichtig ist aber, dass du das Video nicht abbrichst und das direkt umsetzt, sondern erstmal alles anschaust, in Ruhe Notizen machst und erst am Ende die ganzen Action-Steps dir rausschreibst. Ich werde dir das Dokument auch zur Verfügung stellen im Laufe bis zum Ende des Videos. Dann kannst du dir alles nochmal in Ruhe anschauen und auch die Action-Steps einfach rauskopieren und für dich dran arbeiten. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, was will mir dieser Kerl über Erfolg erzählen? Schon wieder so einer. Dann kurz was zu meinem Background. Das ist nicht zum Angeben da, sondern einfach zum Inspirieren, dass du siehst, was möglich ist. Ich bin Mick Dietrichs und 2012, als ich 16 Jahre alt war, habe ich eine Ausbildung angefangen als Burgerbrater. Ich habe bis jetzt, also wo ich 29 Jahre alt bin, in 2024, alle möglichen Jobs gemacht als Pizzalieferant, Kellner. Ich war sogar bei Aldi an der Kasse. Und genau 2017 war ich sehr unzufrieden mit meinem Leben und wollte mehr aus meinem Potenzial machen. Ich bin mit Amazon FBA gestartet und relativ schnell, innerhalb von einem Jahr, habe ich daraus ein Vollzeit-Online-Business für mich gestaltet. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass sich Dropshipping viel mehr lohnt und habe dann vollen Fokus darauf fokussiert. 2019 und 2020 hatte ich dann sehr starke Erfolge mit Dropshipping, wo ich dann auch schnell von einem klassischen Dropshipping-Produkt auf Branded Dropshipping übergestiegen bin mit der Brand Nolina. Da haben wir dann relativ schnell auf 1 Million und sogar 2 Millionen Euro Umsatz mit über 20% Marge skaliert. Durch die ganzen Erfolge bin ich immer wieder von meinen Freunden im Umfeld gefragt worden, wie ich das gemacht habe. Ich habe denen das erklärt. Die haben dann auch geilere Ergebnisse gemacht. Mir hat das ganze Coachen for free da bei den Freunden noch zu der Zeit sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich das Ganze einfach mal gestartet, die ersten Kunden angenommen, hatte mega viel Spaß dabei. Bin dann mit der Zeit auch immer mehr All-In da reingegangen
Und jetzt so in den letzten 3 Jahren haben wir die meisten Erfolgsgeschichten im deutschsprachigen Raum produziert mit unseren Teilnehmern zusammen. Ja, und darauf bin ich ziemlich stolz. Das Geilste daran ist, dass fast alle Teilnehmer komplett bei Null gestartet sind. Ähnlich wie es bei mir der Fall war und wahrscheinlich auch sehr ähnlich wie es bei dir der Fall ist. Und genau deshalb erzähle ich dir die Story, damit du siehst, was überhaupt in diesem Leben möglich ist. Doch das Ganze lief nicht immer kunterbunt, Friede, Freude, Eierkuchen. Denn eine Sache, die all diese erfolgreichen Dropshipper gemeinsam haben, ist der erste Punkt. Springen wir also direkt rein. Dropshipping ist nicht nur launchen und skalieren. Was dein Schicksal wirklich bestimmt, ist folgendes Prinzip. Und zwar, jeder Einfluss, den du hast, egal ob es von irgendeinem Influencer ist, von einem Freund, von deiner Mutter, Vater, irgendwelche Familienmitglieder oder auch von Bekannten, Arbeitskollegen, was auch immer, wird zu deinen Gedanken. Diese Gedanken werden halt Fragen, offene Fragen, die du irgendwie in deinem Kopf beantworten musst. Diese Gedanken werden zu Entscheidungen. Das heißt, du wirst auch irgendeine Entscheidung treffen. Ja? Das bezieht sich auf alles im Leben, ob im Business oder privat. Diese Entscheidungen werden natürlich auch zu deinen Taten und diese Taten werden deine Routinen, gute sowie schlechte Routinen, die hat jeder Mensch. Diese Routinen werden deine Ergebnisse und diese Ergebnisse werden langfristig auch dein Charakter und dein Leben und dementsprechend auch dein Schicksal. Deswegen habe ich das hier in Gänsefüßchen markiert, weil wenn Leute irgendwie dir sagen, ja, das ist Schicksal, das passiert einfach so auf Zufall, nee. Bin ich nicht davon überzeugt, deswegen, das hier ist das Prinzip dahinter und der gute Anthony Robbins hat es auch gesagt, eine sehr große Persönlichkeit im US-Raum, der meinte, dass es ja deine Entscheidungen sind, die dein Schicksal quasi, also deine Destiny hier sozusagen formen und das Mindset ist das Fundament dafür. Oder wie der gute Walter Boveri hier gesagt hat, jeder ist seines Glückes Schmied, doch leider haben die wenigsten auch nur die einfachsten Grundregeln des Schmiedens begriffen. Und diese Grundregeln kriegst du hier komplett mit. Das heißt, du bekommst hier alles mit, was du brauchst, um langfristig ein richtig gutes Mindset aufzubauen. Wie gesagt, du musst nicht jedes einzelne Prinzip hiervon perfekt umsetzen, aber wir werden Step by Step alles durchgehen, vor allem auch mit Action Steps. Brich aber nicht das Video mittendrin einfach ab, denn du bekommst das Dokument sowieso für dich zur Verfügung gestellt am Ende oder im Laufe dieses Videos komplett auch for free natürlich. So, aber gehen wir jetzt alles erstmal Step by Step durch. Ich hoffe, ich habe deine volle Aufmerksamkeit, damit du das Ganze hier richtig gut ernst nehmen kannst und auch richtig verinnerlichen kannst. Denn das hier ist das letzte Mindset-Video, was du brauchen wirst und auch, oder vielleicht auch sogar das erste und letzte Video, was du brauchen wirst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir haben den ersten Punkt geklärt, ja, Einfluss, Gedanken, Entscheidungen, Taten, Routinen. Und das habe ich bewusst an erster Stelle gepackt, weil das setzt alles Weitere jetzt voraus. Das heißt, der zweite Punkt ist die Verantwortung. Alle Entscheidungen, die du bis heute getroffen hast in deinem Leben, haben dich hierhin gebracht, wo du jetzt gerade stehst. Lass das gerne einmal sacken für dich. Ja? Das hört sich manchmal hart an und dann sagst du dir vielleicht, ey Mick, das stimmt gar nicht und so, ich bin einfach krank geworden und habe das und das. Ja, aber oft ist das wegen irgendeiner schlechten Ernährung oder irgendwelchen anderen ja, Handlungsweisen, die du gemacht hast. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, ist aber sehr selten der Fall. Das heißt, als Neandertaler wärst du sogar verhungert, deswegen habe ich auch hier dieses Bild gezeigt, wenn du einfach nur rumheulst und deiner Passion jahrelang suchst oder immer nur rumgammelst. Ja, es gibt viele Leute, die suchen ihre Passion so, die lieben es zu zocken und die denken, die müssen ein Streamer werden. Dann machen die das mit einem Stream und merken, oh, das ist ja auch harte Arbeit. So, also anstatt rumzugammeln und deiner Passion jahrelang zu folgen, da wärst du halt als Neandertaler einfach verhungert. Ja? Hier zählen als Neandertaler, da zählen nur die Action Steps. Das heißt, jeder Einzelne ist quasi ein Selbstständiger in dieser Zeit. Ja? Du musstest dich selbst organisieren und genau schauen, wo schläfst du heute, wo frisst du heute, mit wem chillst du heute, warum chillst du mit den Leuten oder wollen die dich vielleicht hintergehen, sind das Freunde, sind das Feinde, wie sieht deine Routine aus? Ja, und dafür musst du volle Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen, weil sonst würdest du nicht überleben. Genau wie ich es hier gesagt habe. Also es gibt auch nicht viel Zeit zum Überlegen, irgendwelche Strategien overthinken, das kann dich echt lähmen in dieser Zeit. Also da kannst du nicht ewig lange überlegen, wie soll ich das Mammut jetzt erlegen oder diesen Tiger. Manchmal musst du einfach laufen, da gibt es nicht viel zu überlegen. Einfach just do it, so ungefähr wie Nike es auch sagt. Ja? Deswegen, oft wollen wir einfach, und das ist bei allen Menschen so, den einfachen Weg, wenn wir das nicht programmiert haben in unserem Kopf, ohne viel Verantwortung. Du musst aber verstehen, wie dein Gehirn funktioniert. Dein Gehirn will Energie sparen. Aber warum will es das? Ja? Wenn du Verantwortung abgibst, das bekommst du im Laufe des Videos mit, warum das Gehirn natürlich Energie sparen will, dann macht alles Klick bei dir. Deswegen sage ich dir, guck von Anfang bis zum Ende alles komplett durch und brich nicht irgendwo ab für irgendwelche Action-Steps, auch wenn du motiviert bist.
Wenn du Verantwortung abgibst, dann gibst du die Macht deines Lebens ab komplett. Ja? Wenn du das hier bist oder das hier oder das hier, das spielt auch keine Rolle, ob du ein Mann oder Frau bist oder ein It, ist mir kackegal. Wenn du einfach ein Mensch bist, ja, und du bist einer von diesen Personen, ne? Und du übernimmst keine Verantwortung, dann wirst du einfach sterben, fertig. Dann hast du keine Macht mehr über dein Leben. Das heißt, dieses Drama, Meckern, Haten, Neid und so weiter, das wird dich einfach nicht voranbringen. Es wird dich einfach nicht voranbringen. Hier ist ein kleiner Schreibfehler. Wenn generell Schreibfehler sind, ja, bitte verzeih mir, ich bin kein Grammatikprofi, es geht um die Message. Das heißt, schon damals hat es dich nicht vorangebracht und genauso wird es dich heute nicht voranbringen. Übernimm also 110% Verantwortung. Was kannst du als Action Step hiervon umsetzen? Also, finde 5 Glaubenssätze heraus, die dich limitieren, in denen du Verantwortung abgegeben hast. Wie zum Beispiel, mein Chef lässt mich nicht nebenbei eine Selbstständigkeit aufbauen. Dropshipping ist zu schwer geworden. Die Werbekosten sind zu hoch. Facebook hat sich verändert. Sei nicht einer dieser Opfer, die halt diese Verantwortung komplett abgeben. Und ja, finde diese Glaubenssätze für dich raus. Du kannst auch mehr aufschreiben. Ich habe jetzt einfach erstmal ja, 3 bis 5 hingeschrieben. Kannst du machen, 3 bis 5. Und finde für all diese Limitierungen klare Lösungen, ja, die in deiner Macht und in deiner Verantwortung liegen. Wie gesagt, wenn du irgendwelchen Politikern die Schuld gibst für alles, wie es ist, ja, dann haben sie auch Macht über dich. Oder willst du dein Leben umkrempeln, dann übernimm auch die verfickte Verantwortung. Wichtig, wie gesagt, Action Steps. Ich gebe dieses Dokument im Laufe dieses Videos sowieso komplett for free mit, deswegen schreibe erstmal nur Notizen mit, setz das jetzt nicht sofort um, sondern hör dir erstmal alles in Ruhe an, damit alles richtig Klick macht und du die ganzen Prinzipien dahinter verstehst. Dritter Punkt, bist du lösungsorientiert oder heulst du einfach nur rum? When you focus on problems, you get more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities. Ganz einfach zu Deutsch, wenn du dich auf Probleme fokussierst, wirst du noch mehr Probleme bekommen. Wenn du dich auf Möglichkeiten fokussierst, wirst du mehr Möglichkeiten haben. So, Possibilities, Opportunities, relativ ähnlich, ich bin jetzt kein Englischprofi. Ja. Wir alle haben unsere Probleme, aber sind es wirklich Probleme oder sind es eher Herausforderungen? Das ist ein Zeichen vom Universum, um dich und deine Hartnäckigkeit zu testen. Ist es das oder ist es das nicht? Stell dir mal die Frage. Sind es Probleme oder sind es Herausforderungen? Willst du dich weglaufen oder dem stellen? Willst du rumgammeln oder stärker werden und wachsen? Stell dir mal diese Fragen. Denn du bist dieser Main Character, der hier gegen jeden einzelnen Boss antritt. Und der Boss kann jedes Mal irgendeine große neue Herausforderung sein in deinem Leben, in deinem Business, was auch immer. Oder irgendein kleines Drama, was gerade von außen ausgelöst wird. Es ist nicht das Drama selbst, sondern es ist deine Herangehensweise und wie du das Ganze bewertest. Das heißt, du bist der Main Character in diesem Game und du entscheidest jeden Tag wieder, ob du dich deinen Herausforderungen stellst und eine bessere Version deiner selbst wirst oder davor wegläufst, obwohl du eigentlich mehr aus deinem Leben machen willst. Denn du hast jederzeit die Chance, dein volles Potenzial auszuschöpfen und niemand anderes wird deine Herausforderung übernehmen. Und das ist auch gut so. Sei froh, weil sonst kannst du nicht stolz sein auf die Dinge, die du umgesetzt hast. Strebe also danach, eine bessere Person zu werden mit besseren Skills. Werde komfortabel in den Unkomfortablen. Das heißt, egal in welchem Lebensbereich, strebe Wachstum an. Denn Wachstum findet wirklich nur in beziehungsweise außerhalb der Komfortzone statt. In der Komfortzone wird kein Wachstum stattfinden. Sei einfach auch komplett intolerant gegenüber allem, worauf du keinen Bock hast im Leben und finde dafür Lösungen. Das heißt, klarer Action Step ist hier, finde 5 Wachstumsbooster heraus, auf die du keinen Bock mehr hast, für die du wachsen müsstest, die eventuell ungemütlich sind. Ich mach dir ein Beispiel, du hast keinen Bock mehr auf deinen scheiß 9-to-5, dein Chef, die Arbeitskollegen und so weiter, das Dreckswetter, das fuckt dich alles ab. Oder du hast keinen Bock mehr auf das ganze Jahr in Deutschland zu verbringen. Oder du hast keinen Bock mehr auf Customer Support. Das zieht dir viel Energy, so im Dropshipping. Oder du willst endlich konstante Umsätze und Gewinne in der Skalierung. Du hast keinen Bock mehr auf Schwankungen. Finde dafür, also erstmal findest du diese Sachen raus, was dich abfuckt. Und dann finde für all diese Wachstumsbooster, sage ich mal, auch Lösungen und setze diese in klare Action Steps um. Das kriegst du im Laufe des Videos aber auch die ganze Zeit noch mit an die Hand. Kommen wir zum vierten Punkt. Die eine wichtigste Eigenschaft für alles, das Fundament quasi, ja, hinter all diesen Sachen, ist die Ernsthaftigkeit. Sagen wir mal, du hast das Ziel, du möchtest Vollzeit von Dropshipping sehr gut leben und das auch konstant. Wenn du das Ganze nicht mal richtig ernst nimmst und nicht daran glaubst, dass es möglich für dich ist, dann wirst du wahrscheinlich noch nicht mal richtig anfangen oder langfristig genug dranbleiben. Denn wenn du es ernster nimmst als deine Konkurrenten, wirst du anders an dein Geschäft rangehen. Dein Marketing und die Methoden, wie du allgemein an das ganze Geschäftsmodell rangehst. Dementsprechend werden auch deine Ergebnisse ganz anders sein.
Dann frag dich mal ganz ehrlich, wer erhält mehr und schnellere Ergebnisse? Der mal rumprobiert und nicht wirklich dran glaubt, durch seine Larifari-Action-Steps und dadurch sowieso keine Results sieht und dadurch noch unmotivierter ist und noch weniger an das Geschäftsmodell glaubt, weil er so ein Opfer wird, der dann sagt, Dropshipping ist tot? Oder kriegt der mehr Ergebnisse, der es zu 101% ernst nimmt und an die Ergebnisse der anderen glaubt, auch an seine eigenen Skills und an die Skills der anderen glaubt, dreimal mehr Zeit investiert als diese Opferperson mit dem Opfer-Mindset. Noch nicht mal die Person, es ist nicht die Person, die scheiße ist, es ist einfach die Denkweise, die noch nicht geil genug ist, ja. Wenn diese gute Person sich jedes Mal die Frage stellt, ey, was ist jetzt der eine große Hebel für mein langfristiges Vorankommen, dann ist doch klar, was für Antworten dabei rauskommen. Das ist ein ganz anderes Game, als wenn die Frage kommt, werde ich es schaffen oder werde ich es nicht schaffen. Dann tendiert dein Gehirn zu Ja oder Nein und eher zu Nein dann. Also, Action Steps. Schreibe drei Dinge auf, die du ernsthafter in deinem Leben angehen wirst für deine Ziele. Und das können auch private Sachen sein, wie Sport, Ernährung oder sonst was. Dass du es einfach mal ernster nimmst. Das heißt nicht, dass du perfekten Traumkörper in 2, 3 Wochen hast, aber nimm es einfach mal ernster. Nimm einfach mal die doppelte Zeit für die nächsten 24 Monate für dein Geschäft, wenn es dir sehr wichtig ist, dass du starke Ziele hast, dass du von überall aus arbeiten willst, dein eigener Chef sein willst und so weiter und so fort, all diese schönen Sachen, deine Familie supporten willst, ja? Deswegen sei nicht so egoistisch und tu halt auch was für dein Business und für deine Geschäfte, für dein Geschäft und vor allem für diese Ziele, ja, damit das auch überhaupt wachsen kann. Noch ein Beispiel wäre einfach die Creatives noch intensiver gestalten, das Recherchieren, die Konzeptionierung, das Filmen und das Cutten. Das können aber natürlich auch andere Dinge sein. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, die du übernehmen könntest. Kommen wir zum fünften Punkt, der Glaube. Denn alles startet mit einer Illusion. Der Glaube an etwas, was noch gar nicht da ist, ist schon ein bisschen crazy, ja, auf jeden Fall. Aber wenn du nicht von Anfang an dran glaubst, hast du direkt verloren. Ja, und wie kannst du diesen Glauben stärken? Denn in jedem Geschäftsmodell wirst du auf Rückschläge treffen, auf Herausforderungen, ja, wie du es auch hier siehst mit dem Endboss. Du wirst immer wieder einen neuen Endboss haben. Du wirst nicht 50, 100.000 Euro Umsatz machen, dann auf einmal ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird nur schwerer, aber du wirst halt auch stärker. Deswegen, in jedem Geschäftsmodell gibt es Rückschläge und Herausforderungen. Doch mit dem Glauben an eine bessere Zukunft, die vorerst noch nicht da ist, kannst du weiterhin umsetzen. Denn wenn ich dich mal jetzt frage, würdest du alles geben, wenn du dir von Anfang an denkst, das klappt doch eh niemals? Würdest du da wirklich alles geben? Oder wenigstens das richtig ernst nehmen? Noch nicht mal alles, alles. Die meisten geben ja noch nicht mal 200-300% Gas. So, aber würdest du mal wenigstens 70, 80, 90% Gas geben? Selbst das machen ja schon kaum Leute. Das Toxische hier ist, dass du einen extrem starken Einfluss durch dein Umfeld bekommst, durch die Umgebung, durch den Content, den du konsumierst, durch die Filme, die immer sagen, die Reichen sind bösen und so weiter und so fort. Ja, lern mal erstmal 100 Reiche kennen und dann kannst du deine eigene Meinung bilden, ob die wirklich so böse sind. Also lass dir nicht irgendwie reinlabern von irgendwelchen Leuten da draußen, irgendwelche Pizzalieferanten, Kollegen oder irgendwelche Eltern, auch wenn die es gut mit dir meinen, die haben Angst, aber haben selber noch nie ein langfristig konstantes Online-Business aufgebaut. Seit wann gibt es überhaupt Online? Seit richtig effektiv erst seit Social Media, ungefähr seit 2010, also seit 14 Jahren. Also von wem willst du dir reinreden lassen? Wenn du einen Onkel hast, der Teppichhändler ist, ja, schön und gut, auch wenn er erfolgreich ist, was will er dir über E-Commerce erzählen, wenn er das noch nie konstant erfolgreich hatte? Oder auch wenn er ja jemanden kennt, der das mal probiert hat, ja, schön. Er hat es aber nicht erfolgreich hinbekommen. Was willst du dir von einem Versager sagen lassen? Deshalb frag mal die ganzen erfolgreichen Dropshipper, ob dieses Geschäftsmodell klappt oder nicht. Und dann frag dich eher, wie haben die das zum Laufen gebracht? Weil die werden nicht sagen, dass Dropshipping nicht funktioniert. Ich sehe ja all die erfolgreichen Teilnehmer bei uns, bei unseren ganzen verschiedenen Case Studies, die wir haben, 5-, 6-, 7-stellig und so weiter. Denkst du, die sagen, es funktioniert nicht? Nein, wenn das deren Lifestyle finanziert und auch die Family supportet und die eine Brand aufbauen können darauf, also eine gute Basis geschaffen haben, die werden wahrscheinlich nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Also heißt, die glauben daran, was sie da tun. Und deshalb musst du aufpassen, weil dein Umfeld, auch wenn sie es nicht böse meinen, wollen dir ihre eigene Paralyse und ihre eigene falsche Welt verkaufen. Weil es ist die Weltansicht, die jeder hat. Die Welt ist nicht so, so, so. Die Welt ist nicht böse. Die Welt ist nicht so. Die Welt ist nicht so. Sondern es ist deine Sichtweise, wie du die Welt siehst. Und es ist komplett deine Entscheidung, was du aus deinem Leben machst und welche Welt du überhaupt betreten willst. Denn wenn du in dich selbst vertraust und in deine Werte vertraust, werden alle Skills und Ergebnisse automatisch folgen.
Weil ich habe das Ganze mir auch selbst beigebracht quasi. Aus all diesen Entscheidungen, die ich getroffen habe, aus all den Einfluss, den ich bekommen habe und aus all den Fehlern, die ich gemacht habe. Da kannst du dir natürlich auch Abkürzungen holen durch Mentoren und Coaches, wie wir es zum Beispiel auch tun. Aber am Ende des Tages musst du einfach darauf vertrauen, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert und dass du das auch hinbekommen kannst. Und denke mal dran, wenn ich das als Pizzalieferant hinbekommen habe oder andere Teilnehmer von uns, die auch ganz normale Jobs ausgeführt haben, dann wirst du das auch hinbekommen. Also vertraue in das Geschäftsmodell, denn es gibt hunderte erfolgreiche Dropshipper jetzt gerade in diesem Moment, die genau dort sind, wo du hin möchtest. Wie kannst du diesen Glauben stärken? Du musst durch andere Erfolgsgeschichten sehen, dass es möglich ist. Ganz simpel, mehr ist es nicht. Identifizier dich einfach damit. Das hat mir auch immer am meisten geholfen, dass ich einfach sehe, hey, der stand da, der war bei null, der war quasi bei null und der ist jetzt dort, wo ich ungefähr hin möchte. Als Action Step kannst du drei Dinge aufschreiben, auf die du stolz bist aus der Vergangenheit, die du dir vorgenommen hast und auch durchgezogen hast. Ein anderer Action Step zusätzlich, schaue fünf Erfolgsgeschichten an, mit denen du dich identifizieren kannst. Einfach irgendwelche, die dich ansprechen. Das heißt, du siehst bei uns all die Erfolgsgeschichten auf YouTube, dann klick irgendwelche an, die dich ansprechen, hörst du das an, wenn sich das gut anhört, hörst du es bis zum Ende an und ansonsten klickst du eine andere an. Schau dir also fünf an und schreibe dir alles auf, was dir auffällt und woraus du da lernen kannst. Aus den Fehlern und vor allem auch aus den richtigen Dingen, die die Person umgesetzt hat. Schaue ebenso drei Praxisvideos zum Thema Dropshipping, in denen du dich noch nicht sicher fühlst. Warum nehme ich diesen Action-Step dir besonders mit? Weil wenn du zu wenig Selbstvertrauen in deinen Skills hast, im Dropshipping sozusagen, und dein Onkel dir erzählt, hey, du hast doch keine Ahnung, wie das mit dem Import funktioniert, dann bist du sofort verunsichert. Ja? Vielleicht musst du gar nicht importieren, vielleicht musst du bei einzelnen Bestellungen gar nicht importieren und eine EURI-Nummer beantragen und so weiter, ja? Deswegen schau dir drei Praxisvideos an zum Thema Dropshipping, wie gesagt, wo du dich nicht sicher fühlst und bilde dich da einfach weiter. Ein Beispiel könnte sein, bei den drei Dingen, worauf du stolz bist, ist, du hast eine Ausbildung angefangen oder ein Abi oder dein Studium und du hast mit 2,0 bestanden als Beispiel. Oder du hast deinen Führerschein mit 18 abgeschlossen oder du hast Kickboxen gestartet, wovor du so ewig lange Schiss hattest oder whatever. Ja? Das sind so Dinge, worauf du stolz sein könntest aus der Vergangenheit, die du auch umgesetzt hast. Und genauso ist es für dein Geschäftsmodell, dass du diese Selbstsicherheit mitnimmst und das in dein Geschäftsmodell überträgst. Kommen wir zum sechsten Punkt. Glaubenssätze und Glaubensmuster. Was sind Glaubenssätze und Muster überhaupt? Das sind tief verankerte Prinzipien über die Menschen, das Leben und sich selbst. Zum Beispiel gibt es so Glaubensmuster und Sätze wie Geld wächst nicht an Bäumen, Geld ist böse, Dropshipping ist unseriös, bla bla bla. So, und diese Glaubenssätze und Glaubensmuster wurden in deinen ersten 15 Jahren durch die Schule, dein Umfeld, in dem du lebst, geformt. Ja? Das heißt, du hast nicht wirklich Kontrolle darüber. Denn ich mache dir jetzt ein Beispiel und das ist ziemlich verrückt, dieser Gedanke. Das habe ich mir einfach mal so ausgedacht, ja, komplett. Als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich mir, ey krass, wenn man in diesen Favelas hier aufwächst, ja, ich habe einfach mal irgendein Bild genommen sozusagen und mit gefährlichen Typen rumhängt, beziehungsweise gefährliche Typen sind einfach um dich herum überall, so, eine sehr gefährliche Stadt in den Favelas in Rio de Janeiro in Brasilien, so, beziehungsweise die Favela ist dann ein Gebiet sozusagen und in diesen Gebieten ist ein Menschenleben viel weniger wert als hier. Das heißt, hier ist es nicht normal, dass wegen irgendwelchen Ego-Problemen mal jemand gekillt wird sozusagen, ja. Und warum ist das Ganze so? Weil dein Einfluss deine Denkweise bestimmt. Das heißt, wenn diese Leute hier alle quasi ein ganz anderes Standing haben von was ist ein Menschenleben wert und ab wann mordet man, ab wann stiehlt man und so weiter, dann haben sie auch ganz andere Prinzipien, wo sie hinterstehen und auch einen ganz anderen Einfluss. Das heißt, das Kind hier und auch das Kind, was es einmal war oder was er einmal war, so, was er einmal war, jeder von denen war mal Kinder, die kommen unschuldig auf die Welt. Kinder kommen unschuldig auf die Welt. So, und das siehst du auch hier in diesem Blick richtig schön. Deswegen habe ich das eingefangen als Bild, um das besser zu verdeutlichen, dass er halt gedrillt wird von den anderen, so wie die wahrscheinlich auch am Anfang gedrillt wird. Das heißt, diese Leute sind nicht böse, sondern es ist einfach generell ein negativer Kreislauf, der nicht durchbrochen wurde durch diesen Einfluss. Und dadurch hast du halt auch einfach ein, ja, ein Social Environment, wo du dich eventuell wohlfühlst, weil du akzeptiert wirst, anerkannt wirst und so weiter. So, und jetzt kann dein Umfeld vielleicht so aussehen, vielleicht ein bisschen anders, ist auch relativ scheißegal, wie dein Umfeld aussieht, weil es kommt nicht wirklich auf das Aussehen an. Denn was wirklich zählt, ist deine Denkweise, wie du handelst, nach welchen Werten du lebst. So. Und typische negative Glaubenssätze jetzt in der modernen Welt, wenn wir jetzt wieder zurückspringen auf diese Welt und nicht diese Welt, sind halt, also du musst, warte ganz kurz nochmal, du musst erstmal überhaupt verstehen, warum ich dir diese Welt zeige, ja? Warum wird hier so schnell gemordet sozusagen, so schnell geklaut und so weiter? Weil der Einfluss
Das alles bestimmt. Also es ist mega, mega entscheidend, was für einen Einfluss du hast. Wenn du immer permanent von toxischen Menschen umgeben bist, die permanent negativ sind und denken, alle Reichen sind böse, dann wirst du niemals reich werden. So, wenn das eigentlich aber dein Wunsch ist, finanziell frei zu werden, dann ist das ein geiles Ziel. So, und typische negative Glaubenssätze könnten sein bei dir, die realistischer, greifbarer sind, ich bin nicht genug oder das Geschäftsumfeld ist zu wettbewerbsintensiv, Geld ist böse und so weiter. Also Action Step für dich. Schreibe 3 bis 5 Glaubenssätze zum Thema Erfolg, Dropshipping und Geld auf, die du genauer unter die Lupe nehmen willst. Das heißt, hinterfrage mal deine Glaubenssätze, hinterfrage mal deine Glaubensmuster. Nimm nicht einfach so alles blind hin. Geh nochmal auf dieses Beispiel. Warum haben diese Leute gewisse Glaubenssätze und gewisse Glaubenssätze nicht? Warum haben gewisse Kulturen, warum essen gewisse Kulturen Herzen, Organe und sonst was? Das hat einen Grund. Ja, das heißt nicht. Es hat einfach alles seinen Grund, warum. Ja, und das kommt wahrscheinlich aus von hunderten Jahren Einfluss einfach. Ne? Deswegen hinterfrag einfach mal deine eigenen Glaubenssätze zum Thema, zu allen möglichen Themen. Aber wenn es jetzt hier um Business geht, dann natürlich über Erfolg, Dropshipping, Geld. So, das kannst du natürlich auch im Sport machen und sonst so. Ja? Hinterfrag das einfach mal. Und bei jedem Glaubenssatz oder Spruch von einem anderen, ja, wenn du jetzt einen Arbeitskollegen hast und sagst, ja, wenn das so leicht wäre, würde es ja jeder machen. So, was steckt hinter dieser Aussage? Es ist eigentlich eine Ausrede, um zu verkaufen, ich brauche es gar nicht erst probieren. Das ist ein Opfer-Mindset. Also absolutes Opfer-Mindset. Das heißt nicht, dass die Person scheiße ist, aber da musst du aufpassen, dass du das nicht auch annimmst, diesen Glaubenssatz. Ja, das ist super gefährlich, weil oft ist es recyceltes Theoriewissen. Weil dieser Arbeitskollege, der dann sagt, ja, wenn es so leicht wäre, würde es jeder machen. Ja, natürlich ist es nicht leicht. Deswegen macht es ja auch nicht jeder, klar, das stimmt auch. Aber willst du es deswegen gar nicht erst nie probieren und immer so weiterleben, wie du bisher weiterleben willst? Ja? Natürlich ist es auch nicht leicht, sich perfekt zu ernähren oder gut zu ernähren wenigstens, dass du immer gesund bleibst. Natürlich ist es leichter, einen Burger sich reinzuziehen, immer Netflix zu schauen, einfach nur zu chillen. Natürlich ist es leichter, dieses Video nicht aufzunehmen, was intensiv lang geht. Ich habe hier wahrscheinlich über 40, 50 Stunden dran gesessen für diese ganzen Prinzipien. Dann die ganzen Befragungen nochmal an alle einzelnen Leute. Es wäre alles einfacher, hätte ich es einfach nicht gemacht und einfach nur gechillt. Ja? Aber will ich nicht. So komme ich nicht voran mit meinen Zielen, die ich habe. Das heißt, wenn mein großes Ziel ist, die meisten Erfolgsgeschichten im deutschsprachigen Raum weiterhin aufrechtzuerhalten für Dropshipper, dann muss ich halt Gas geben. Ne? Dann brauche ich mehr Neukunden auf jeden Fall, noch mehr Leute, die das auch genau das gleiche Ziel wollen. Das heißt, eine Win-Win-Situation. Und dann muss ich einfach noch mehr im Fulfillment, das heißt, meine Leute auch pushen sozusagen und dann auch all in gehen dort. Deswegen, oft ist es recyceltes Theoriewissen, weil wie gesagt, wenn dein Arbeitskollege lang genug dran geblieben wäre mit den richtigen Strategien, glaubst du, er hätte immer noch gesagt, es ist nicht so leicht, sonst würde es ja jeder machen. Ja, die Aussage an sich stimmt, aber was steckt dahinter? Was steckt hinter all deinen Glaubenssätzen und Glaubensmuster wirklich dahinter? So typische Dinger könnten sein, Dropshipping funktioniert nicht mehr, Geld ist böse. So, dann kannst du diese Glaubenssätze nehmen und die flippen, ja? Das heißt, flippen heißt, du nimmst das Gegenteil. Wenn du denkst oder dir einreden lässt von irgendeinem Theoriegelaber, von irgendwelchen Opfern da draußen, ja, von nicht, dass die Person scheiße ist, wie gesagt, aber irgendwelchen Opfer-Mindsets da draußen, dann hinterfrag diesen Glaubenssatz, wie lange ist die Person schon dabei? Wie viele Strategien hat die Person umgesetzt? Hat die nur kostenlosen Content umgesetzt? Haben die vielleicht nur 100 Euro investiert ins Geschäft? Haben die gar nichts investiert? Ja, stell dir mal all diese Fragen, hinterfrag das mal. Das machen die meisten Menschen nicht. Da bin ich schon richtig sauer. So, und dann kannst du das flippen und kannst sagen, wenn irgendjemand schreit, Dropshipping funktioniert nicht mehr, dann sagst du in deinem Kopf oder fragst dich, Dropshipping funktioniert noch bei. So. Und für mich ist das selbstverständlich. Ich brauche das für mich nicht mehr machen. Aber falls du diese Zweifel hast, egal in welchem Bereich, dass du das einfach mal ein bisschen reflektierter alles wahrnimmst, was du so aussprichst, woran du glaubst, wofür du stehst, wofür du vielleicht auch diskutierst mit anderen Leuten. Ja? Hinterfrag einfach mal alles. Denn was ist schon richtig, was ist schon falsch? Ich kann dir auf jeden Fall hier Gesetze mitgeben für den Erfolg im Dropshipping, aber ich bin jetzt kein Life-Coach, der dir für alles im Leben die perfekte Antwort liefern kann. Aber diese Gesetze, die funktionieren. Da kannst du sicher sein. Und damit kommen wir zum 7. Punkt, und zwar dein Umfeld. You are the average of the 5 people you've spent the most time with. Ja, von Jim Rohn. Das heißt, du bist der Durchschnitt deiner 5 Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das können auch Leute sein, die du einfach konsumierst, irgendwelche YouTuber und so. Wenn du jetzt wirklich auf einem Dorf lebst mit 1000 Einwohnern oder so und du hast nur deine Mom und deine 10 Lieblings-YouTuber und keine Freunde oder pflegst halt deine Freundschaften nicht oder hast nie wirklich Freundschaften aufgebaut, dann ist das nicht so geil. Also es wäre viel, viel geiler ein Leben, kann ich dir aus Erfahrung sagen, mit echten Freundschaften, auf die du zählen kannst,
die, wenn du mal eine Leiche im Keller hast, dass die dir halt auch helfen, wenn du bei denen klingelst und die dir dann auch helfen, das Ganze ordentlich quasi zu beseitigen. Deswegen ist natürlich nur eine Metapher, ja. Also alles ganz entspannt. Aber du bist der Durchschnitt. Das heißt, was bedeutet das? Wir haben schon besprochen, dass dein Umfeld deine Denkweise bestimmt. Das bedeutet, dein Einfluss, den du bekommst durch dein Umfeld, auch durch, wie gesagt, durch irgendwelche Influencer und sonst was, durch Freunde, Familie, Bekannte, wer auch immer, auch wenn die es gut mit dir meinen, trotzdem wollen sie immer dir ihre Welt und Sichtweise verkaufen. Das ist normal und das ist auch nicht schlimm, so, aber es ist einfach Fakt. Das heißt, der Einfluss bestimmt deine Gedanken, diese werden zu Taten, zu Gewohnheiten, zu Ergebnissen, zu deinem Leben und zu deinem Schicksal und auch zu deinem Charakter. So, es fehlen vielleicht noch ein, zwei Punkte, aber das ist so grob das Ganze. Wenn alle aus deinem Umfeld angestellt und unzufrieden mit ihrem Leben sind. Ja, es gibt ja da auch einen großen Unterschied. Du kannst ja auch angestellt und einfach zufrieden mit deinem Leben sein und sagst, ey, das ist alles gut so, so will ich bis am Ende meines Lebens leben und ich würde nichts bereuen. Das ist ein großer, großer Faktor. Wenn du einfach sagen würdest, wie einige Vorbilder von mir im Anime zum Beispiel, die einfach sagen, ey, ich will am Ende meines Lebens nicht bereuen, dann hast du ein geiles Leben gelebt, ja. So, natürlich bauen wir alle mal Scheiße, wo man kleine Sachen auch bereuen kann, das ist klar. So, aber deswegen. Wenn du aber fünf Leute hast in deinem Umfeld, die alle negativ sind und so weiter, dann wirst du der Sechste sein. So, das heißt, dein Action Step ist ganz simpel hier. Schreibe alle Leute nach Reihenfolge auf, mit denen du die meiste Zeit verbringst und frage dich bei jeder einzelnen Person, ist diese Person positiv oder negativ? Glaubt diese Person an mich und an meine Ziele? By the way, wenn du dich das fragst, da musst du jetzt nicht immer sofort kommen, so alle feuern dich an und ja, Mick, du wirst das schaffen. Nein, das muss gar nicht sein, aber sie sollen dich wenigstens nicht runterziehen und sagen, Mick, du wirst es eh nicht schaffen, das funktioniert doch heutzutage nicht mehr und das und bla und bla. Das habe ich auch alles gehört am Anfang, 2017, wo ich angefangen habe mit meinem Online-Business. Ja, also lass dir keine Scheiße von irgendwelchen Opfer-Mindsets reinreden. Aber trotzdem, wenn du mit Leuten enger Zeit verbringst, manchmal kannst du es nicht beeinflussen durch Arbeitskollegen und du musst halt einfach erstmal mehr Gas geben, dann hör nicht so richtig hin oder versuch halt einfach, dir positive Glaubenssätze da aufzuerlegen sozusagen. Und welche Glaubenssätze in Bezug auf Erfolg, Geld und allgemein haben diese einzelnen Personen? Ja, wenn du das jetzt aufgeschrieben hast von all diesen Leuten nach Reihenfolgen, dann stellst du mal alles so ein bisschen in Frage. Das heißt nicht, dass du jeden einzelnen guten Freund, ja, wenn du mehrere Freunde hast oder einen guten Freund oder deine Eltern, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, ja, versteh das nicht falsch. Aber hinterfrag das einfach mal, was haben die für eine Denkweise und eine Lebensweise? Und dann wirst du eventuell Parallelen zu deinem Leben sehen und auch zu deinen Ergebnissen. Das ist sehr, sehr verrückt und sehr, sehr crazy. Deswegen kommen wir zum achten Punkt. Die Angst, die dich paralysiert. Und dafür erzähle ich dir ein Bananenexperiment, wo eine Gruppe von Affen, wie du es hier siehst, in einem Käfig war und oben an der Leiter gab es hier diese Bananen. Ja? Und wenn ein Affe sich eine Banane geholt hat, dann kriegt er einen schmerzhaften Stromschlag. Deswegen siehst du, dass sie alle demotiviert und gelangweilt sind. Das heißt, am Anfang hat jeder Affe es probiert. Und keiner wollte mit der Zeit noch da hoch, weil du kriegst ja natürlich einen Stromschlag. Warum willst du dann die Banane holen? Ja, also es ist schmerzhaft, es ist scheiße, es bockt nicht. So, das heißt, mit der Zeit wurde in diesem Experiment immer wieder mal ein Affe ausgetauscht, der aber noch nichts wusste. Er wusste noch nichts von diesem Stromschlag. Die anderen haben ihn gewarnt und haben gesagt, ey, geh da nicht hoch, da ist ein Stromschlag, kriegst du, wenn du dir eine Banane holen willst. Was hat er gemacht? Er hat es noch nicht mal probiert aus der Praxis. Dann wurden alle Affen nach und nach ausgetauscht, bis kein einziger Affe mehr übrig blieb, der überhaupt aus der Praxis, aus der tatsächlichen Praxis Erfahrung gesammelt hat. Also keiner von den Affen hatte überhaupt noch einen Stromschlag bekommen, wenn er die Leiter hochgegangen ist bei den Bananen. Aber es wurde immer weiter diese Hysterie auferlegt, sozusagen. Das heißt, wir haben eine Gruppe voller Affen, die es nicht mal mehr probieren, nur weil sie es gehört haben. Man könnte ja einen Stromschock bekommen. Aber was ist, wenn... Das hat sich kein Affe von ihnen gefragt. Es gar keinen Stromschlag mehr gibt. Was ist, wenn das einfach ausgemacht wurde? Ja? Was ist, wenn der Stromschlag so gering ist, du aber dafür die Banane erhältst? Würde es vielleicht dein Überleben sichern oder würde es dir vielleicht ein bisschen Luxus geben? Deswegen, viele haben Angst vor dem Scheitern. Die Angst ist so groß, dass sie paralysiert sind, Action Steps vorzunehmen. Denn fast immer ist es doch eigentlich so, dass das tatsächliche Tun uns viel weniger Angst bereitet als die Angst selber vor der Sache, oder? Also lass das nochmal sacken. Wovor hast du mehr Angst? Die Angst selber und das Ganze vorstellen oder das tatsächliche Tun, danach hast du es gemacht und bist erleichtert und denkst, ey, so schlimm war es eigentlich gar nicht.
Das können mehrere Punkte sein. Es kann so ein finanzielles Risiko sein, bevor du Angst hast. Es kann Perfektionismus sein, der dich lähmt, weil du Angst hast, dass es dann nicht richtig gut wird und so weiter. Oder du hast irgendwo bei einem Onkel mal gehört oder in irgendeiner Facebook-Gruppe, dass irgendwer irgendwie irgendwann abgemahnt wurde, ohne den gesamten Background zu hören, was da wirklich passiert ist. Vielleicht hat er komplett Scheiße gebaut, wo er auch zu Recht abgemahnt wurde oder wo irgendwas komplett falsch gemacht wurde oder wo irgendwas fehlt. Also gibt es tausend Gründe. So, es gibt so viel Angst, mit der gespielt werden kann, und werde bitte nicht so einer, der einfach nur permanent ängstlich durch das Leben läuft. Ja, also du kannst nicht wirklich was verlieren. Diese ganzen, also mit welcher Angst sehr viel gespielt wird, gerade auch in meinem Bereich, im Dropshipping-Bereich. Und natürlich siehst du auch bei meinem Thumbnail mal, ey, verbrenne nicht Geld hier und so weiter. Klar, das ist normales Marketing so, aber es soll nicht dein Leben bestimmen. Ja, also du sollst schon vorsichtig sein, nicht zu optimistisch. Ach, scheiß drauf, wird alles gut gehen, und dann baust du eigentlich nur Scheiße. Das soll auch nicht der Fall sein, ja, dass du irgendwelche Produkte an Babys verkaufst, die sich das in den Mund packen und dann werden die krank davon. Geh da nicht zu unvorsichtig ran, das ist klar. Geh da mit einer gesunden Skepsis ran, aber das ist der entscheidende Punkt. Eine gesunde Skepsis und nicht dieses von Angst gelähmte, paralysierte, dass du dir nicht mal mehr die Banane holst, wie diese Affen hier, Alter. So, deswegen, eine Angst, mit der sehr viel gespielt wird, sind die Urheberrechtsverletzungen, die Retouren, Datenschutz, Steuern, Zertifikate, Seitenladegeschwindigkeit, wo ich mir so denke, Bro, du hast noch nicht mal wirklich Traffic. So, wenn die Leute sowas fragen, oh mein Gott, der ist nicht schnell genug. So, Shopify zeigt das doch schon an, dass es schnell genug ist. Was willst du noch? Also, das wird nicht der Hauptgrund sein, warum du keine Verkäufe machst, ja. Wenn du am Anfang noch keine Verkäufe machst. Deswegen, dein allererstes Problem ist immer vorerst Besucher auf deinen Online-Shop zu bekommen und dann die Verkäufe auch, ja, das Marketing, das musst du meistern. Und erst dann darfst du all die weiteren Herausforderungen dir verdienen. Verdienen. Ja, das musst du verstehen. Warum? Weil dieses Thema Steuern, das darfst du dir verdienen. Das ist nicht etwas, oh, voll scheiße, Steuern. Ja, dann zahl halt keine Steuern. Dann bleib halt in deinem 9-to-5. Dann werd halt niemals reich. Dann geh halt einmal im Jahr in Urlaub und lass dir von deinem Chef immer sagen, was für eine Pfeife du bist. Viel Spaß. Ist das ein geiles Leben? Für mich wäre es das nicht. Wenn du zufrieden damit bist und dich damit abfinden kannst, dann leb dein Leben. Ja, dann respektiere ich dich. Aber respektiere dich selber und sei halt auch dir selber loyal gegenüber. Wenn du sagst, ich fuck's ab, dann ändere auch was. Also entweder akzeptierst du und lebst dein Leben, wie du es leben willst, ohne Reue, in meinen Augen sozusagen. Wenn ich dir den besten Tipp mitgeben kann, genau das, also ohne Reue leben und du akzeptierst es, ja. Oder du akzeptierst es nicht, aber änderst auch etwas und dann hast du auch weniger Reue. Das ist dieses typische, wie 50 Cent sagt, get rich or die trying. Gleiches Prinzip, ja. Deswegen, also Steuern darfst du dir verdienen. Mach halt so viel Umsatz und Gewinn, dass du halt auch Steuern bezahlen kannst, dass du dir Steuern leisten kannst, ja. Mach halt erstmal Traffic und dass du überhaupt Datenschutz, also dass du überhaupt abgemahnt werden kannst für Datenschutz. Oder mach halt erstmal Umsatz und Gewinne, damit du überhaupt Retouren bekommen darfst. Du willst auch im besten Fall viele Retouren haben, aber in Relation. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, du willst im besten Fall natürlich maximal nur 5%, 7%, 10% maximal an Retouren haben. Da kann man auch noch vieles optimieren. Aber du brauchst es nicht optimieren, wenn du fucking zwei Orders gerade am Tag hast. Ja? Was willst du da optimieren? Du musst erstmal Marketing beherrschen. Das ist super, super wichtig, weil sonst paralysierst du dich mit all diesen komischen Ängsten, die dir nicht viel bringen. Auch dazu habe ich viele Videos gemacht, was du wirklich brauchst. Aber bleib hier jetzt erstmal noch dran. So, ne? Ich bringe dir noch einige Sachen hier mit, was du wirklich brauchst. So, das heißt, wie ich hier gesagt habe, es macht keinen Sinn, wenn du dir Gedanken machst über irgendwelche Retouren, wenn du noch nicht mal einen einzigen Verkauf gemacht hast oder geschweige denn, es gibt Leute, Alter, die haben noch nicht mal ihren Shop stehen. Und die fragen mich bei Instagram, ja, was mache ich mit den Retouren? Es ist ja gut, dass du das kritisch hinterfragst, aber Digga, mach doch erstmal deinen fucking Shop, dein Marketing und lern das Ganze. Du kannst dich natürlich auch mit den anderen Sachen beschäftigen, aber voller Fokus auf die nächsten zwei, drei Schritte. Das ist so, als würde ich sagen, ey, wenn ich Multimilliardär bin, wie soll ich dann meine Kinder aufziehen, damit die nicht verzogen werden, weil ich so viel Geld habe? Wenn ich mir diese Frage stelle, was bringt mir das jetzt? Ich kann darüber ein bisschen philosophieren, abends auf der Couch, ja, kann ich gerne machen. Aber mich tagelang, wochenlang darüber zu fragen und mir den Kopf zu zerbrechen, wozu? Erstens, ich bin noch kein Milliardär, noch. Zweitens, ich habe noch keine Kinder, noch, ja. So, drittens, ich bin noch nicht mal verheiratet, ja. Also mach doch erstmal den Fokus auf vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Mein Fokus ist jetzt erstmal, geiles Business aufzubauen, mit euch zusammen geile Erfolgsgeschichten zu produzieren. So, und dann irgendwann kommen auch Kinder und alles, wenn ich richtig fucking rich bin. So irgendwas zwischen 10, 20, 30 Millionen. Gucken wir mal. Vermögen natürlich.
Das heißt, die meisten neuen Herausforderungen, das ist sehr wichtig, dass du das auch als Herausforderung framest und nicht immer als ein Problem, ich laufe da vorweg. Nein, ich stelle mich der Herausforderung, ich werde besser, ich werde stärker, meine Skills werden krasser in diesem Game, was sich Leben nennt, was du als Hauptcharakter spielst. Ich werde besser in diesen Herausforderungen, ich werde stärker und dadurch machst du auch mehr Umsatz und mehr Gewinn. Ganz easy. Ja? Und durch diese neuen Herausforderungen kannst du dein Business einfach auch wachsen lassen. Das heißt, du hast dann neue Herausforderungen wie Customer Support, Fulfillment, Creatives nachschießen und so weiter. Ja? Wenn du dein Leben lang Creatives selber drehst, schneidest und so weiter, wie willst du dich dann abkoppeln und dann wieder an den Dingen arbeiten können, dass du an dem Unternehmen arbeitest und nicht im Unternehmen? Diesen typischen Instagram-Satz, den man immer irgendwo hört. Ja? Also da ist was dran, am Unternehmen arbeiten statt im. Aber erstmal musst du sehr viel im Unternehmen arbeiten, damit du überhaupt erstmal eine solide Basis hast. Und die Basis bedeutet erstmal 6- oder 7-stellig zu gehen, damit du davon erstmal gut leben kannst. Denn ich kenne... Ich persönlich jetzt, und wir haben echt verdammt viele Teilnehmer betreut und auch sehr, sehr intensiv und auch extrem hohe Umsätze gemacht, also wie du schon hier siehst, mehrfach 8-stellig betreut. Ich kenne bisher keinen im Dropshipping, der wegen Zertifikaten, Impressum oder wegen seinen Produkten abgemahnt wurde. Also keinen. So, und deswegen, wenn ich das irgendwo in der Facebook-Gruppe höre, dann höre ich da erstmal nicht hin, weil ich muss 30 Fragen diesen Typen stellen, um eine solide Meinung mir darüber bilden zu können. Weil sonst lähmt dich diese Angst und dann wirst du ja die ganze Zeit so rumlaufen im Leben. Selbst wenn du ein, in Anführungszeichen, gefährlicheres Produkt hast, mache lieber erstmal Sales und sorge dann für die beste Qualität, aber sorge auch dafür, dass du keine falschen Versprechungen machst und besorge dir dann auch die besten Versicherungen, Absicherungen und Co. Auch ich habe zum Beispiel einen Haarföhn verkauft, ist jetzt auch nicht das einfachste Produkt sozusagen. Aber da habe ich erstmal angefangen. Dann habe ich mich um alles andere gekümmert, was ich brauche, um abgesichert zu sein. Also Action Step. Schreibe 3 bis 5 Sorgen auf oder Ängste, die dich limitieren. Und diese Limitierungen, da fragst du Experten aus der Praxis. Frag nicht bitte deinen Onkel, deinen Vater, deine Mutter, wen auch immer. Oder irgendeinen Arbeitskollegen, der sich während der Arbeitszeit in Lücken reinhaut, sozusagen. Wissen Hamburger, was ich meine. Also irgendwelche Arbeitskollegen, die sich während der Arbeitszeit besaufen, so frag die nicht. Sondern frag halt Experten, was wirklich nötig ist. Und bilde dich genau zu diesen Themenbereichen weiter, damit die Sorge verfliegt. Also wenn deine größte Sorge ist irgendwelche Abmahnungen, dann frag halt Experten aus der Praxis das zum Thema Abmahnungen und Co. Wenn dich irgendwas anderes besorgt, dann frag halt Experten zu diesem Thema. Und guck nicht von 10, 20 Coaches verschiedene Videos durch, die erstmal nur deine Angst nähren, die größer machen, um dann zu sagen, hey, komm in mein Coaching. So, was ich immer mache, ich erkläre dir Angst, ja, so wie hier jetzt auch. Wir finden sie heraus, teilweise auch schon sogar im YouTube-Video, gebe dir einen Lösungsweg mit und du kannst es sogar selber lösen. Wenn du es nicht mehr selber lösen kannst, dann helfen wir natürlich auch dabei, das ist klar. So, schreibe 3 bis 5 Situationen auf, in denen du Angst oder Sorge hattest vorher und es könnte rein theoretisch nur gewaltig schief gehen. Und am Ende ist es aber doch nicht so schlimm gewesen und du hast danach ruhig schlafen können. Ja, machen wir ein Beispiel. Sagen wir, du hast eine neue Freundin als Mann. Ja, also wenn du kein Mann bist, fühl dich jetzt einmal bitte in den Mann hinein. Oder sei auch eine Frau und fühl dich einfach in eine Frau hinein oder sei was auch immer. Aber du hast einen Beziehungspartner, ja, neu kennengelernt und du musst dann zu deinen Schwiegereltern das erste Mal essen gehen und du stellst dir das vor, dass es nur schief gehen kann, weil erstens, zweitens, drittens, du findest 1000 Gründe. Jetzt wird diese Sorge genährt und das ist alles aber erstmal Theorie. Dann bist du in der Praxis da und auf einmal wird es voll angenehm, weil ihr vibet oder sonst was. Und selbst wenn es nicht angenehm wird, dann wird es in der Regel niemals so schlimm, wie man es sich vorstellt. Deswegen schreibe da bitte 3 bis 5 Situationen auf, falls du ein ängstlicher Typ bist, damit diese Sorge verfliegt und jeder Mensch hat vor irgendwas Angst. Und selbst wenn es nur der Tod ist oder selbst wenn es der Schöpfer ist oder sonst was, für irgendwas hast du immer Angst. Und es gibt halt auch eine gesunde Angst, aber es sollte keine Angst sein, die dich paralysiert. Das ist die Message daraus, ja. Also hast du Ängste wie zum Beispiel Zertifikat für dein Produkt, ich nenne dir jetzt nur ein paar Beispiele, oder brauche ich einen Steuerberater direkt von Anfang an, kriege ich irgendwelche Abmahnungen durch Impressum, Datenschutz und dann die Praxisbeispiele, die du sammeln kannst, sind dann zum Beispiel hier sowas wie das hier. Ne? Ich habe das Girl auf der Straße dann angesprochen, die ich süß fand, oder im Coworking fand ich die süß und habe die einfach angesprochen, obwohl ich mir in der Theorie vorgestellt habe, dass es richtig schlimm wird. Oder ich habe im Shop meine ersten Verkäufe gemacht und alle Next Steps danach, was ich mit den Bestellungen mache, das heißt sowas wie die Bestellung auslösen, den Kundensupport, die Retouren, das war doch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja?
Weil das ist auch etwas, was oft Leute ja ängstlich werden lässt, dass sie paralysiert sind, überhaupt die nächsten Schritte zu machen. Und teilweise auch unterbewusst, teilweise so unterbewusst, dass du es nicht mal bewusst hochholen kannst und dass sich das so lähmt, deine Gedanken und Emotionen, dass du noch nicht mal ja das Ganze umsetzt. Das ist natürlich auch richtig schade. Wichtig ist aber, du brauchst hier nicht alle Action Steps perfekt umzusetzen. Ja? Also ich habe dir jetzt schon 8 Punkte hier genannt und es folgen noch 22 weitere. Du brauchst nicht alle perfekt umsetzen, denn keiner setzt, also kein Mensch setzt alle oder die wenigsten Menschen, also gibt bestimmt welche, so 0,1% oder so, die richtig Verrückten. Keiner setzt sie konstant über Jahre hinweg perfekt alle um. Lerne einfach auch jeden einzelnen Punkt, der wichtig ist, der relevant ist, das Ganze richtig umzusetzen. Schaust dir auf Dauerschleife einfach immer wieder an und gib halt einfach Gas, damit du nicht aufhörst, bevor du überhaupt angefangen hast. Kommen wir zum 9. Punkt: Ziele und Erwartungen. Ohne ein Ziel ist es verdammt schwierig, in eine Richtung zu steuern. Denn a goal is a dream with a deadline. So, das heißt, Napoleon Hill hier, auch sehr bekannter Autor und Unternehmer, wenn ich mich noch richtig erinnere, der hat gesagt, ja, ein Ziel ist ein Traum mit einer Deadline, auf Deutsch übersetzt. Ja? Ich bin jetzt nicht der Schnellste im Übersetzen, verzeih mir da bitte. So. Und ohne dieses Ziel ist es verdammt schwierig, überhaupt in irgendwelche Richtungen zu agieren, sozusagen. Noch schwieriger ist es zu wissen, wann du überhaupt wo angekommen bist, wenn du kein Ziel hast. Ja? Also wenn du kein Ziel hast und einfach drauf losfährst mit deinem Auto Richtung Süden von Hamburg aus, wenn du wirklich kein Ziel hast und einfach drauf losfährst, wenn du das visuell vorstellst und du hast noch nicht mal eine Dauer, du hast kein Ziel, wo du ankommen möchtest, dann weißt du ja gar nicht, wann du wo angekommen bist. Wenn dein Ziel ist, du willst dich einfach treiben lassen, ja, dann hast du dein Ziel ja vielleicht schon in den ersten 10, 20, 30 Minuten erreicht. Wenn du noch eine Zeit dafür einrichtest, meinetwegen 2 Stunden, will ich einfach entspannen, mich treiben lassen, ja, dann hast du dein Ziel festgesetzt. Das ist auch ein Ziel, ja, sich einfach mal treiben zu lassen. Für ein paar Stunden rumfahren, das geht auch. Und sagen wir, du hast das Ziel zum Beispiel, dass du Vollzeit von Dropshipping leben willst oder noch viel besser davon leben willst, ja, dein Dropshipping-Business richtig skalieren, dann ist das schon mal nice, cool, dass du dieses Ziel hast, sehr cool. Aber wenn deine Erwartungshaltung bei zum Beispiel 10 Wochen Zeiteinsatz für das Business, da kann das nicht so hoch sein, deine Erwartungshaltung, ja. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten davon reich zu werden, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass du mit 10 Stunden Wochen Zeiteinsatz in den nächsten Wochen und Monaten reich wirst oder davon direkt Vollzeit leben kannst. Ja? Ist auch sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Person, die dann 20, 30 Stunden mehr investiert, die wird natürlich schneller Erfolge sehen, das ist ja klar. Dazu kommen wir aber auch gleich nochmal. Zu dem Zeiteinsatz. Also schreibe mehrere Ziele auf, die du hast, bewerte sie aber nicht, schreibe einfach alle erstmal auf, die du hast. Das kann sowas sein wie von überall aus arbeiten, das sind immer nur Beispiele. Ja? Also schreib dir deine eigenen auf, für die du dich, auf die du Bock hast. Wenn du aber auf die auch Bock hast, schreib die halt auf. Zum Beispiel, es kann sein von überall aus arbeiten, 8 Monate im Jahr im Ausland sein, Bali, Dubai, Spanien, Türkei, USA und so weiter. Oder Eltern auch in die Rente schicken. Und dass die beide machen, worauf sie Bock haben, die Eltern oder die Tante oder die große Schwester, den großen Bruder, ist ja egal. Die Leute, die für dich einfach dir sehr viel geholfen haben in deinem Leben sozusagen. Es können auch Freunde sein, die deine Familie sind, ja. Deswegen, das sind so ein paar Beispiele. Schreib dir diese Ziele auf, damit du überhaupt eine Richtung hast, auf die du ja hinsteuern kannst. Weil sonst wird es ziemlich schwer, irgendwo überhaupt irgendwie anzukommen. So, kommen wir zum 10. Punkt: Deine Beziehung zu Dropshipping. Denn viele, die nicht gestartet sind, wenn du jetzt zum Beispiel einer bist, der noch nicht gestartet bist, du hast dich schon länger beschäftigt mit der Theorie, dann ist das schon mal gar nicht schlecht, ja, aber du musst auch irgendwann in die Handlung kommen. Vielleicht hast du eine schlechte Beziehung zu Dropshipping in deinem Kopf, wie du das Ganze bewertest. Oder vielleicht bist du schon länger im Dropshipping dabei, hast aber noch nicht die Erfolge geerntet, die du willst, weil du vielleicht immer noch in deinem Kopf eine destruktive Beziehung zu Dropshipping hast, eine toxisch-destruktive Beziehung. Und was meine ich damit? Du kannst dich damit voll limitieren für deinen Erfolg. Denn du musst verstehen, dass im Kern Dropshipping nichts anderes ist als E-Commerce. Ja? Dropshipping ist nur der Versandweg. Das musst du verstehen. Das, was du hier lernst im Dropshipping, im E-Commerce, ja, am Ende ist es immer noch, dass ein Kunde in deinem Shop kauft, du bestellst bei deinem Supplier und der Kunde kriegt sein Produkt. Super simpel. Und das in den meisten Fällen über Social Media, TikTok, Facebook, Instagram, Meta und so weiter. Ja? Das heißt, das, was du hier lernst an Skills im E-Commerce, im Dropshipping, Online-Marketing, E-Mail-Marketing, Retargeting,
deine Zielgruppe zu verstehen, Marketing richtig zu verstehen, warum Menschen überhaupt kaufen, die Verkaufspsychologie dahinter, Farbenpsychologie, Stimmenpsychologie, warum eine Hook wann, wie, wo funktioniert. Das ist extrem, extrem geil, wenn du das Ganze auch so betrachtest. Ja? Alleine Copywriting ist eine Kunst für sich, das heißt Werbetexte zu schreiben. Ja? Warum fühlt sich ein Mensch mehr abgeholt bei gewissen Texten, bei anderen Texten nicht? Warum verdienen Copywriter, die vielleicht drei Sätze oder drei Wörter sogar auf Plakaten nur hinzaubern für McDonald's, mehrere hunderttausend Euro im Jahr oder teilweise auch monatlich? Warum verdienen die das? Weil das eine Kunst für sich ist, weil sie wissen, dass, wenn wir diese Stelle gut besetzen, weil dieses Plakat Millionen von Menschen über einen gewissen Zeitraum sehen werden. Und wenn die Conversion hoch genug ist, machen wir verdammt viel Umsatz und Gewinn. Mehr als wenn wir da eine Rotzcopy hinhauen von jemandem, der keine Ahnung hat. Ja? Also simpel. Deswegen, das sind geile Skills, die du hier aufbauen kannst. Und wenn du denkst, ja, ich probiere da mal ein bisschen was aus. Klar, du kannst es ausprobieren, aber nimm das Ganze dann auch ernst, wenn du es ausprobierst. Ja? Nimm das ernst und sehe einfach auch das Potenzial hinter Dropshipping und E-Commerce einfach. Du kannst langfristig daraus auch eine Brand machen. Du musst nicht immer im Dropshipping bleiben. Das ist deine Entscheidung. Es ist dein fucking Leben. Du entscheidest alles, was du machst. Ja? Du kannst daraus eine Brand machen. Du kannst zur Höhle der Löwen langfristig gehen. Du kannst das Produkt noch upgraden, dass es richtig krass wird. Du kannst auch ein Coach werden, weil dir das mehr liegt, so wie es mir zum Beispiel liegt. Meine Teilnehmer haben mich sogar überholt von ihren Ergebnissen heraus so. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Ich bin ja nicht neidisch oder sonst was. Ne? Das ist geil für mich, weil ich einfach sehe, die haben das mit meinen Strategien geschafft. Natürlich auch sehr viel Disziplin, Fleiß, alles mit dabei und Beharrlichkeit. So, aber nichtsdestotrotz ist hier ein Riesenpotenzial dabei. Und ob du daraus eine Brand machst, eine Agentur wirst, ein Coach wirst, das ist dir überlassen. Aber lern mal erstmal die Basics richtig, um natürlich auch Skills aufzubauen. Dann stell dir mal vor, für dein Leben jetzt, ne? Du würdest mit Dropshipping sehr viel Geld verdienen. Wie würde dein Lifestyle aussehen? Sagen wir mal, es sind 15, 20, 30, 50.000 Gewinne im Monat. Ja? Also sehr viel Geld. Stell dir das einfach mal jetzt vor. Wie würde dein Lifestyle aussehen? Wie würdest du deine Familie unterstützen, wenn du das natürlich auch konstant machst? Deine Steuerabgaben sind bezahlt und alles Mögliche. Ja? Und das ist definitiv möglich, weil wir auch Teilnehmer dahin schon geführt haben. Das heißt, wenn du dir das vorstellst, ja, wie würde dein Leben aussehen? Wie würde alles einfach für dich aussehen? Und wie würdest du zu dem Thema Dropshipping stehen? Ja, wie würdest du dazu stehen? Würdest du das Ganze ernst nehmen, wenn es deine Miete bezahlt, wenn es deine Reisen bezahlt, wenn deine Familie gerne bei dir arbeitet, deine Eltern oder sonst wer, wenn du die überhaupt einstellen willst? Manche wollen gar nicht mit den Eltern arbeiten, aber manche haben Bock darauf. So, das ist ja völlig dein Leben dir überlassen. Aber wie würdest du dann darüber denken? Ja? Also wie würdest du, würdest du für eine Beziehung zu Dropshipping haben? Deswegen, dazu gibt es jetzt nicht wirklich einen Action-Steps. Du kannst dir gerne was aufschreiben, was ich dir jetzt gerade als Frage gestellt habe. Sonst kannst du sonst hier kurz pausieren und dir die Fragen aufschreiben, notieren in deiner Notizen-App oder oder halt in deinen schriftlichen Notizen. 11. Punkt, dein Why und dein Warum. Also jeder Milliardär spricht immer über sein Why und so weiter. Natürlich sprechen die auch darüber, weil sie es können. Ja? Also ganz, ganz klassisch, ganz stumpf. Wenn sie, sag ich mal, am Struggeln sind, ihre Miete zu bezahlen und so, da glaube ich nicht, dass sie nach ihrem Why gesucht haben zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also vielleicht die allerwenigsten. Ne? Und dann hat das Why aber denen trotzdem auch viele Umsatz und Gewinn gebracht, unternehmerischen Erfolg, um dann auch ihre Miete zahlen zu können oder auch all die anderen Sachen. Wenn du jetzt jemanden in deiner Familie hast, denen es gesundheitlich nicht gut geht und du motiviert bist, dass du Feuer unterm Arsch hast, dass du schnell 200.000 Euro organisieren sollst auf legale Weise, dann hast du einen Grund, dann hast du ein Why sozusagen. Ja? Was ist ein Why, was ist ein Warum? Es ist quasi die Vision, der Grund, warum du Dinge tust oder nicht tust. Das heißt, was genau treibt dich an? Worauf hast du Bock? Was sind Dinge, die dich richtig begeistern? Oder was sind Dinge, die gemacht werden müssen auch teilweise? Das kann alles Mögliche sein. Reisen, fettes Auto, Eltern unterstützen. Das können materielle Dinge sein, das können immaterielle Dinge sein. Das ist erstmal egal, es ist dein Leben. Niemand judgt dich da. Du führst es, niemand anderes. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ist voll materialistisch, ja, fick dich ins Knie, aber ich mache wenigstens was für mein Leben. Ich zahle Steuern, ich mache das legal, ich kann stolz darauf sein und ich weiß genau, was ich deliver. So, also, wer bist du, dass du mich richten kannst? Keiner kann dich richten, Mann. Nobody can judge me, so wie Tupac sagt, ja. Deswegen, was fuckt dich alles gerade richtig ab?
was dir nur Energie zieht. Also denk mal in deinem Leben drüber nach, was zieht dir gerade einfach nur Energie? Das kann sein, wie bei mir damals, im Regen Pizza ausliefern, Burger braten, die ganze Zeit Fett ins Gesicht gespritzt kriegen und am Ende des Tages voll stinken, immer mit deiner Haut, mit deinen Haaren und so weiter, weil den ganzen Tag kriegst du dieses Burgerfett in die Fresse und Frittierfett und alles. Es ist mega heiß im Sommer, über 40 Grad da drinnen, so. Ist nicht geil, das zieht einem Energie sozusagen, ja, wenn man nicht stark genug ist. Man kann das auch als Antrieb nehmen, aber es zieht einen Energie, es fuckt einen ab. Das kann sein, so der Chef fuckt dich ab, Arbeitskollegen, Arbeitszeiten, das deutsche Wetter, du bist unterfordert von deinem Potenzial oder du bist überfordert vielleicht auch mit Tasks, die beschissen sind, von deinem Arbeitgeber sozusagen, oder du bist überfordert von all den Tasks in deinem Dropshipping-Business, weil du nicht mal richtig weißt, links und rechts, was du eigentlich wirklich umsetzen musst, machst aber auch nicht wirklich Gewinne und so weiter. Das fuckt natürlich alles ab. Und daraus kann ein Why entstehen. Ja? Wichtig ist mit deinem Why, du musst nicht die Welt verändern von Anfang an gleich. Ja? Das baut sich alles mit der Zeit auf. Also die ganzen großen Persönlichkeiten, die du heute siehst, sehr unwahrscheinlich, dass die von Anfang an gesagt haben, ich will die Welt verändern, ich will den Hunger austreiben, ich will das, ich will dies. Das ist schön, das ist geil, nimm das gerne auch, aber fühl es, wenn du das hast. Fühl es einfach zu 1000%. Und ich bin der Meinung, es entwickelt sich mit der Zeit. Auch bei mir zum Beispiel. Ja. Ich will erstmal mein Leben und das meiner Liebsten verändern können. Weil das ist ähnlich wie im Flugzeug. Wenn du abstürzt, ja, warum ist die Instruction da drin, dass du dir selbst erstmal helfen musst und dann jemand anderen? Warum ist die da drin, diese Instruction? Weil wenn du jemand anderen zuerst hilfst, kann es sein, dass du krepierst und es macht einfach keinen Sinn. Hilf dir selbst zuerst, dass du wieder atmen kannst und dann hilfst du sofort den Nächsten zu atmen. Ja? Also lerne erstmal das Atmen in dem Sinne, dass du alles gut zahlen kannst, dass du gut davon leben kannst. Dann fängst du an, deine besten Freunde, Familienmitglieder und so weiter auch zu unterstützen. Das kannst du machen. So, ne? Verändere erstmal, wie gesagt, deine Welt und dann die deiner Liebsten. Und dann kannst du die nächste große Challenge machen. Dann kannst du die nächste und die nächste und die nächste machen. Dann kannst du auch irgendwann anfangen, okay, ich will jetzt eine ganze Stadt in Afrika helfen oder ein ganzes Viertel. Fang ja erstmal klein an, vielleicht erstmal nur 50 Menschen in einem Viertel so und dann das ganze Viertel, dann die ganze Stadt, dann das ganze Land so. Aber von Anfang an gleich das ganze Land zu nehmen oder die ganze Welt Hunger auszutreiben, das ist so ein huge Goal, dass wenn irgendein Milliardär über irgendeine Instagram-Quote sagt, hey, du musst so ein großes Goal haben, dass du jeden Morgen komplett crazy aufwachst und sagst, jetzt attackiere ich das Goal. Ich will mal sehen, wenn du dir so ein großes Goal nimmst, wie zum Beispiel Hunger ausmerzen auf der Welt oder Krieg beenden auf der Welt, da will ich mal sehen, wie du jeden Morgen mit voller Leidenschaft dafür aufwachst. Ja, das ist erstmal ein hyperkomplexes Thema, dass du das nicht mal so eben easy über Nacht erlösen kannst. Und du wirst halt bei diesem Huge Goal kaum was ändern, wenn du halt nicht fucking Multimilliardär bist, weil du wirst mit Geld halt viel bewegen können, viele Menschen bewegen können, Arbeitskraft bewegen können und dementsprechend auch Marketingkampagnen aufsetzen und so weiter und so fort. So, aber alles Step by Step, weil deswegen wird dich das demotivieren, wenn du da nicht wirklich vorankommst. Denn deswegen, sammel erstmal wirklich gute Whys hier und always remember why you started. Also erinnere dich immer wieder daran zurück, warum du gestartet bist. Klarer Action Step ist, sobald deine Ziele feststehen, ja, also wir haben hier oben die Ziele festgelegt bei dem Punkt, bei Punkt Nummer 9, ja, wenn du deine Ziele festgelegt hast, die du erstmal noch nicht selber gejudged hast, du hast deine Ziele, dann fragst du dich, warum will ich diese Ziele erreichen? Ja, deswegen, wie gesagt, guck das ganze Video hier komplett erstmal an, schreib noch nicht deine Ziele auf und sonst was, sondern erstmal einfach nur alles wahrnehmen, weil sonst wird das ganze große Ganze hier keinen Sinn machen, ja, wenn du irgendwo abbrichst und das direkt umsetzen willst. Du kriegst das Dokument ja eh mit und dann kannst du das alles Step by Step umsetzen. Das heißt, was treibt dich wirklich da an? Warum willst du diese Ziele erreichen? Ein Beispiel kann sein, wenn du von überall aus arbeiten willst, warum willst du das? Frag dich mal, hinterfrag das mal, warum willst du das überhaupt? Was fuckt dich ab? Weil es mich gerade hardcore abfuckt, wie depri das Wetter in Deutschland ist. Alle meckern sich gegenseitig an, anstatt mal die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Ja? Ein anderer Punkt kann sein, dass du 8 Monate im Jahr an schönen Orten sein willst, weil du die Welt sehen willst, kulinarische Speisen verspeisen möchtest, Kulturen kennenlernen, ne, und einfach deinen Horizont erweitern. Das kann schon why genug sein. Da musst du nicht, wie gesagt, die Welt komplett verändern. Ja? Dann ein anderer Punkt kann sein, dass du deine Eltern in die Rente schicken willst, weil die ihr ganzes Leben für dich investiert haben. Und selbst wenn du nur dieses Ziel erreicht hast, ja, du hast es nicht geschafft, den Hunger auszumerzen auf der Welt. Riesen huge Goal mit einem riesen huge Why, okay, cool. Dann hast du dieses Goal und dieses Why, deine Eltern in die Rente zu schicken. Meinetwegen, wenn sie 60 sind oder 55 oder 50, dann schaffst du dieses Ziel meinetwegen, ja? Dass sie nicht
ackern müssen, bis sie umfallen, weil die Rente eh eine Illusion ist, ja, heutzutage zumindest. Also für alle, die jetzt noch demnächst bald in die Rente kommen, so wird es echt sehr, sehr, sehr schwer. Du siehst viele ältere Damen und Herren, die schon Pfandflaschen sammeln. Das ist echt traurig in diesem System. Deswegen ist es deine Verpflichtung, halt Gas zu geben, sage ich ganz ehrlich. Also das ist auch ein großes Ziel. Und selbst wenn ich nur das geschafft habe bis an Ende meines Lebens, dann kann ich schon mal darauf wenigstens stolz sein. Ja? Und das ist immer noch besser als das, was 70% der Menschheit macht. Ich spreche jetzt nur von der westlichen Welt, die wirklich die Möglichkeiten haben. Ich spreche jetzt nicht von Dritte Weltländern, die kaum Möglichkeiten haben, das alles hier umzusetzen. Was du auch erstmal richtig krass appreciaten kannst, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass du überhaupt an diesem Business arbeiten darfst, dass du überhaupt diese Herausforderung haben darfst. Das musst du dir richtig stark bewusst machen, weil es gibt hier Leute, die meckern rum, oh ja, das Geschäft funktioniert noch nicht und so. Und dann gibt es in der Parallelzeit währenddessen Kinder in irgendwelchen Minen in Pakistan, die für ihr Leben kämpfen, für ihr Überleben kämpfen. Ja, also das heißt, die müssen für Brot jeden Tag arbeiten, für Nahrung, für die Grundbedürfnisse. Und du hast das Glück und ich genauso, dass wir hier in dieser westlichen Welt geboren sind, wo wir alle Grundbedürfnisse schon direkt von Anfang an bekommen haben. Also gesegnet einfach, komplett. Aber es ist die Denkweise, wie du das Ganze framest. Und das heißt, kommen wir zurück zum Punkt, selbst wenn du es nur schaffst, deine Eltern in Rente zu schicken, ist es immer noch besser als jetzt nur die westlichen Länder, die ganzen Menschen, die Population, die ganze Bevölkerung, die halt sowieso nur ihr ganzes Leben eigentlich nur arbeiten, ihre Miete zahlen und alles und nicht mal ihre Eltern in die Rente schicken. Also nicht mal etwas im kleinsten Kreis schaffen sie. Warum? Weil sie das Ziel nicht mal gesetzt haben, die meisten. Das sind sehr, sehr wahrscheinlich 60, 70, 80% der Weltbevölkerung. Und ich würde jetzt primär sagen, wenn ich jetzt richtig judgy wäre, was ich nicht in meiner Macht steht, aber ich könnte jetzt sagen, die sind egoistisch. Aber sind sie irgendwo auch wieder nicht, weil die wollen einfach nur ein schönes Leben haben und vielleicht war es denen gar nicht möglich. Aber ich versichere dir, dass nicht alle von diesen 60, 70% komplett gelähmt oder behindert sind, körperlich oder geistig behindert, dass es die wirklich nicht möglich ist. Es sind locker, 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 locker 50, 60% der ganzen Bevölkerung da draußen in der westlichen Welt, die die Möglichkeit hätten, es aber einfach nicht machen. Und das gilt für jedes Ziel. So. Deswegen das dazu. Also, zum nächsten Punkt. Der 12. Punkt, dein Why not. Das heißt, ein Why ist nice, was wir gerade besprochen haben, muss aber nicht zwingend die Welt verändern. Öfter kann ein Why suchen auch extrem lähmend werden, das heißt, dass du paralysiert wirst. Dein Why ist nicht dafür da, dich mit jeden Morgen mit Hyper-Energy aufstehen zu lassen. Es ist okay, wenn du mal demotiviert bist und so weiter. Mach einfach mal weiter, ja. Das heißt, sagen wir, du hast das Ziel und dein Why, finanzielle Unabhängigkeit, um reisen zu können, dein eigener Chef zu sein. Jetzt ganz grob, ja, das kann man noch ein bisschen weiter ausschmücken. Hinterfrag das Why nicht zu so viel, wenn du Bock drauf hast. Ja, wenn dich das, wenn du kriegst so, keine Ahnung, schwitzige Hände daran, wenn du daran denkst, oder du stellst dir es vor und denkst, Alter, das wäre so geil. Ja, wenn du das hast, dieses Feeling einfach nur, dann brauchst du es nicht so stark hinterfragen. Und du musst auch nicht hinterfragen, ob du jetzt diese Gefühle dabei hast. Wenn du generell einfach eine Tendenz hast, du hast Bock da drauf, dann fucking do it. So. Und wenn du mal demotiviert bist, dann liegt das nicht daran, dass dein Why vielleicht nicht stark genug ist, sondern es liegt einfach daran, dass du ja, dich zu viel paralysierst und wieder zu viel nachdenkst einfach und zu viel wertest, weil du hast immer nur deine Stimme und deine Antwort und dann werden da halt nur Antworten von dir rauskommen, die halt limitierend sein können. Deswegen suche dann eher, wenn du das hast, dieses Problem, nach einem Why not. Ja, also heißt, warum solltest du nicht die Welt bereisen, wenn du Bock drauf hast? Was genau spricht dagegen? Und wenn auf diese Frage, warum nicht, ein Nein stark genug kommt, dann lass es halt auch sein. Ich mache dir ein Beispiel. Warum sollte ich diesen Skorpion in Thailand jetzt zum Beispiel nicht essen? Dann denke ich mir als Antwort, ey, ich könnte Krankheiten bekommen, das fühlt sich nicht richtig an, ich möchte es einfach nicht. Es treibt mich auch nicht an. Wenn du aber so sagst, okay, ich würde es mal gerne ausprobieren, wie schmeckt so ein Skorpion und so weiter, und das Risiko ist jetzt nicht so hoch, ich bin, keine Ahnung, gut vorgesorgt und so, ich kenne mich aus, habe mich informiert, dann mach es. So, dann hast du dein Why oder dein Why Not. Aber mein Why Not ist da stark genug, dass ich es definitiv niemals machen werde. So, und noch ein anderes Beispiel. Warum sollte ich jetzt nicht von Dropshipping Vollzeit leben? Ja, es ist anstrengend, das aufzubauen, gibt viel Konkurrenz, ich weiß nicht wie genau im Detail, aber ich hätte mega Bock. Siehe Why. Das heißt, du hast den Why aufgebaut, du hast Bock auf gewisse Sachen, die du dir mit Dropshipping und E-Commerce ermöglichen kannst, hast aber einfach nur ein bisschen Sorge wegen Konkurrenz und Co.
ja? Weil das ist wieder die Angst, die dich lähmt, mit dem Bananenbeispiel, ja? Und deswegen, als Action Step, das ist erst nötig, sobald du zu stark im Overthinking-Prozess im Why bist. Ja, also ganz wichtig. Das hier als Action-Step brauchst du nur machen, wenn du zu viel im Overthinking des Whys bist. Also denkst, mein Why ist nicht stark genug, ich bin heute nicht so motiviert, ich bleibe nicht wirklich dran, ich glaube, es liegt an dem Why. Lass dir diesen Scheiß nicht einreden da draußen. Ja? Lass dir einfach diesen Scheiß nicht einreden. Schreibe dein Ziel auf und dein Why. Und darunter schreibst du, warum du es nicht machen solltest. Beispiel, du willst finanziell frei werden, um deine Eltern zu unterstützen. Warum nicht? Was spricht dagegen? Dass es anstrengend ist? Das kommt als Antwort raus bei dir? Ja und? Was spricht wirklich dagegen? Easy. Also mehr brauche ich dazu nicht sagen. So, 13. Punkt. All-in-Mentalität. Du siehst hier ein schönes Bild von Muhammad Ali. Sehr inspirierende Persönlichkeit. Kannst du dir auch mal Dokus reinziehen, aber erstmal vollen Fokus hier weiter dranbleiben, weil das ist auch noch ein Punkt, den wir darauf eingehen werden. Fokus, super entscheidend für dein Business. Für dein Vorankommen. Aber erstmal die All-In-Mentalität. Verstehe mich nicht falsch. Du sollst nicht alles hinschmeißen. Es macht keinen Sinn, deinen Ast, den du jetzt gerade hast, dein Vollzeitjob oder auch dein Dropshipping-Geschäft, wie du es gerade führst und du davon lebst, es macht keinen Sinn, den einfach abzusägen, ja, auf den du gerade sitzt. Das heißt, es zahlt deine Miete, es zahlt dein Leben, es zahlt dein Lifestyle und so weiter. Das ist schon mal okay, das ist gut. So. Aber hab einfach nicht tausend andere Geschäftsmodelle im Kopf. Denn gerade in der heutigen Zeit schreit jeder, dass sein Geschäftsmodell das Geilste ist. Auch ich schreie das, aber jedes Geschäftsmodell hat seine Tücken. Und da kläre ich auch komplett mit auf. Das ist ja gar kein Thema so, ne? Man muss halt einfach nur damit umgehen können, das ist das. Lerne halt einfach, dass es keinen Plan B gibt für dich. Bringe Plan A zum Funktionieren. Denn dein Plan B ist es, die Strategie zu ändern. Aber niemals das Geschäftsmodell. Also heißt Plan A, ich bringe das zum Funktionieren, ich erreiche die Ziele. Warum? Weil ich das Why gesammelt habe. Ich habe es emotional aufgeladen. Mein Plan B ist, dass wenn diese Strategie nicht funktioniert für dieses Geschäftsmodell Dropshipping, dann werde ich eine andere Strategie verfolgen. Also heißt die Strategie, wenn es mit Facebook nicht probiert hat, dann halt mit TikTok, dann halt mit Native Ads, sonst wie. So, also bleib da dran, weil du hast ja auch schon gewisse Skills dann im E-Commerce und Dropshipping aufgebaut. Beim Launchen zum Beispiel, mach dir halt Gedanken, was wollen die Leute wirklich? Ja, mach das nicht so Larifari, irgend so einen unnötigen Schrott immer zu launchen und auf gut Glück einfach irgendwas hoffen, ja. Immer wieder diese Slot-Maschinen zu betätigen, ja. So auf gut Glück immer einfach irgendwas launchen, wie so ein Zombie-Soldat, ja. Das bringt es dir nicht langfristig. Also geh mal all in und frag dich wirklich, was wollen die Leute wirklich? Mach mal eine gute Recherche mit gutem System. Denn du hast nichts zu verlieren. Gerade in diesem Auffangsystem, in dem wir leben. Ja? Gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz, in all diesen westlichen Ländern, in diesen Auffangsystemen, selbst in Amerika und Spanien. Wobei, lassen wir mal die ganzen anderen europäischen Länder weg. Ich spreche jetzt nur zu den ganzen Deutschen, Österreichern und Schweizern. Alle, die in dem deutschsprachigen Raum leben, wir haben so ein geiles Auffangsystem, was es so einfach für dich macht, dir ein Business aufzubauen oder überhaupt irgendwas aufzubauen. Die einzige Hürde, die wir halt in dieser Gesellschaft haben, ist halt, eine große Hürde ist halt Umfeld und dass keiner dich supportet. Oh mein Gott, ja, keiner supportet mich. Ja, heul doch. Ja und? Jetzt? Da wird sich auch nichts verändern. Soll deine Mom dich supporten permanent und dir immer schön was kochen und dich streicheln abends, dass du dein Business weiterführst? Mann, mach einfach die Arbeit, Digga. So, es gehört dazu, es ist nicht alles easy. Jeder hat seine Tücken. Oh ja, in Amerika ist es leichter, ein Business zu führen. Ja, dann geh nach Amerika. Dann siehst du, dass es nicht leichter ist. Die haben nicht so ein geiles Auffangsystem wie hier zum Beispiel. In gewissen Kriterien schon für ein Business, aber nicht für alles. Ja, Gesundheitssystem kannst du in die Tonne treten dort. Haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz echt Glück gehabt zum Beispiel. Deswegen, also spiel mit den Karten, die du hast und geh dafür halt all in. Das heißt, du hast hier nichts wirklich was zu verlieren. Du wirst nicht obdachlos, du wirst nicht verhungern, du wirst nicht deine Freunde verlieren, deine Familie nicht verlieren. Was willst du verlieren, Digga? Jetzt mal retalk. Was willst du verlieren? Kannst du nichts in meinen Augen. Wenn du gesund bleibst, deine Liebsten um dich herum gesund bleiben, was hast du dann schon zu verlieren, Mann? Deine Zeit wird sowieso umgehen. Die ist limitiert. Von jedem von uns wird die Zeit umgehen. Wir werden alle sterben, das ist okay. So, ist nicht schlimm. Das ist einfach Fakt. So. Deswegen, die Konkurrenz ist zwar mehr geworden, auch im Dropshipping, E-Commerce, Online-Business allgemein, so, aber viele gehen einfach nicht all in, gerade wegen der heutigen Zeit. Und das wirst du auch im Laufe des Videos verstehen, warum das so ist, warum so viele distracted sind und vielleicht du auch. Denn nur die Harten bleiben im Garten, genauso wie du es hier siehst. Weil auch zu der Zeit gab es schon leckere Burger,
hübsche Frauen, wo man sich ablenken lassen könnte. Vielleicht hat der Typ, der hier am Boden liegt, einfach jedes Wochenende, hat er nicht, aber stell dir vor, er hat jedes Wochenende gefeiert mit irgendwelchen hübschen Frauen in irgendwelchen hübschen Lokalen, ja? Immer seine Zigarren geraucht, hat immer Burger gegessen, sagt, das Leben ist so wundervoll, man hat so viele Früchte, die man kosten kann. Ja, aber dann hat er nicht die Frucht des Sieges eingeheimst, wie Muhammad Ali das hier zum Beispiel gemacht hat. Er hat ein großes Ziel, ein großes Why und hat es genutzt. So, nur die Haare bleiben im Garten. Und gerade heutzutage gibt es so viel geilen Scheiß, den du machen kannst, auch vor allem, wenn du anfängst, mehr Geld zu verdienen. Und dann ist es umso leichter, halt dich ablenken zu lassen von irgendeiner Scheiße, die dich nicht voranbringt. Sondern das heißt auch nicht, dass du stumpf einfach immer nur Geld machen sollst. Das heißt einfach nur mal mit den Zielen vorankommen. Du kannst ja auch mehr Mitarbeiter aufbauen. Du kannst, wie gesagt, deine Eltern in die Rente schicken, ein Haus bauen, eine Villa bauen, mehrere Standorte auf der Welt haben, in Spanien, Türkei, Deutschland, whatever, wo du leben kannst. So, du kannst Schulen aufbauen, alles Mögliche. Das, worauf du Bock hast, ist dein Leben. So, deswegen, gib mal alles, was du kannst, mit dem, was du hast. Wenn du zwei Kinder hast und nur 20 Stunden die Woche, dann nutz halt die 20 Stunden so effektiv wie möglich und gib nicht nach 4 Monaten auf und schieb die Schuld auf deine Kinder, weil dann bist du in meinen Augen einfach nur ein Opfer, welches die Verantwortung und Macht abgibt. Es ist deine Macht der Entscheidung. Ganz einfach im Sinne, es ist deine Macht deiner Entscheidung. Es heißt nicht, dass es einfach ist mit Kindern. Ich habe keine Kinder, deswegen. Aber die meisten meiner Zuschauer und Zuhörer haben fast keine Verantwortung. Und fast keine heißt, du hast noch nicht mal eine Freundin, einen Freund, du bist Single, lebst bei deinen Eltern oder du lebst alleine, zahlst deine Miete, kannst aber rein theoretisch trotzdem 300, 500 oder bis 1000 Euro zurücklegen. Als ich ganz normal angestellt war, habe ich 200, 220 Stunden gearbeitet, jeden Monat konstant über Jahre hinweg. Ich konnte 1000 Euro im Monat konstant weglegen und habe trotzdem gelebt. Ich habe trotzdem gelebt. Es ging alles, wenn du willst. Weil entweder findest du Wege oder findest Ausreden. Also ganz einfach. Spiel mit den Karten, mit denen du spielen kannst und mach das Beste daraus. Deswegen, die All-In-Mentalität, die wird sich immer, immer auszahlen. Auch wenn das Monetäre noch nicht sofort folgt. Sehr wichtig. Auch wenn das Monetäre noch nicht sofort folgt. In jedem Satz, den ich hier sage, steckt so viel dahinter. Wenn du dich mit erfolgreichen Leuten beschäftigst, mehr konsumierst, von wo du wirklich weißt, die sind erfolgreich oder die haben auch sehr viele zusätzlich erfolgreich gemacht, wie es bei uns der Fall ist, ja, dann wirst du das merken, dass die Leute sagen, ey, fokussiere dich lieber mehr auf den Skill, fokussiere dich lieber mehr auf die Aufgaben, anstatt immer an das Materielle, das Monetäre. Ich will nicht zu spirituell werden, weil ich bin kein Buddhist oder sonst was, aber ich sage dir, wenn du dem Materiellen immer hinterherjagst, dann wirst du ein Spiel spielen, was du kurzfristig und langfristig verlieren wirst. Verspreche ich dir. Und in diese Falle fällt wahrscheinlich jeder einmal, wenn er anfängt, mehr Geld zu verdienen. Das ist okay, es ist nicht schlimm, er macht seine Erfahrung, aber verliere dich nicht darin, ja? Das heißt, das Monetäre wird folgen durch deine Skills. Ja? Wenn Muhammad Ali hier immer nur Fokus hätte auf, ich will richtig viel Geld verdienen, es geht ihm nur um Geld. Noch nicht mal ein Grund wirklich, warum er viel Geld verdienen will. Wenn er wenigstens den Grund hätte, ich will, keine Ahnung, meiner Familie geht es nicht gut und dann viel Geld, dann hast du wenigstens nochmal einen größeren Grund und wenn dich das wirklich antreibt. So, aber selbst darüber hinaus wird es schwer, wenn es immer nur Geld bleibt. Selbst dann wird es schwer. So, und wenn du jetzt ganz doof gesagt nur das Goal hast als Muhammad Ali, wenn du dich jetzt in ihn hineinfühlst und sagst, ey, ich habe das Ziel, richtig fett Cash zu machen, Highlife zu leben und so weiter, dann wirst du langfristig scheitern. Alleine schon, weil es gar nicht zusammengehen kann. Ein Boxtraining ist Hardcore und dann ein Highlife zu leben, das behindert dein Hardcore-Training. So, also du kannst nicht Zigarre rauchen, ja, mega viel Alkohol trinken und keine Ahnung, immer nur chillen in der Sonne und alles Mögliche, alles, was das Highlife beinhaltet, so fällt mir auch spontan jetzt auch nicht gerade tausend Sachen ein, geile Karren fahren und so weiter und dann halt hier im Boxring richtig abrasieren. Das funktioniert nicht. So. Und deswegen funktioniert es halt auch nicht, dann der Champion zu werden, sozusagen. Oder wenn du nicht mal der Champion werden willst, das muss ja auch nicht sein, aber dass du richtig gut darin wirst. Denkst du, das wird es mit so einer Larifari-Einstellung? Nein. Und das heißt auch nicht, dass du alles hinschmeißen musst. Das habe ich hier gesagt, ja? Also säg den Ast nicht ab, auf den du bist, ja? Aber verstehe einfach, dass du ein Auffangsystem hast und dass du sehr viel mehr Zeit investieren kannst. Sag nicht, oh, ja, ich bin eigentlich Single, ja, ich habe eigentlich Zeit, aber ich muss mir ja auch gönnen mit Netflix und TikTok und mit allem, weil man braucht ja eine Work-Life-Balance und so. Ich arbeite ja schon 40, 50 Stunden die Woche. Ich mache lieber erstmal nur 10 Stunden für mein Business. Ja, Digga, wie soll da auch was wachsen, Mann? Wie soll daraus ein richtig geiles Unternehmen werden? Jetzt mal Retalk.
Deswegen, sei dir dessen einfach bewusst und diese All-in-Mentalität wird sich immer wieder auszahlen, ne? Weil du kannst aus allen Action-Steps, die du gemacht hast, was lernen, wenn du dich das kritisch hinterfragst. Deine langfristigen Chancen zum Erfolg sind viel, viel höher mit dieser Mentalität. Viel, viel höher. Denn nichts ist umsonst, was du tust. Nichts. Das heißt, alles, was du hier tust, aus diesen wenn du sagst, du hast die All-In-Mentalität und du machst die ganzen Action-Steps viel, viel besser, du wirst in den Creatives besser, in den Copies besser, Werbetexten, in der Produktsuche, in allem Möglichen, du hinterfragst ein bisschen mehr, bist aber trotzdem noch gut in der Umsetzung, bist gut im Reflektieren, im Theoretischen, was wichtig ist, aber ist nicht das einzig Wichtige. Auch gut in der Umsetzung. Du bist nicht nur gut in der Umsetzung, weil das reicht auch nicht aus, du brauchst auch eine gute Strategie, also auch wieder gut im Reflektieren sein oder in Anleitungen bekommen. Das heißt, alles, was du davon tust, ist nicht umsonst. Und wenn du das so framest, dann wird es halt auch umsonst sein. Weil du hast deine Stimme im Kopf und du wirst dir immer recht geben. Ja, das ist wie bei so einem Streit mit irgendjemandem. Er hat recht, er hat recht. Die gehen auseinander, haben sich gestritten, toll, beide haben recht und nicht mal die gleiche Meinung. Dann hat ja nichts gebracht dann. Wirklich. Deswegen, was aber nicht umsonst ist, wie gesagt, wenn du diese ganzen Action Steps umsetzt, weil du wirst immer irgendwas daraus lernen können. Du bist unprofitabel in einem Shop gewesen, okay, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich besser Marketing werden? Du hast Feedback vom Markt bekommen. Auch mega entscheidend. Nur diese paar Worte direkt. Das kann deine ganze Sichtweise auf E-Commerce, Dropshipping und Marketing ändern. Warum? Weil du durch deinen Ad-Spend, durch deine Art und Weise, wie du gelauncht hast, Feedback vom Markt bekommen hast. Super, super, super entscheidend. Deswegen, durch diese Mentalität kannst du stolz zurückblicken und sagen, ich habe alles gegeben, statt dich abends schuldig zu fühlen. Ne? Also wenn du jetzt, sage ich mal, ja, eigentlich das Ziel hast, wirklich geil Vollzeit davon zu leben und du hast immer nur 5 Stunden die Woche investiert, dann kannst du auch nicht stolz darauf sein. Dann wirst du dich schuldig fühlen und wirst schlafen gehen und sagen, Alter, eigentlich bin ich ein Versager, weil ich nehme mir Sachen vor und setze sie nicht um. Es ist aber auch mal okay, ein Versager zu sein. So, das hat jeder mal. Muss aber nur lernen, damit umzugehen und wie du das auch richtig framest. Kommt aber alles noch hier im Laufe des Videos. Denn mit der Zeit funktionieren Dinge besser. Und deine Selbstsicherheit steigt. Das heißt, du kannst dich aufmachen zu neuen Herausforderungen. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Also heißt, wenn du schon ein gutes Selbstbewusstsein hast, wirst du immer besser, immer stärker in jeder einzelnen Herausforderung. Ja, und wirst einfach die neuen Dinge besser angehen können. Distraction, Fokus und Sacrifice. Also heißt, Distraction heißt Ablenkung, Fokus selbsterklärend und Aufopferung quasi. Aber das hört sich hier halt auf Englisch teilweise cooler an, deswegen so. Im Leben wirst du immer Schmerz haben. Die Frage ist, für welchen Schmerz entscheidest du dich? Willst du der Burgerbrater sein, den es abfuckt, dass ihm Fett den ganzen Tag ins Gesicht spritzt? Ein Chef, den man nicht respektiert und noch mit 20 Tagen Urlaub im Jahr und das nur mit ein bis zweimal an schönen Orten sein? Ja, also willst du so ein Leben? Das heißt, du wirst immer irgendeinen Schmerz haben, das fuckt dich ab zum Beispiel. Oder willst du der Unternehmer, der Selbstständige sein, der die geografische Freiheit hat, seinen Respekt gegenüber sich selbst und seinem gesamten Umfeld aufgebaut hat? Natürlich ist jetzt hier die schöne Variante und hier die Negativvariante, damit du es einfach einfacher hast, Aufopferungen auch ja, zu geben sozusagen. Weil du musst ja erstmal an was Schönes, weil du wirst ja nicht Unternehmer und Selbstständiger sozusagen für die ganzen Schattenseiten. Ja? Es gibt da auch Schattenseiten. Ne? So, aber die lernst du dann alle kennen. Und es kann sein, dass die Schattenseiten, die mich stören, dich vielleicht gar nicht stören. Ja, deswegen einfach mal machen. Und egal für welchen Weg du dich entscheidest, schmerzhaft sind beide. Jeder Weg auf seine eigene Art und Weise. Denn dein Gehirn, das ist sehr, sehr wichtig, das kommt noch aus den Tausenden, Hunderttausenden von Jahren von unserem Gehirn, das ist von den ganzen Forschungen und wissenschaftlich bewiesenermaßen und so weiter und so fort. Vertrau mir da einfach, weil ich habe mich damit sehr viel beschäftigt. Dein Gehirn will Energie sparen. Jede Entscheidung, jedes Konzentrieren kostet Energie. All das, was ich gerade hier aufnehme, nonstop, die Zeit, die ganze Zeit immer wieder hier, das kostet Energie, auch wenn ich mich gut darauf vorbereitet habe. Ja, das heißt, meine Expression, wie ich nachdenke, was sage ich jetzt, was sage ich nicht, was ist relevant. So. Und es sollte weise investiert werden. Es sollte sich lohnen. Ja, wir streben immer danach, dass sich irgendwas lohnt, dass es nicht bedeutungslos ist. Ja? Deswegen will dein Gehirn immer Energie sparen. Das ist jetzt eine wichtige Info, dass du dir im Kopf behältst erstmal. Und gleichzeitig wollen wir Menschen seit Hunderttausenden von Jahren aber auch alle Bedürfnisse befriedigen, wie zum Beispiel Gesundheit, weil Gesundheit ist immer an allererster Stelle. Wenn du krank bist, dann ist dir alles scheißegal, du willst einfach erstmal gesund sein. Dann Wasser, Nahrung, Unterkunft, Schlaf, Sicherheit. Sicherheit im Sinne von, dass keine Raubtiere dich attackieren und so weiter, weil heutzutage
musst du halt nicht mehr von einem Tiger weglaufen oder ein Gorilla oder irgendein Bison hier. Aber das hatten wir halt eine sehr lange Zeit so. Und ob sich das Gehirn davon erholt hat, ich weiß es nicht. Viele sagen nein, viele sagen ja, gibt viele Meinungen, aber ist erstmal scheißegal. Das sind die Grundbedürfnisse. Soziale Bindungen, Liebe und Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung. Ne? Das kann dann sein Beziehungspartner, Zugehörigkeit auch durch Freundschaften und Co. Oder auch, weil du die ganze Zeit irgendeinen Influencer folgst und du willst zu dieser coolen Gruppe zugehören, aber eigentlich bist du nur die ganze Zeit ein stiller Zuhörer, Zuschauer und die andere Partie kennt dich gar nicht. Also das ist auch ein neues Phänomen, was gerade geforscht wird, diese einseitige Zugehörigkeit. Ja? Und halt der Selbstverwirklichungsdrang, das ist der letzte Part. Viel wichtiger ist halt Gesundheit, Wasser, Nahrung und Co. Das meiste haben wir davon in der westlichen Welt, wie schon angesprochen, sowieso schon automatisch. Ja? Also du hast so Startbedingungen direkt, boom, ja? Sicherheit, all das hast du, all den Rest hier wie soziale Bindungen, Liebe und Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung, darfst du dir erarbeiten. Du darfst. Wohlgemerkt, sei froh. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, wenn wir das mal waren, sozusagen, und so sieht es heute aus, dass wir uns schnell ablenken lassen, weil was passiert hier mit Social Media? Es ist heute so einfach und so schwer wie noch nie. Warum? Weil wir in einer Welt voller Ablenkungen leben. Das heißt, alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit. WhatsApp, TikTok, Netflix, YouTube, überall kriegst du irgendwelche Benachrichtigungen, bing, bing, bing. Bei mir ist alles auf stumm. Ich habe, wenn ich arbeite, die ganze Zeit das alles auf Offline-Modus und arbeite mit meinen Teilnehmern an ihren Erfolgen. Ansonsten gucke ich, was macht der, was könnte ich auch machen, bla, bla, bla. All diesen Bullshit brauchst du doch eigentlich gar nicht. So, das heißt, durch Social Media ist heutzutage, und wohlgemerkt Social Media richtig präsent erst seit 2010, also 14 Jahre, noch keine 100 oder 1000 Jahre, wie unser Gehirn vorher funktioniert hat. Das heißt, die Macher von Social Media, ja, die Entwickler und alle, die haben ganze Teams, die verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, weil da Psychologen mit dabei sind, weil da Wissenschaftler dabei sind, die wissen, wie unser Gehirn funktioniert und wann wir was brauchen, wann wir was wollen. Welche Bedürfnisse wir mit Social Media auch decken zum Beispiel, sei es dann der Selbstverwirklichungstrieb, weil du dann siehst auf einmal, okay, der hat das geschafft, erfolgreich zu werden innerhalb von einer Minute des TikToks, das nimmt dein Gehirn wahr, ja, und das ist aber ein Prozess von 10 Jahren gewesen oder 30 Jahren in einer fucking Minute. Du guckst einen Film an, 2 Stunden, schon mal besser als eine Minute, ja, aber da siehst du Auf und Abs innerhalb von einer Stunde oder 2 Stunden, von einem Leben, was eigentlich sonst jemand in 10, 20 Jahren vielleicht nicht mal lebt. Das nimmt dein Gehirn wahr. Und das ist crazy. Deswegen, die Aufmerksamkeitsspanne, und das ist das entscheidende Wort für dieses Topic, ist durch Social Media von allen Menschen rapide heruntergegangen. Jeder will alles sofort haben. Aber so funktioniert das Business und die anderen schönen Ziele im Leben nicht. Schade, ne? Aber sonst könnte man es auch gar nicht genießen. Das Ding ist einfach nur, du siehst auf TikToks, wie jemand sich einen Traumkörper aufbaut, ein Traumbusiness, was auch immer. Alles, was dich begeistert an Zielen, ist ja egal was. Und du siehst, wie jemand sich das in einer Minute quasi aufbaut. Du brauchst aber eigentlich viel, viel, viel länger. Jetzt vergleichst du dich und so weiter. Warum bist du ein Versager? Was hat der anders gemacht? Und so weiter und so fort. Ja? Deswegen gibt es hier immer Real Talk und du kriegst ja alles mit, wie lange es wirklich realistisch braucht. Ja? Aber es ist halt einfach nicht so schmackhaft. Für dein Brain. Es ist halt anstrengend, so, für dein Brain. Aber es wird sich fucking nochmal lohnen, weil alles andere ist viel schmerzhafter auf die nächsten 10, 20 Jahre gesehen, verspreche ich dir. Deswegen lerne Nein zu sagen. Du musst nicht überall dabei sein. Du verpasst nichts. Du wirst nichts verpassen. Wer, was, wie, wann, wo macht, wenn du das hier bist, sozusagen. Das ist auch eine Doku, die ich sehr stark empfehlen kann, aber es kommt gleich als Action-Step. Lerne Nein zu sagen. Du musst nicht überall dabei sein. Du wirst nichts verpassen. Ich habe seit 2014, also über 10 Jahre, habe ich kein Fernsehen mehr, nutze ich kein Fernsehen mehr, weil ich merke, was für ein Bullshit das die ganze Zeit ist. Ich kann daran nichts ändern, aber komme ich auch später nochmal zu intensiver bisschen. Und das heißt, genauso mit Social Media, also ich bin zwar viel als Produzent unterwegs, aber als Konsument kaum. Bei mir sind alle auf stumm geschaltet, alle. Nicht mal meine Freundin sehe ich, was sie in ihren Storys macht, nicht mal das. Ja, das heißt, alle sind bei mir auf stumm geschaltet. Und ich habe das so designt, dass ich keine Beiträge sehe, dass ich nicht auf die Explore-Page gehe. Ich produziere nur auf Instagram zum Beispiel. TikTok reizt mich eh nicht. Es ist super selten, vielleicht eine Stunde pro Woche, wenn überhaupt. Manchmal habe ich Monate, wo ich es gar nicht konsumiere. So. Also heißt, du wirst nichts verpassen. Ich habe alles trotzdem mitbekommen. Pandemie habe ich mitbekommen.
Der und der bekriegt sich, habe ich mitbekommen. Hat mir das irgendwas gebracht? Nein, nicht wirklich. Ich muss dann nur wissen, wann ich wo irgendwelche Masken hängen muss. Okay, dann hole ich mir eine Befreiung und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu viel abschweifen, aber du weißt, was ich meine. Also, fokussiere alles, was du kontrollieren kannst, das, was du jetzt hast, und nicht das fokussieren, was du alles noch nicht hast. Komme raus aus dem Vergleichsgame. Wenn du immer wieder fokussierst, ich habe noch nicht den Traumkörper, ich habe noch nicht das Traumbusiness, was wirst du dann bekommen? Ja, noch mehr Versagereinstellungen, was du alles noch nicht hast. Fokussiere doch einfach, was du jetzt in deinen Karten hast, dein Herz der Karten, mit dem du spielst, und lerne damit umzugehen. Ja? Lerne mit deinen Karten umzugehen, weil jeder kriegt andere Karten auf seine Hand. Bewusstsein, Bildschirmzeit. Wofür hast du es eingesetzt? Wofür hast du deine Bildschirmzeit eingesetzt? Hast du deine Bildschirmzeit 15 Stunden die Woche eingesetzt, nur um irgendwelche Cravings, wie ich das hier dir erklärt habe, Selbstverwirklichung, Zugehörigkeit, soziale Bindungen, Social Media, ja, Freunde. Was machen meine Freunde? Ich will das alles sehen. Digga, dann frag die doch oder mach was mit denen draußen in der echten Welt, ja. Es wird noch schlimmer werden. Es wird mit VR und so weiter wird's noch viel, viel, viel intensiver werden. Es wird irgendwann so sein, dass du in eine Welt eintauchst und dann alles, dass du hier auf einmal in so eine Welt eintauchen kannst. Aber dann wirst du die echte Welt komplett vergessen, weil das ist schon eine abgeschwächte Form davon. Und du siehst, dass es funktioniert in der Masse. Stell dir die Frage, wie viel Bildschirmzeit hast du die Woche investiert? Wofür war diese Bildschirmzeit? Hast du die ganze Zeit nur konsumiert, was dich gar nicht weitergebracht hast? Oder warst du auf TikTok 5 Stunden die Woche, weil du Produkte gesucht hast? Als Produzent, aus der Produzentensicht, ist ein ganz anderes Game. Du hast Produkte gesucht, du hast sogar 2 Produkte gelauncht davon. Eins kam sogar relativ gut an. Dann hast du TikTok geil genutzt. Ich sage nicht, dass TikTok scheiße ist. Es ist genau wie mit dem Feuer und mit dem Messer. Oder Geld. Ist Geld scheiße? Ist Geld böse? Nein. Aber in den falschen Händen ja. In den guten Händen? Nein. Dann ist es gut. Ein Messer in den falschen Händen? Ja, ist scheiße. In guten Händen kriegst du ein Sternemenü. So. 3 Michelin-Sterne-Menü. Whatever so. Mit Feuer kannst du ein Essen machen. Okay. Heutzutage braucht man kein Feuer mehr, die ganzen Induktionsherde. So, aber du kannst halt draußen halt deine Kippe anzünden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber du kannst halt auch Menschen verbrennen. So, ja, ich will nicht zu viel auf diese komischen Themen eingehen. So, also, wofür hast du deine Bildschirmzeit eingesetzt? Ja, super wichtig. Deswegen, Social Media ist erst richtig gekommen, und das musst du dir bewusst sein, seit 2010. Das sind gerade mal 14 Jahre. Das heißt, keine 100 und keine 1000 Jahre. Dass man irgendwelche Langzeitstudien hat, wie sich das Gehirn darauf entwickelt hat. Du siehst bei der Doku, die ich dir auch gleich mitgebe als Action Step, da siehst du, wie krass die Depressionsrate und Selbstmordrate hochgegangen ist bei Jugendlichen, Teenagern und auch Erwachsenen seit Social Media. Das ist komplett crazy. Und es ist eigentlich naheliegend, warum das ist. Weil ja, man einfach nicht mehr das hier hat, sondern mehr das hier sozusagen. Das heißt nicht, dass du jetzt so leben musst, um glücklich zu sein. Ne? Die moderne Welt ist jetzt ein bisschen anders, du musst dich ein bisschen anpassen. So. Du kannst jetzt nicht mehr so leben. Vor allem ist unwahrscheinlich, dass du jetzt nicht, wenn du jetzt wirklich hier irgendwo lebst und ein wildes Bison greift dich an, schwierig, schwierig. Spreche ich nicht aus Erfahrung, Gott sei Dank, aber ist einfach schwierig, realistisch betrachtet. Deswegen, es ist aber, weil es Social Media noch nicht so lange gibt, ist es das Zeitalter der Pioniere. Hört sich jetzt überspitzt an, aber es hat noch keiner wirklich was rausgefunden. Also es gibt ein paar Studien, ein bisschen was, aber es gibt es noch nicht seit 1000 Jahren, seit 100.000 Jahren. Wir haben so eine schnelle Entwicklung. Es dauert nicht mehr lange, wie gesagt, dann kommt diese ganze VR-Kacke, die ist schon da. Es dauert nicht mehr lange, dass du richtig abdriften kannst, dass du nur noch in dieser Welt leben willst, dass du da alles machen kannst, jeden treffen kannst, alles sein kannst, was du willst und so weiter. Entweder du kontrollierst oder du wirst kontrolliert. Das ist das Gleiche mit hier. Entweder du kontrollierst als Produzent oder du wirst kontrolliert. Ganz einfach. Und es ist sehr, sehr einfach, dass du da kontrolliert werden kannst, weil es sind ganze Teams dafür, die darauf designt sind, deine Bedürfnisse abzudecken, dein Dopamin auszulösen, immer wieder. Ja? Und keiner ist perfekt. Du musst nicht von heute auf morgen jetzt alles deinstallieren und das dein Leben lang nichts mehr machen. Das sage ich auch nicht. Finde halt einfach deinen Weg sozusagen. Aber wichtig ist zu betrachten, dass du jeden Tag mit neuer Energie startest. Im besten Fall mit 100%. Wenn du nicht am Vortag irgendeine Scheiße gemacht hast, Alkohol oder sonst was, oder dich schlecht ernährst die ganze Zeit. Und jeden Tag startest du mit neuer, hundertprozentiger Entscheidungskraft. Diese ist aber begrenzt. Ganz wichtig. Deine Entscheidungskraft ist begrenzt. Abends wirst du weniger Energy haben
wo du keine großen guten Entscheidungen mehr treffen kannst spontan, wie wenn du dich gut darauf vorbereitest, morgens und mittags zum Beispiel, ne? Weil jede kleine und große Entscheidung lässt dich über den Tag hinweg Energie aufbrauchen. Und das kann auch eine Entscheidung sein, was sage ich jetzt als nächstes? Also heißt das ganze Sprechen, die ganze Mimik, die ich mache und so weiter und so fort. Du machst ja auch viel unterbewusst, klar. Aber es verbraucht alles Energie. Das heißt, es können banale Dinge sein, wo du immer wieder neu überlegen musst, so, was genau esse ich jetzt? Wo genau esse ich? Mit wem esse ich jetzt? Zu welcher Uhrzeit esse ich? Wenn du jedes Mal darüber neu nachdenkst, erfordert das Energie. Vielleicht nicht viel, vielleicht ein bisschen mehr, wenn du nicht auf eine Antwort kommst, je nachdem, was für ein Typ du bist, so. Aber investiere dein Brain Juice und dein Hirnschmalz lieber in Dinge, die dich wirklich voranbringen. Deine mentale Kapazität ist täglich begrenzt. Durch die Reizüberflutung machst du es nur noch schlimmer. Das heißt, du kriegst diese ganzen Reize und dadurch kriegst du auch wieder neue Fragen in deinem Kopf, die beantwortet werden müssen, sozusagen. Und dadurch machst du es dir noch schwerer, eine gute Entscheidungskraft, zu haben für all deine Ziele. Deswegen betrachte jede Entscheidung, die du machen musst, als müsstest du Geld dafür zahlen. Nochmal, betrachte jede Entscheidung so, als wenn du die machen musst, als müsstest du Geld dafür zahlen. Soll ich jetzt wirklich 2 Stunden TikTok konsumieren und mit 1000 Bullshit-Mindsets verschiedenen Leute von verschiedenen erfolglosen Leuten reinlabern lassen, wenn es jetzt nur um Erfolg im E-Commerce geht, ja? Weil das ist das Main-Thema von diesem Erfolg im E-Commerce, Dropshipping und im Leben allgemein. Soll ich mir wirklich da reinreden lassen von all diesen Leuten, ja? Soll ich das wirklich? Macht das Sinn? Deswegen betrachte jede Entscheidung, die du machen musst, als müsstest du Geld dafür bezahlen. Ja, wie eine Maschine, in die du Geld reinschmeißt, um erst dann den Denkapparat anschmeißen zu können. Der Haken bei der Sache ist, dein Geld ist erstmal limitiert. Ja, bei diesem Gedankenspiel, den ich dir jetzt gerade hier mitgegeben habe. Das heißt, im besten Fall machst du eine große Entscheidung für zukünftige Entscheidungen. Zum Beispiel gleiches Paar Socken, dass die immer die gleichen sind, ne? Gleiche Shirts. Beim Essen hast du Prozesse, entweder Meal Prepped, und dann die großen Fragen ist, was isst du, wann isst du und wo isst du? Und wenn sich das quasi mit einer großen Entscheidung, weil du Prozesse daraus machst, gelegt hat, dann hast du mehr freie mentale Kapazität. Das ist wie ein Kuchendiagramm und du hast nur eine gewisse Anzahl an mentalen Kapazität und du entscheidest dich jeden Tag, oh, ich nehme 20% für das Thema Essen. Das brauchst du nicht mehr, weil wir leben nicht mehr in dieser Zeit, wo du 70% deiner mentalen Kapazität für Essen aufbringen musst. So, wir leben in einer ganz, ganz anderen Zeit und dafür musst du dich halt auch einfach anpassen, denn du bist der Pionier in diesem Zeitalter. Beziehungsweise ich bin es jetzt gerade und ich gebe es dir eigentlich alles gerade mit, wie auf dem Servierteller vorgelegt sozusagen. Action Step. Schaue die Dokumentation Das Dilemma mit den sozialen Medien und notiere alle Learnings, die dir auffallen. Betrachte es aus der Konsumenten- und aus der Produzentensicht. Wie funktioniert der Algorithmus? Wie belohnt der Algorithmus Werbetreibende und Content Creator? Also heißt, diese Dokumentation habe ich schon wahrscheinlich über 4, 5 Mal gesehen. Das gebe ich auch jedem unserer Teilnehmer immer wieder als Aufgabe mit. Und ich kann dir sagen, das ist eine richtig krasse Doku, weil es halt die Neuzeit widerspiegelt. Es ist eine Pflicht in meinen Augen für jeden Einzelnen da draußen, der Social Media kennt oder nutzt oder jemanden kennt, der es nutzt, weil es ist nicht einfach nur ein bisschen Content, den man sich reinzieht. Es beeinflusst dein ganzes Leben. 100%. Und selbst wenn du es dir nur anschaust aus der Produzentensicht, warum der Algorithmus so funktioniert, wie er funktioniert, dann wirst du verstehen, welche Content Creator und auch welche Creatives werden bevorzugt vom Algorithmus. Und deswegen haben wir auch sehr gute, erfolgreiche Teilnehmer, weil die das verstehen, die erfolgreichen Teilnehmer. Deswegen schreib dir alle Learnings dazu auf und dann als nächsten Task werte deine Bildschirmzeit täglich oder wöchentlich aus und schmeiß alles raus, was dich von deinen Zielen abhält, welche Opfer du nehmen willst. Ja? Also, sorry, also wähle, welche Opfer du nehmen willst. Du entscheidest, welche Opfer du nehmen willst. Ja? Das heißt, werte das genau aus, bringt dich das voran oder bringt dich das nicht voran? Und das halt wöchentlich oder täglich und schmeiß alles raus, was dich von den Zielen abhält. Super easy. Während der Arbeitszeit hast du dein Handy im Flugmodus. Die Benachrichtigungen sind aus und im anderen Raum. Dein Handy ist im anderen Raum. Ab 20 oder 21 Uhr kannst du das Ganze wieder einschalten. Ja? Also du kannst dich wieder mit den Leuten connecten und alles, aber erstmal aus. Ja? Du musst deinen Fokusmuskel erstmal wieder trainieren. Und wenn du im Gym bist, machst du nichts anderes. Wenn du spazierst, machst du nichts anderes. 100% Konzentration darauf.
Kommen wir zum nächsten Punkt, das Shiny Object Syndrom. Und hier siehst du das schon gut im Bild einfach. Alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit, überall. Ja? Alles funkelt, jede Möglichkeit muss wahrgenommen werden. Zu allem wird Ja gesagt und vor allem jetzt sofort. Das ist das Shiny Object Syndrom. Das heißt, Social Media, egal ob TikTok, Facebook, YouTube, alles. Alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Und dann gibt es halt noch das echte Leben, was auch nach deiner Aufmerksamkeit schreit, weil irgendwann hast du Hunger, irgendwann hast du Bedürfnisse und so weiter. Und genau wie damals das mit dem Fernsehen war, was nach deiner Aufmerksamkeit geschrien haben, die brauchen Einschaltquoten, weil du musst es als Unternehmen betrachten, ja? Das heißt, es ist nicht deren Hauptziel, dein Leben angenehmer und besser zu machen, primär, sondern es ist deren Hauptziel, Einschaltquoten zu haben, Klickraten zu haben, dass du dranbleibst und Co. Mein Hauptziel, damit du es direkt weißt, weil das solltest du auch hinterfragen, ist, noch mehr Teilnehmer zu Erfolgsgeschichten zu bringen. So noch mehr Erfolgsgeschichten zu produzieren, einfach zu Erfolgen zu bringen. Warum? Weil ich dadurch mehr Kunden mache, mehr Umsatz mache. Meine Kunden sind zufrieden, die sprechen das weiter rum. Ich kann damit werben. Obvious. Damit gehe ich offen nach draußen. In meiner Außenwahrnehmung. So. Und ja, wenn wir zurück hier auf das Shiny Object Syndrom gehen, das alles, was nach deiner Aufmerksamkeit schreit, ist erstmal unwichtig, wenn es nicht deinem Ziel, was du hast, ja, unterstützt sozusagen. Ja? Das heißt, die wirklich wichtigen Sachen, die kriegst du auch im echten Leben mit. Du wirst nichts verpassen, wie gesagt. Glaub mir, weil ich konsumiere seit über 12 Jahren kein Fernsehen mehr. 12 Jahre waren das, nicht 10 Jahre. Seit 2012, also 12 Jahre, genau. Und seit einigen Jahren schon gar nicht mehr Social Media am Konsumieren. Also sehr, sehr wenig. Ne? Ich bin als Produzent unterwegs, aber eher als bewusster Konsument, der eine Kontrolle hat, ne? Und als bewusster Produzent. Das heißt, alles beeinflusst dich. Jede Aussage lässt eine Frage im Kopf offen, die das Gehirn beantworten will. Und das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Weil wenn du weißt, dass alles, was du an Input bekommst, auch ein Output werden soll für dein Gehirn, dass es muss beantwortet werden, dann wird das echt chaotisch, so wie du das hier siehst, sozusagen. Dann bist du dieser Fuchs hier, der 1000 Sachen hat und jedes Mal muss er sich irgendwas mit seiner Entscheidungsfindung sozusagen finden und das ist dann schwer. Aber jetzt mal Real Talk unter uns. Was bringt dir die Frage, in welchem Land gerade Erdbeben sind oder wer erschossen wurde? Was kannst du jetzt daran ändern für dein Leben und das Leben deiner Liebsten? Ja, das ist Kacke alles, was ich gerade erwähnt habe mit den Erschossenen und Erdbeben, das ist Kacke, keine Frage. Aber was willst du speziell dagegen tun? Jetzt kannst du erstmal jetzt gerade nichts tun. Die Pandemie ist das beste Beispiel. Fast alle hatten Angst zu der Zeit. Die sind nicht mehr gereist und sonst was. Der Flughafen war komplett leer. Weiß ich deshalb, weil ich bin 2020 und 2021 so viel gereist wie noch nie in meinem Leben. Ich war teilweise 4, 5 Monate nur in Deutschland und war in so vielen verschiedenen Ländern. Es war der geilste Flughafen ever, weil ich mich nicht von meiner Angst lähmen lasse wie andere. Ich habe auch manchmal Angst, aber ich weiß halt, was real ist und was nicht real ist, so, ne? Deswegen. Und das war die geilste Zeit meines Lebens, so. Was hat sich 2022 geändert, wo alle wieder gereist sind? Die Angst wurde weniger. Es wurde weniger propagiert in den Medien überall. Man hat auf einmal gesehen, dass es doch möglich ist bei mehreren Leuten und so weiter. Und die Leute haben es auch nicht mehr ausgehalten, deswegen. Und richtig, die Aufmerksamkeit, wie ich gerade gesagt habe, der Fokus, die Massenhysterie ist ausgelöst worden durch die Medien, durch Social Media und durch, ja, irgendwelche anderen Leute, die das auch propagiert haben. Aber ganz einfach, aus den Augen, aus den Sinn. Oder noch besser, solange keine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, existiert es nicht. Für mich, ja, es hat existiert, ich musste eine Maske aufsetzen und so weiter und alles Mögliche. Aber für mich war das alles nicht, ich habe der ganzen Sache keine Bedeutung gegeben. Ich habe vollen Fokus auf mich, meine Liebsten, mein Business, meine Gesundheit gelegt. Selbst Kriege werden vergessen, ja? Also selbst diese Scheiße wird vergessen. Das hört sich jetzt hart an, spricht kaum einer aus, aber ich kann Real Talk das einfach sagen, weil es ist einfach so. Es wird von vielen vergessen, beziehungsweise es wird nicht mehr so viel Aufmerksamkeit dessen geschenkt. Man vergisst es nicht komplett, man weiß, es war mal da, aber es wird nicht mehr so viel Aufmerksamkeit darauf geschenkt. Das siehst du über die letzten Jahre. Das ist fast bei jedem so. Das ist krass. Und wenn du draußen spazieren gehst, und du auf deinem Handy eine Werbung ausgespielt bekommst von einem geilen Burger oder dann hast du ja direkt Bock auf Burger, weil du eine schwache Disziplin hast und zu wenig Entscheidungskraft vielleicht für den Tag, weil du dich schon verbraucht hast, ne? Und deswegen ist es sehr schwer, da Nein zu sagen.
Das gleiche mit Nacktheit, ja. Du wirst horny und auf einmal schaust du dir Erwachsenenvideos an, wenn du jetzt ein Mann bist zum Beispiel. Da ist es in der Regel öfter als bei den Frauen. Bei den Frauen ist es auch da, also ist es bei beiden Seiten toxisch. Ne? Auch wenn du eine Frau bist, diese ganzen Erwachsenenvideos, purer Schaden, verspreche ich dir. Kannst du dich auch mal darüber informieren. So, das heißt, du bist frustriert vom Leben und gehst auf TikTok. Also heißt, du nutzt es auch als Kompensation sozusagen, ja. Oder du gehst auf YouTube, um abzuschalten, zu lachen, mitzufühlen, weil dir irgendwas an Emotionen im echten Leben fehlt. Und du gehst halt nicht da rein, in diese Emotionen sozusagen. Ja? Ich will jetzt nicht zu tief in dieses Thema reingehen, aber lerne halt einfach, dass das Leben nicht immer permanent nur geil ist, so wie es auf TikTok und YouTube und so weiter ist. Ja? Es gibt Up and Downs, die gehören dazu. Flüchte einfach nicht immer in diese anderen Welten, weil sonst bist du diese Person hier, die halt immer nur flüchtet. Du reagierst einfach nur noch, statt zu agieren. Typische Sachen sind so, was man in der Masse sieht, neu ist gut, populär ist gut, das ist absoluter Bullshit. Das ist das, was Social Media und so weiter propagieren, weil nur durch neuen Content bleibt diese Plattform überhaupt am Leben. Wenn du immer, sagen wir mal, TikToks aus vor über 20 Jahren siehst und das nur und immer wieder auf Dauerschleife die gleichen, wie lange wirst du da noch bleiben? Populär war immer schon so eine Sache bei uns im Gehirn, bei der Menschheit, dass wir nach schauen, wo jemand zum Beispiel sehr populär ist, ein Mensch oder eine Sache, weil es uns einfach Trust gibt, weil viele Menschen der Sache dann folgen und dadurch denken wir, dass es dann gut ist. Aber populär heißt nicht immer sofort, dass es gut ist. Ja, das ist auch auf jeden Fall der Fakt. Deswegen siehst du auch viele Stars, die trotzdem drogenabhängig sind. Heißt es, dass sie ein perfektes Leben führen? Nein. Solltest du dich daran orientieren, was für Lebensweisheiten die geben? Wahrscheinlich nicht. Muss man gucken. Deswegen, es fühlt sich anfangs immer gut an, aber langfristig bringt der ganze Shit dich deinen Zielen einfach nicht näher. Im Geschäftsleben ist es so, dass viele da draußen propagieren, du brauchst Branding, du brauchst die perfekte Homepage, Vorsicht vor diesen Fallen, Steuerberater und Abmahnung. Digga, wach auf, no joke. Das sind Marketingmaßnahmen, um Angst zu nähren. Klicks, ganz einfach, Klicks. Was ist die Agenda dahinter? Frag dich das immer, ja? Das sind Klicks. Verstehe die Intention der Leute da draußen. Warum macht wer was? Kritischer hinterfragen. Weil wenn du drei Hasen hinterherjagst, wirst du keinen davon fangen. Du musst nicht gleich von Anfang an auf allen Plattformen Werbung schalten. Du musst nicht gleich von Anfang an perfekt beherrschen. Denn alles zu seiner Zeit. Das ist sehr wichtig, ja? Also das ist die Antwort darauf quasi. Denn Social Media und die gesamte Marketingindustrie hat verstanden, wie unser primitives Gehirn funktioniert und welche Knöpfe sie drücken müssen, um uns anzulocken und anbeißen zu lassen. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, das sind einfach nur alles Fakten für dein Business, die dich limitieren können. Ja? Also lass uns da nicht zu tief jetzt in die Verschwörungstheorien reingehen, sondern es ist einfach nur Fakt, bilde dich da weiter, hinterfrag mal ein bisschen kritischer, verfang dich aber auch nicht in diesen ganzen, oh, wir werden kontrolliert, Ding und so weiter. Ja? Also das bringt dich dann auch im Leben nicht weiter. Deswegen, die einzige Frage ist, bleibst du ein unbewusstes Opfer oder entscheidest du dich bewusst, Sachen kritischer zu hinterfragen? Keiner lebt perfekt. Gönn dir halt ab und zu einen Burger. Gönn dir halt ab und zu Games zocken oder sonstige Laster, die jeder hat. Das ist okay. Jeder hat seinen Laster. Ich habe meinen Laster. Andere Leute haben ihren Laster. Elon Musk hat seinen Laster. Egal wer. Jeder hat seinen Laster und das ist okay so. Aber lerne dein Ziel näher zu kommen, ohne ein Opfer vom System zu sein. Sei kein Konsumopfer, das noch nicht mal bewusst ist, was es da eigentlich tut. Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Action Step. Finde deine Laster heraus, die dich stark ablenken, wie zum Beispiel Instagram, TikTok, YouTube, Games zocken oder Erwachsenenfilme. Lerne zu verzichten. Lerne das. Das ist ein Muskel. Das lernst du nicht von heute auf morgen. Nicht für immer. Du sollst nicht für immer verzichten, ja, weil ich sehe das persönlich auch nicht so, dass man alles immer verzichten soll. Es gibt Menschen, die leben nach diesen Lebensweisen, ich lebe nicht danach. Das musst du für dich rausfinden. Aber lerne zu verzichten, aber das halt auch nicht für immer. Es muss nicht für immer sein. Aber solange du mehr Kontrolle darüber hast, statt dass es Kontrolle über dich hat, ja, also all diese Laster, die man so hat, das heißt nicht, dass es alles nur Scheiße ist, ja. Also es kann auch etwas Schönes dahinter sein. Aber lerne halt einfach nur das bewusst mehr zu konsumieren und Kontrolle darüber zu haben, weil sonst kommst du deinen Zielen einfach nicht näher. Nächster Task ist, suche dir eine Strategie, zum Beispiel Facebook oder Meta-Ads für Dropshipping und verfolge diese Strategie, bis du deinen Erfolg hast. Bis du die Plattform gemeistert hast, erst dann gehst du weiter zur nächsten. Und das sehe ich auch sehr oft da draußen, dass Leute, die wollen diese Strategie, TikTok-Organik, das. Alleine TikTok-Organik und Paid-Ads sind zwei komplett verschiedene Strategien.
langfristig gesehen. Wie du dein Creative Game machst, wie du genau Produkte testest, wie du das auswertest auch einfach, wie viel Geld du investieren solltest und so weiter und so fort. Na, deswegen stick an einer Strategie, weil sonst wirst du durch diese ganzen Ablenkungen, weil das ein Muskel ist, der auch trainiert wurde in eine Negativrichtung, wirst du halt immer denken, du brauchst alles gleichzeitig. Und du wirst dadurch, wenn du diese drei Hasen hinterherjagst oder 10, 20, wirst du keinen einzigen davon fangen. Ja? Deswegen, das ist super, super wichtig. So, nächster Punkt. Overconsuming und Content. Manchmal ist weniger mehr. Es gibt so ein paar deutsche Sprüche, die feiere ich sehr. Und manchmal ist weniger mehr, ist ein schöner Satz, weil das auch stimmt. Und gerade in diesem Content-Game, wo Leute im Business oder in ihrer Produktivität Probleme haben und dann extrem viel Content sich reinziehen. Meinetwegen nehmen wir das Problem mit Prokrastination, ja, dass du Sachen nicht angehst, obwohl du die angehen solltest. Jetzt guckst du dir 20, 30 Stunden Videos an, anstatt einfach mal gewisse Sachen umzusetzen, in der Praxis sie auszuwerten und gucken, wie du als Mensch darauf agierst. Und nicht jede Strategie wird perfekt für dich funktionieren. Aber all das, was ich dir hiermit gebe, sind erstmal Verständnisse und dann kannst du sie für dich anwenden und dann für dich anpassen. Deswegen, es gibt oft Fälle, da hat man alle Informationen, die man braucht. Wie man einen Shop aufbaut und so weiter und so fort. Man hat alles. Aber durch dieses übermäßige Content-Konsumieren, das 20. Video zur Produktivität lässt dich produktiv fühlen, du bist es aber nicht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Dein Gehirn denkt jetzt wieder, oh, ich bin produktiv, ich schaue ja ein Produktivitätsvideo. Cool. Jetzt auch, du schaust hier ein Video, das ist gut. Auf jeden Fall, du solltest deine Strategie anpassen. Safe. Versteh mich nicht falsch. Aber genau deshalb habe ich fast bei jedem Punkt, ich glaube bei 80-90%, einen Action-Step eingeplant. Warum? Damit du es in der Praxis umsetzt, daraus lernst und das für dein Leben adaptierst, für dein Business adaptierst. Ja? Super, super wichtig. Und das Ganze ist einfach nur eine higher intellectual form of entertainment. Das ist the same shit like Netflix. Also es ist der gleiche Scheiß wie Netflix. Wenn du die ganze Zeit dir nur Produktivitätsvideos, Mindset-Videos, Erfolgsvideos anschaust, nichts umsetzt davon, dann ist das nichts anderes als eine höhere Form des Entertainments. So. Also, woran erinnerst du dich mehr? Deine eigenen Learnings aus der Praxis oder coole Dinge, die du irgendwann mal irgendwo in einer Facebook-Gruppe gelesen hast oder in einem Podcast gehört hast. Du wirst auch von mir viele Sachen gehört haben. Auch das hier ist Theorie. Selbst wenn ich dir Praxistipps gebe, die funktionieren aus der Praxis, ist es das, was bei dir ankommt, eine Theorie. Es ist deine Aufgabe, daraus eine Praxis zu machen. Deswegen hat nicht jeder Erfolg. Deshalb gibt es keinen Coach, der eine Erfolgsgarantie ausschreiben kann. Deswegen gibt es keine 100%ige Erfolgsquote, weil du musst es umsetzen. Es bleibt uns alles Theorie. Und im besten Fall hörst du die richtigen Theorien und setzt sie in die Strategie um, lange genug, damit es deine Praxis wird, damit es deine eigenen Erfahrungen werden. Und all das hier sind meine Erfahrungen und die Erfahrungen all der erfolgreichen Teilnehmer, die wir haben und der erfolgreichen Leute aus meinem Umfeld, die halt sehr starke Umsätze gemacht haben. Deswegen hör lieber auf Dauerschleife guten Content erneut und erneut, um es richtig in dein System zu installieren, statt immer wieder auf der Suche nach irgendwas Neuem zu sein. Shiny Object Syndrom. Das ist eine echte Krankheit, der Scheiß. No joke. Deswegen, viele Wege führen nach Rom, aber du kannst ja nicht alle gleichzeitig gehen. Noch nicht. Dafür brauchst du Mitarbeiter, Ressourcen und so weiter, damit du mehrere Wege gehen kannst. Deswegen, guten Content auf Dauerschleife. Du wirst es hier immer wieder bei mir sehen. Du siehst eine Case Study zu meinen eigenen Ergebnissen, mehrere Millionen Umsatz. Du siehst, wie wir Winning Creatives filmen. Du siehst Teilnehmer, wie sie Erfolge haben, warum sie Erfolge haben bei uns. Und du musst halt auch verstehen, dass kostenloser Content einfach nicht immer kostenlos ist. Was meine ich damit? Du investierst deine Zeit, dein Geld, deine Energie, das sind deine wichtigsten Ressourcen im Leben, in eine Strategie, die vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Weil wenn du jetzt 10 Coaches folgst, die dir Dropshipping beibringen wollen, oder 20 Milliardären, die irgendwelche coolen Quotes raushauen auf Instagram, und die eine widerspricht der anderen sich so ein bisschen. Ja, der eine sagt, du brauchst eine Morgenroutine, der andere sagt, du brauchst keine Morgenroutine. Was ist jetzt wahr? Ja, das, was für dich gut funktioniert. Setz doch mal erstmal das eine um, dann setz das andere um und dann machst du deine Erfahrungen. Und ich gebe dir die besten Erfahrungen mit, die am meisten Erfolgsgeschichten produziert haben. So, und wenn du deine Zeit, dein Geld und deine Energie, wie gesagt, deine wichtigsten Ressourcen in eine Strategie investierst, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, weil der Typ vielleicht nicht wirklich viele Erfolgsgeschichten produziert hat, dann hast du sehr viel Geld verbrannt.
Aber nicht nur Geld, noch viel wichtiger, deine Zeit und deine Energie. Weil die wird dir niemand wiedergeben können. Die ist weg. Puff. Du hast Erfahrungen gemacht, ja. Aber du willst ja nicht immer nur Scheißerfahrungen machen, wo du einfach nie vorankommst. Du willst ja auch wirklich was daraus lernen. So, weil Rückschläge wirst du eh genug haben, auch wenn du die richtigen Strategien bekommst. Das heißt, du bekommst nicht von uns, wenn du bei uns im Coaching bist, alle Strategien und jeder macht sofort Erfolge in einer Woche und wird Millionär. Das ist Quatsch. Das kann dir keiner versprechen, das ist auch nicht so. Deswegen war dieser kostenlose Content, den du dir reingezogen hast und über 6, 12 Monate umgesetzt hast, wirklich kostenlos, wenn er deine Zeit und deine Energie abverlangt hat? Frag dich das mal. Vertraue also auf Content von Personen, wie bei uns zum Beispiel, wo du dir sicher sein kannst, wir haben so viele Erfolgsgeschichten produziert, wo es immer wieder offengelegt mit Case Studies ist, mit Value ohne Ende auf unserem YouTube-Kanal und überall woanders. Werde also nicht süchtig nach immer wieder neuen Content. Du hast alles, was du jetzt für deine Anfänge brauchst. Natürlich, für die langfristige Skalierung ist das Schlauste immer Unterstützung zu holen, aber du hast erstmal alles, was du brauchst. Also Action Step. Hinterfrage bei jedem Content, bringt es mich meinem Ziel, meinem einen Ziel, was ich habe, jetzt unabhängig von gesund bleiben und so weiter, sondern ich meine jetzt wirklich die Karriereleiter, was du hast, bringt es dich dem näher? Wenn nicht, dann entfolge und deabonniere jede Strategie, die der anderen widerspricht. Der eine Dropshipping-Coach sagt, du brauchst unbedingt einen branded Dropshipping-Store. Der andere sagt, du brauchst unbedingt importieren. Der andere sagt das und das. So, und dann sagt der andere, wie bei uns zum Beispiel, du brauchst einen General Store, du brauchst die Essentials, du brauchst ordentliches Marketing, eigene Creatives und Co. Und wir haben die meisten Erfolgsgeschichten produziert, faktisch, was wir auch belegen, ja, was du überall siehst. Dann frag dich, wo macht es am meisten Sinn, wem zu folgen und wie lange, ne? Und wofür auch vor allem, wenn du ein Ziel hast, und zwar richtig gut von Dropshipping zu leben. Also suche dir eine Strategie, zum Beispiel Facebook, Meta-Ads, und verfolge diese Strategie, bis du deinen Erfolg hast. Bis du die Plattform gemeistert hast, erst dann gehst du zur nächsten weiter. Ja, kein Shiny Object-Syndrom. Frage dich in den nächsten Wochen, bei allem, was du konsumierst, bringt mich das meinem Ziel näher oder schadet es mir? TikTok, YouTube und so weiter. Hat das Mehrwert für meine Top 3 Goals? So. Machen wir ein Beispiel. Also wir jetzt als Consulting-Unternehmen, wir pushen die Strategie Facebook, Meta, TikTok-Ads, um auf die ersten 50, 100.000 Euro monatlich zu kommen mit Dropshipping. Danach erst fangen wir an, Branding-Steps zu machen, importieren, Retargeting, Brandaufbau und so weiter, weil es macht am Anfang einfach 0,0% Sinn. Ja? Also wir bauen schon sehr, sehr cleane Stores auf von Anfang an, aber alles andere ist einfach Quatsch und Zeitverschwendung. So, deswegen, andere sagen gleich von Anfang an irgendwas. Importieren, haben die auch wirklich so viele Erfolgsgeschichten und so weiter? Nein, dann entfolge der Strategie. Ganz einfach. Bedenke Folgendes: In der heutigen Zeit wirst du immer belohnt mit Short-Term Gratification von der Entertainment-Industrie. Das heißt, Netflix und so weiter, auch die Kommunikationsindustrie, WhatsApp und so, das sind alles Unternehmen, die jetzt natürlich von Meta aufgekauft wurden, aber damals waren das unabhängig noch einzelne Unternehmen, Netflix, WhatsApp und so weiter. So, und die hatten ein Ziel: mehr Nutzer, mehr Nutzungsdauer. Warum? Weil sie dadurch mehr wachsen können als Unternehmen. Und du wirst belohnt, wenn du halt immer wieder auf deine Nachrichten gehst, immer wieder diese Plattform nutzt. Ne? Deswegen haben all diese Leute, diese ganzen Unternehmen, haben die dein Nummer 1 Goal als erste Priorität oder ihr Unternehmenswachstum? Stell dir diese Frage öfter. Und das habe ich dir vorhin schon gesagt, dass du hinterfragst bei jedem Coach, auch bei mir, bei jedem anderen, egal was, hinterfrage, was ist deren Nummer 1 Goal? Und ich sage es dir immer wieder, noch mehr Erfolgsgeschichten zu produzieren. Und das ist der Win von jedem unserer Teilnehmer. Ne? So, 17. Punkt. Short-Term und Long-Term Gratification. Zu Deutsch kurzfristige Belohnung und langfristige Belohnungen. Die Short-Term Gratification. Zu Deutsch die kurzfristige Belohnung. Alles, was Junkfood ist, Fastfood, Pornos, den ganzen Tag rumgammeln. Die heutige Industrie belohnt dich, wenn du kurzfristig irgend so einen Scheiß machst. Warum? Weil wir haben das gerade schon besprochen, das sind diese ganzen Unternehmen, die dadurch wachsen. Also alles ist irgendwo eine Brand oder ein Unternehmen, was wächst dadurch durch ihre Prozente. Es wird dann gefährlich, wenn du keine Kontrolle mehr darüber hast, dich verlierst oder selbst dann, wenn du 5 bis 10 Stunden die Woche dafür verschwendest. Rede es dir nicht schön. Du bist broke. Fakt. Was meine ich damit? Broke ist für mich alles, was noch nicht 5 oder 10 Millionen Vermögen hat auf Seite,
So. Und selbst 1, 2, 3 Millionen sind nicht so viel, dass du als 20, 30-Jähriger bis an dein Lebensende ausgesorgt hast und nie wieder arbeiten musst. Außer du hast es gut angelegt, kannst gut damit umgehen und so weiter. Aber bis dahin bist du in meinen Augen broke. Redest dir also nicht schön, ja? Gib Gas und verändere deine Situation. Es wird kein anderer für dich tun. Long-Term Gratification, also die langfristigen Belohnungen, sind ein gut laufendes Business, gesunde Ernährung, ins Gym gehen, Fitness, Sport, was auch immer. Das Gehirn versucht immer wieder Energie zu sparen. Das Neandertaler-Prinzip, was wir vorhin besprochen haben. Vielleicht muss ich heute ja noch einen Tiger erlegen, denkt sich dein Gehirn. Ja? Aber das musst du nicht. Also keine Sorge, das musst du nicht. Deswegen viele Sachen wie ein Business aufbauen, ins Gym gehen, das Boxen anfangen, Klavier oder neue Sprache lernen oder auch hier Schach spielen. Brauchen Zeit, Energie und Disziplin. Das ist die Long-Term Gratification. Es ist ein Muskel und den darfst du lernen zu trainieren. Und wenn du es nicht lernst und hier ein unbewusstes Opfer bleibst, dann, ja, dann wirst du einfach nicht die schönen Dinge, die schönen Ziele aufbauen, die du aufbauen willst. Deswegen lerne diesen Muskel kennen. Action Step. Schreibe 3 bis 5 schlechte Short-Term-Gewohnheiten auf, die du hast und aber langfristig loswerden willst. Schreibe ebenso auf, warum sie schlecht für dich sind. Warum willst du sie loswerden? Weil sonst wirst du keinen Grund haben, langfristig dafür dran zu bleiben, um sie loszuwerden und auch neue zu erlangen. Schreibe 3 bis 5 gute Long-Term-Gewohnheiten auf, die du umsetzen willst und warum. Gleiches Beispiel. Sonst hast du keinen Grund, das umzusetzen. Beispiel, schlechte Gewohnheit wäre, die Erwachsenenfilme 2 bis 3 Mal die Woche anzuschauen, dass du das reduzierst auf null. Nur wenn du absolut gar nicht mehr kannst und übelst den Trieb hast, vielleicht einmal im Monat als Jokerkarte, um wieder Kontrolle zu bekommen. Ja, manchmal ist dieser komplett kalte Entzug auch nicht so einfach. Also so dieses, ich mach's nie wieder und dann macht man es halt doch irgendwie wieder, wegen der Gewohnheit. Schlechte Beispiele wären auch 3 bis 5 Mal die Woche Fast Food, das ist teuer, es macht dich krank, es lässt deinen fitten Körper, es lässt mich meinen fitten Körper einfach nicht näher kommen. Also du hast nur Nachteile mit Fast Food, das heißt maximal 2 bis 4 Mal im Monat als bewusste Gönnung. Ja? Gute Gewohnheiten wären zum Beispiel für die Long-Term Gratification, wären täglich 3 Stunden an meinem Business arbeiten, weil ich geografisch frei werden will. Du kannst die TikTok-Sucht oder egal welche Sucht du hast, replacen durch eine gute, ja, durch eine gute Long-Term Gratification-Gewohnheit. So. Eine andere gute wäre auch, 3 Mal die Woche ins Gym zu gehen, konstant, damit du dich besser ernährst, besser fühlst, mehr Energie hast über die Woche und all deine Ziele einfach effektiver attackieren kannst. Ja? So, 18. Punkt. Kommen wir direkt zu den Gewohnheiten. Es ist naheliegend, aber nicht das Gleiche bei den Short-Term und Long-Term Gratification. Aber du siehst halt, diese ganzen Gewohnheiten hier von kurzfristigen und langfristigen. All das hier, dieses Langfristige aufzubauen, ist halt jetzt sofort vielleicht anstrengend und ein bisschen nervig, aber wenn du da eine Gewohnheit daraus machst, wird es einfacher. Wenn das hier deine Gewohnheit ist, wird dein Leben langfristig beschissener. Fakt, du wirst öfter krank und alles und genießt weniger dein Leben auch. Wenn du zu viel davon machst, natürlich. Extreme, egal in welchem Bereich, ist immer schädlich. Deswegen, 18. Gewohnheiten, Routinen und mentale Klarheit. Hinterfrage all deine Gewohnheiten und Routinen. Durch welchen Einfluss hast du diese Gewohnheiten? Ab wann fingen diese Gewohnheiten an? Wie viel bringen sie deinen langfristigen Zielen wirklich, diese Gewohnheiten, die du halt hast? Finanzielle Gewohnheiten, sportliche, lifestyle-technische, Ernährungsgewohnheiten, Gewohnheiten mit Freunden, einfach alles, was dein Leben ausmacht. Hinterfrag einfach mal alle Gewohnheiten, die du hast. Beobachte das mal ein bisschen aus einer dritten Perspektive sozusagen, aus der dritten Person, als würdest du GTA spielen und ja, als würdest du dich selbst so beobachten. Nimm Sport als Gewohnheit für viel mehr mentale Klarheit, weil das baut Stress ab. Das ist schon bereits wissenschaftlich belegt. Das heißt, ich brauche dir jetzt hier nicht erklären, warum das so ist. Das müsste heute in 2024 jeder verstanden haben, dass es das so ist. Das gleiche gilt für Meditation, müsste heutzutage auch jeder gerafft haben. Heißt aber nicht, dass du jetzt die perfekte Überroutine brauchst, jeden Tag von 6 Stunden, damit du eine Stunde an deinem Business arbeitest, weil es teilweise auch gar nicht möglich ist, wenn du noch einen Vollzeitjob hast. Deswegen brauchst du ein Key Habit. Das lässt sich alle weiteren Gewohnheiten viel leichter umsetzen. Stell dir das vor, wie mit diesem Dominostein. Du hast einen Dominostein, das ist dein Key Habit. Das lässt alle anderen Gewohnheiten viel leichter automatisch umsetzen. Mein Key Habit, mein persönliches von mir, Mick Dietrichs, ist zum Beispiel ins Gym zu gehen regelmäßig. Wenn ich 2, 3, 4 Mal die Woche gehe, desto mehr, desto besser. Ich fühle mich produktiv.
Ich baue Stress ab, es lässt mich geiler aussehen, ich stoße mehr Testosteron aus. Was ist Testosteron für einen Mann zum Beispiel? Frauen haben auch einen Testosteronpegel, aber nicht so hoch wie Männer, von Natur aus schon, hat auch seinen Grund, ist aber ein anderes Thema. So, das heißt, bei Männern, wenn du jetzt ein Mann bist, das ist der Botenstoff in dir, der diesen Eroberungsdrang rausholen lässt, diesen Siegerwillen, dieses Männliche, dieses eine tiefere Stimme und alles Mögliche. Ne? Also wenn du immer so redest, dann kann es auch vielleicht an deinem Testosterongehalt liegen sozusagen. Oder wenn du immer nur am Rumheulen bist oder so Hängetitten hast, das ist dann mehr Östrogen und so weiter. Um es kurz knackig zu machen. Das sind für mich die ganzen Vorteile im Gym oder Sport allgemein. Es muss gar nicht Gym sein, es kann auch Boxen sein, es kann auch Laufen sein, Schwimmen sein. Hauptsache, du holst mal einfach alles aus deiner körperlichen Performance raus. Gym ist bei mir der eine Dominostein. Also nicht Gym JIM, sondern halt ins Gym zu gehen, zu trainieren. Ja? Das heißt, alle weiteren Steine fallen einfacher. Das heißt, ich ernähre mich dadurch automatisch besser, weil ich auch mehr Motivation dadurch habe. Ich schlafe dadurch besser, ich denke besser und ich fokussiere mich auch besser. Zum Beispiel hier mit diesem Video. Das geht ziemlich lange. Ich nehme das an einem Tag auf. Ja? Das erfordert sehr viel Energie. Denkst du, ich würde das machen können, wenn ich mich kacke ernähre? Wenn ich viel zu übergewichtig bin und so weiter, es wird nicht funktionieren, also nicht so gut. So, deshalb mache ich dadurch de facto auch mehr, als das meine Konkurrenz schafft und dadurch mache ich auch de facto mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Erfolgsgeschichten mit Teilnehmern und so weiter. Durch Gym. Ganz simpel, ja. Hört sich dumm an, aber tiefer betrachtet ist es faktisch belegbar für mein Unternehmen, weil ich habe das die letzten Jahre ausgewertet und das ist sehr, sehr wichtig für unser Unternehmen, dass der Geschäftsführer ins Gym geht regelmäßig. Und das geht auch vielen anderen erfolgreichen Unternehmern, auch Teilnehmern und Selbstständigen in meinen Kreisen genauso. Und die finden halt ihr Key-Habit raus oder halt auch quasi die sportliche Betätigung, die mentale Klarheit mehr bringt. Deswegen, der Action-Step, finde dein Key-Habit raus. Ist jetzt leicht gesagt. Das findest du nicht mal eben in 2 Minuten drüber nachdenken. Du wirst vielleicht schon intuitiven Gedanken haben, was das ist vielleicht, aber es braucht Zeit durch die Praxis. Ja? Das heißt, setze dann dein Key Habit konstant Woche für Woche um, blockiere und reserviere diese Zeit für diese Gewohnheit. Das mache ich auch in meinem Kalender. Ich blockiere immer die Zeit fürs Gym. Das ist das Erste, was ich plane in meiner Wochenplanung. Ja? Warum ist es so wichtig, zu trainieren, habe ich gerade schon erwähnt für mein Business, warum es so wichtig ist. Nichts darf sich dem entgegenstellen. Und das kann bei dir vielleicht auch was anderes sein. Das muss nicht das Gym sein. Ja? Nicht jeder Mensch ist gleich. Und wie gesagt, es darf sich nichts dagegen stellen. Ne? Erst recht nicht deine Zweifel. Beispiel: Ernährung ist dein Key Habit, also deins, dein persönliches, als Beispiel, welches alle anderen Habits leichter fallen lassen oder umsetzen lässt. Du reservierst diese Zeit prinzipiengetreu wie ein Samurai Woche für Woche. Wichtig ist, finde für dich heraus, was gut für dich funktioniert. Es muss nicht immer das sein, was für andere gut funktioniert. Ja, wie gesagt, das findest du für dich raus. Aber ich kenne viele, da ist es das Trainieren, die körperliche Betätigung. Bei anderen ist es eher die Ernährung als erstes und dann trainieren sie mehr, weil sie dann motiviert sind. Bei den anderen ist es das Lesen täglich, weil sie eine halbe Stunde lesen morgens. Dadurch haben sie ein positives Momentum, gehen leichter ins Gym und so weiter und so fort. Also finde es für dich raus, ja. Und wichtig ist, sieh es als Marathon, nicht als Sprint. Weil es bringt nichts, wenn du heute dich um 300% veränderst, aber das Ganze nur 2 Wochen durchziehst. Bringt dir nichts. Also sieh es wirklich als Marathon, nicht als Sprint. 19. Die eine Sache und Money-Making Activities. Was ist die eine Sache, die jetzt wirklich mehr für mehr Umsatz und mehr Gewinn sorgt? Ist es vielleicht noch 5 weitere Stunden an dem Logo sitzen oder 2 Wochen an der Homepage herumzubasteln, die sowieso nur 2 bis 5% der Besucher anklicken? Nur weil du etwas Kleines, Detailliertes für wichtig hältst, heißt es nicht, dass es wichtig für den Interessenten ist, der auf deine Page klickt. Ja? Deswegen, es bringt dir kaum etwas, wenn du extrem viel Zeit allgemein im Dropshipping investierst, aber in die falschen Sachen. Es bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, wenn du denkst, du bist immer produktiv im Dropshipping, aber du investierst einfach in die falschen Sachen Zeit, die halt nicht zu mehr Umsatz und mehr Gewinn führen. Deshalb identifiziere die richtigen One Things, also die eine Sache, die mehr Umsatz und Gewinn bringt. Und wenn eine Sache davon gut funktioniert, geh da stärker rein, meistere die Plattform und dann erst die nächste. Ja, dass du nicht 1000 Sachen machst, sondern wirklich deine One Things. Schreibe also 3, also Action Step, schreibe 3 bis 5 Money-Making-Activities auf, an denen du immer arbeiten kannst. Beispiel:
Produktsuche via TikTok und AliExpress nach MIG-Methode. Ja, habe ich so genannt, einfach jetzt ganz schnell. Findest du auf unserem YouTube-Kanal, was ich damit meine. So, kannst du später anschauen. Erstmal noch dranbleiben. So, anderes Beispiel, Werbetext und Videomaterial recherchieren für das Produkt, welches ich launchen will. Auch eine Money-Making-Activity. Das heißt, du brauchst nicht von deinen 30 Stunden, die du die Woche hast fürs Business oder 40, 50, je nachdem, ob du es Vollzeit betreibst schon oder nicht, brauchst du nicht die Hälfte der Zeit mit Logo verschwenden und Homepage basteln, wenn das unwichtig ist, wie ich es gerade erwähnt habe. Deswegen verfolge halt die Strategien, die Sinn machen. 20. Short-Term und Long-Term Thinking. Ähnlich zu der Gratification, aber nicht gleich. Short-Term ist gemeint, scheiß drauf, ich gebe mir heute richtig die Kante mit Alkohol, Hauptsache heute Abend habe ich meinen Spaß und was morgen ist, kann ich morgen regeln. Das ist so typisch richtig Short-Term, ja. Und das am besten jedes Wochenende, weil du dich ja belohnen musst von der harten Arbeitswoche, wow. Im Business gesagt, jedes mögliche Produkt zu launchen, ohne sich Gedanken zu machen, ob die Preiskalkulation für die Marge stimmt, ob es Sinn macht überhaupt, generell wegen den Retouren, wie zum Beispiel bei Fashion und Co. Long-Term wäre, bringt diese eine Aktion mich wirklich im Leben weiter? Habe ich wirklich Bock, dieses Produkt zu testen und langfristig eventuell eine große Brand daraus zu machen? Besteht dafür überhaupt ein Potenzial oder ist es eine kurzfristige Cashflow-Produkt für ein paar Monate? Also wenn es ein kurzfristiges Cashflow-Produkt ist für ein paar Monate, ist es meistens nicht die richtige Entscheidung. So, und das bringen wir auch unseren Teilnehmern allen bei. So. Das heißt, die Industrie designt das System so, dass du im besten Fall nur Short-Term denkst. Warum? Auch wieder hinterfragen, warum? Weil so funktioniert das ganze System einfach viel besser, es findet mehr Konsum statt und die ganzen Konzerne gewinnen. Aber gewinnst du? Das ist die Frage. Deswegen, lerne Rücklagen zu bilden, Steuern richtig zu kalkulieren und gute Beziehungen zu deinen Herstellern zu pflegen. Das ist Long-Term Thinking im Dropshipping. So. Und das visualisiert ganz gut, dass du mal mit deinen Gedanken ausbrechen musst, sozusagen. Ja? Also ist immer eine Agenda hinter dem Bild. 21. Planung, Umsetzung und Selbstorganisation. Und das hat alles seinen Grund, warum ich zum Beispiel hier erst ab 21 Planung gemacht habe. Warum kam nicht als erstes gleich Disziplin? Warum kam zuerst Einfluss, Verantwortung, lösungsorientiert, Ernsthaftigkeit, Glaube und so weiter und so fort? Ich habe mir Stunden darüber Gedanken gemacht und das genau perfekt strukturiert, warum was an welchem Punkt kommt. Und erst jetzt kommt sogar die Planung, die Umsetzung und die Selbstorganisation. Das heißt, es bringt dir nichts, wenn du die beste Planung hast, aber einfach nicht ans Business glaubst. Es bringt dir nichts, wenn du gar kein Ziel hast. Es bringt dir alles nichts, wenn du nicht lange genug dran bleibst. Deswegen, alles hat seinen Sinn hier. Also, wie planst du dich richtig stark? Das Problem ist folgendes. Im Angestelltenverhältnis bekommst du alles immer ganz bequem deine Aufgaben in die Schuhe geschoben. Was du machen musst, was du umsetzen sollst, wie du es auch hier im Bild siehst. Die Chefin gibt dir Aufgaben, du hörst zu, schreibst mit, setzt es um, fertig. So, und dann hast du um 17, 18, 16 Uhr Feierabend und fertig ist. Wenn du deinen KPIs gerecht wirst und deine Aufgaben immer erfüllst, behältst du deinen Job, wenn nicht, bist du halt zu schlecht, musst besser werden oder wirst gekündigt. So einfach ist das Game. So ist die Welt designed, die Arbeiterwelt zumindest. Und du musst halt deswegen nichts nachdenken, du musst dich nicht selbst organisieren, du musst nicht planen viel in den meisten Jobs, je nachdem. Wenn du eine höherrangige Position hast, wo du auch Mitarbeiter führst, dann sieht das ganze Game natürlich anders aus, das ist klar. Aber deine grauen Zellen bei den meisten Menschen, die angestellt sind, werden einfach nicht stark gefordert, weil du forderst dich selbst einfach nicht. Und du musst keinen Zeitplan befolgen sozusagen, sondern, also vielleicht einen groben Zeitplan, aber ja, deswegen. Und im Dropshipping ist es so, wenn du selbstständig bist, selbstständig wirst oder schon länger bist, whatever, gibt dir niemand deine gesamte Tages- und Wochenplanung vor. Und nur mit einem guten Plan kannst du aber dich selbst organisieren und langfristig auch sehr gut umsetzen, weil in der Planung ist absolut der Key drin, ja. Und dementsprechend wirst du auch viel mehr Resultate erzielen. Du kannst nicht einfach drauf loslaunchen die ganze Zeit, das geht nicht. Es wird langfristig nicht funktionieren, also nicht gut. Und der Schlüssel liegt also in der Planung. Aber wie und was plane ich? Jeden Sonntag setzt du dich hin mit deinem schönen Büchlein und deiner Feder und deiner Uhr hier und planst die kommende Woche. Ebenso wertest du die letzte Woche aus und schaust, wie gut diese wirklich war. Eiskalt. Du brauchst nicht schönreden. Kein falsches Ego. Und dafür gibt es auch starke Apps, wie zum Beispiel Trello oder Asana. Und wir haben auch im Training bei uns richtig starke Selbstorganisationsmodule, die ich so nicht kostenlos raushaue auf YouTube, weil das einfach zu viel ist. Und ja,
ist halt für unsere Teilnehmer intensiv, ne? Und das feedbacken wir auch regelmäßig, wie die Leute sich organisieren, weil wir bringen das Jagen bei quasi, anstatt dass sie nur Fleisch hingeschmissen bekommen sozusagen. Genau. In deine Planung kommen deine wichtigsten Money-Making-Activities, die Dinge, die wirklich für Umsatz und Gewinn in deinem Unternehmen sorgen. Das heißt, alle anderen Dinge wie Steuerberater-Call, Retouren optimieren, sind auch wichtig, aber erst wenn der Zeitpunkt dafür da ist. Das haben wir vorher schon geklärt in dem anderen Punkt. Für den Anfang, um auf deine ersten 20.000 bis 50.000 Euro Umsatz monatlich zu kommen, wenn du jetzt bei 0 bist oder sagen wir mal, du bist bei 50 und du bist auf 100, 200, ist es eigentlich relativ scheißegal, sollte dein voller Fokus erstmal aufs Marketing legen. Und selbst wenn du bei 200.000 Umsatz bist, um auf 500.000 Umsatz im Monat hochzukommen, musst du auch einen richtig starken Fokus auf Marketing haben. Und dann musst du die anderen Sachen outsourcen, wie zum Beispiel Retouren optimieren, Customer Support und so weiter. Ja? Also dann brauchst du ein Team. Helfen wir auch bei. So, und genau wie der Dude hier willst du halt richtig gut planen, um die Power Hour richtig umzusetzen. Was ist die Power Hour? Die Wissenschaft zeigt, dass wir in den ersten Stunden des Tages jeden Tag automatisch gesegnet werden mit einem gewissen Flow-Zustand. Die Frage ist, wofür nutzt du das? Und die meisten verschwenden es. Wie sie zum Beispiel auch in ein Taschentuch gewisse Samen verschwenden, wenn sie ihre Erwachsenen-Videos anschauen. Auch verschwendet einfach nur. Du kannst diese Energie drin behalten, wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigst und das entweder für Frauen nutzen, um halt Leben zu erschaffen, weil aus diesem fucking Samen entsteht Leben. Leben. Du bist dadurch entstanden, ich bin dadurch entstanden, deine Eltern sind dadurch entstanden, durch einen Samen. Es ist crazy, ja, das musst du dir mal wirklich verbildlichen und diese ganze Energie verpuffst du einfach weg für nichts. Noch dazu, dass es noch viele andere schädliche Sachen hat, auch bei Frauen, aber egal. Und diesen Flow-Zustand, wenn du den jetzt nutzt, um auf TikTok abzuchecken, was da so abgeht, wo jetzt wann, wo, wer Scheiße gebaut hat, wo was Witziges passiert. Was glaubst du, was das mit deinem Gehirn macht? Ja? Das ist nicht so geil. Und wenn du diese Macht deines Gehirns wegwirfst, um deine Likes zu checken oder auf TikTok, wie gesagt, Instagram irgendwas abzuchecken, wo alle anderen ein geileres Leben leben als du, was macht das mit deinem Brain? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Taten, mit deinem Leben, mit deinem Charakter? Was wir alles schon besprochen haben. Was macht das mit dir, langfristig gesehen? Du verschwendest dein Potenzial. Und die wundervolle Schöpfung deines Gehirns ist eine Respektlosigkeit gegenüber den Schöpfer in meinen Augen. Ob du dran glaubst oder nicht, ist dir überlassen. Aber du glaubst ja auch an dein Gehirn. Kannst du auch nicht sehen. Anderes Thema, aber egal. Du glaubst an dein Gehirn. Du glaubst an die Kraft des Gehirns. Du siehst, dass andere Menschen es genauso heftig nutzen. Warum schmeißt du dein Potenzial weg? Sei respektvoller gegenüber deinem Gehirn. Es ist eine wundervolle Schöpfung. Stell dir dein Gehirn vor wie ein Supercomputer und du entscheidest, wie du diesen Computer programmierst. Gibst du diesem Computer nur Müll rein, kommt auch nur Müll raus. Simpel. Brauche ich nicht viel zu erklären. Gute Fragen bringen gute Antworten. Kommen wir auch gleich noch zu. Plane also deine Woche so, dass du die wichtigsten und schwersten Money-Making-Activities mit höchster Priorität immer zuerst erledigst. Trainiere diesen Skill so, dass du jeden einzelnen Tag an den geldwirksamen Aktivitäten arbeitest. Ja, weil wenn du immer wieder, wie gesagt, falsche Tasks machst, wirst du einfach nicht mehr Umsatz machen, nicht mehr gewinnen und dann bringt es dir alles nichts. Bedenke auch, dass du jeden Tag eine limitierte Willenskraft und Entscheidungskraft hast. Bedeutet, am Abend wirst du weniger Konzentration, Energie und Entscheidungskraft haben als die ersten 6 Stunden deines Tages. Das ist normal, das ist bei jedem Menschen so. Wenn du das Ganze trainierst über die Jahre, wenn du es jetzt mal 10 Jahre immer trainierst mit den richtigen Sachen, wird es anders aussehen. Dann wirst du auch abends noch gute Entscheidungen treffen können. Trotzdem wirst du immer die ersten 6, 8 Stunden bessere Entscheidungen, bessere Energie haben. Das ist einfach Fakt. Das gibt es schon aus der Forschung, alles Mögliche. Und scheiß mal auf die Forschung. Ich weiß es bei mir, ich weiß es bei unseren Teilnehmern, ich weiß es bei Freunden und so weiter. Test es für dich aus, da funktioniert unser Gehirn auf jeden Fall gleich. Da kannst du dir sicher sein. Und das ist das Schöne an dem Gehirn. Ich bin ein richtiger Gehirnfan. Hört man schon raus, ne? Okay, also solltest du auch sein, weil es, wie gesagt, ist echt ein Supercomputer. Action Step. Mache dir einen Wecker für deine Wochenplanung. Jeden Sonntag zu einer Zeit, wo es auch wirklich passt. Also mach das nicht irgendwie 10 Uhr morgens, wenn du Kinder hast und da ist noch voll Tumult und so und bis 12 Uhr hast du eh keine Ruhe, dann macht es keinen Sinn. Ja? Wenn du weißt, dass du immer am Wochenende ein bisschen länger pennst, ist ja auch okay. So, dann mach es vielleicht mittags oder so, ne? Aber plane deine Woche. Mit 70 bis 90% deiner Zeit in Marketing und Money-Making-Activities. Die Speed of Implementation, zu Deutsch, wie schnell setzt du in welcher Zeit was genau um und der Zeiteinsatz. Kurze Quizrunde, welche Person wird wohl schneller Erfolge erzielen? Was glaubst du? Person A
die neben ihrem Hauptjob 30 bis 40 Stunden für Dropship ihre Dropshipping-Ziele und ihre Business-Ziele investiert, oder Person B, die neben ihrem Hauptjob 10 bis 15 Stunden investiert. Jetzt kann man sich noch streiten und sagen, ja, der setzt nicht so effektiv um und der setzt effektiv um. Gehen wir einfach davon aus, beide setzen gleich normal effektiv um. Jetzt nicht hypereffektiv und sonst was. Wer wird schneller Erfolge erzielen? Es ist naheliegend, ja. Es ist Person A, ding, 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 du hast richtig geraten. Aufgrund der Speed of Implementation kann in kurzer Zeit mehr umgesetzt werden. Person A erhält mehr und schneller Feedback vom Markt, was gut und was nicht gut funktioniert. Dementsprechend hat die Person einen glasklaren Vorteil gegenüber Person B. Und verstehe mich da nicht falsch, falls du Kinder hast oder irgendwelche anderen krassen Verpflichtungen, dann kannst du auch mit 10 bis 15 Stunden die Woche etwas aufbauen. Nur braucht es etwas länger und Beharrlichkeit ist da gefragt. So, wenn du es aber ernst meinst, und das eh, du musst dir auch immer vorstellen, was ist die Alternative? Was würdest du sonst die nächsten 3, 5 Jahre machen? Wenn sich in den nächsten 3, 5 Jahren trotzdem nichts verändert bei dir, ja, guess what? Dann kannst du auch einfach mal deine 20 Stunden, die du hast, die Woche auch einfach sinnvoll investieren und dann machst du das Ganze bald Vollzeit und hast trotzdem mehr Zeit fürs Dropshipping-Geschäft und vor allem auch langfristig für deine Kinder. So. Aber die besten Strategien und das effektivste Arbeiten bringt dir herzlich wenig, wenn du nur wenige Stunden jede Woche in deine Ziele und dein Geschäft investierst. Es wird zwar langfristig genug auch klappen, aber es braucht einfach viel länger. Das ist Fakt. Jeder kann mindestens 5 bis 15 Stunden die Woche nochmal extra rausholen, wenn er richtig ordentliches Zeitmanagement betreibt und den ganzen Bullshit rauskartet, der eh nichts bringt. Stichwort ist da Bildschirmzeit. Und alle möglichen Dinge, die dich einfach dein Ziel nicht näher kommen lassen. Und das heißt nicht, dass du dein Leben lang alles verzichten musst. Mein Gott, nimm nicht alles nur schwarz-weiß. Ja, mach auch mal grau ein bisschen. So, weil ich bin auch sehr extrem immer. Das ist teilweise eine Stärke, teilweise eine Schwäche. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Aber lerne genau ein ordentliches Zeitmanagement zu machen, weil sonst, es wird keiner für dich machen. Genau wie ich hier beschrieben habe. Ja, du hast. Im Dropshipping hast du keinen Chef, der dir genau sagt, was du wann zu tun hast. Außer du hast Mentoren, wie es bei uns im Coaching ist. Wir geben dir das mit vor. Aber auch da, wir sind nicht deine Chefs, die dir immer Aufgaben geben, sondern wir bringen dir bei, wie du dich selbst organisierst. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann sagen wir dir auch, welche Tasks du machen sollst. Klar, aber wir schmeißen dir nicht immer Fleische. Da bist du einfach kein Jäger. Fakt. Action Step, betreibe Management mit deinem Zeithaushalt. Wo kannst du extra 5 bis 10 Stunden die Woche rausholen? Welche unnötigen Aktivitäten behindern dich in deinem Vorwärtskommen? Man könnte zum Beispiel, jetzt hier ein paar Beispiele wieder, TikTok rauslöschen, dafür ins Shopaufbau und Produktsuche für Dropshipping investieren. Ja? Man könnte Instagram vorerst deaktivieren, das ist eh nur ein Time Waster. Ja? Das heißt, die Zeit kannst du ins Dropshipping investieren und in dein Gym, in deine Fitness, in deine Ernährung. Vielleicht mal anfangen, dich besser zu ernähren, was auch sogar noch günstiger ist, by the way. Ja? Dann kannst du das Geld auch wieder ins Geschäft reinstecken. Das Ganze ist anstrengend. Ja und? Was spricht dagegen? Heul doch. Dann bleib doch so, wie du bist. So wie es dir jeder am Geburtstag immer sagt, bleib so, wie du bist. Nein, den Spruch brauchst du mir gar nicht erst bringen. 23. Disziplin und Loyalität. Die Disziplin ist wie ein Muskel, den du trainierst. Sag dir nicht, ich bin kein disziplinierter Mensch, sondern sag dir lieber, ich bin noch kein disziplinierter Mensch. Ich werde aber viel an mir arbeiten, um die beste Version meiner selbst zu werden. Das ist so ein Leitsatz, den du dir geben kannst. Kannst du auch umstrukturieren, ist egal. Und warum habe ich erst am 23. Stelle die Disziplin gezeigt? Warum nicht wie alle anderen, die immer sagen, Disziplin ist das Allerwichtigste von allem? Wie willst du denn Disziplin aufbringen, wenn du nicht mal einen Weg hast, wo du hinsteuern möchtest, wie ich es dir hier gezeigt habe? Mit den Zielen, ja? Wenn du kein Ziel hast, wo willst du hinsteuern mit Disziplin? Wenn du ein Kackumfeld hast, wo immer alle Leute dich nur runterreden und negativ sind generell, das ist schwierig mit Disziplin das aufrechtzuerhalten. Das geht, aber es ist schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Und du machst das Leben nur noch schwerer. So, wenn du nicht die All-In-Mentalität hast, was irgendwo auch klar eine Disziplin ist, wenn du die Distraction hast, das ist der größte Punkt. Du wirst viel leichter diszipliniert sein, wenn du die ganze Distraction einfach mal killst. Diese ganze Scheiße, die es hier so gibt, ja. Diese ganze Kacke, die es hier so gibt, die dich ablenkt. Ja, also die ganzen Sachen, die dich einfach nicht voranbringen. Ja, die ganze Planung. Wie willst du die Planung umsetzen, wenn du keine, also wie willst du die Disziplin umsetzen, wenn du keine gute Planung hast? Deswegen ist es ganz bewusst an 23. Stelle die Disziplin.
Dein Fundament wie das Ziel, dein Why, der Fokus und die Distractions killen müssen erstmal stehen. Ansonsten brauchst du nicht deine Disziplin aufbauen. Weil daraus entsteht Disziplin, glaube mir. Ich sage das nicht nur einfach so. Weil diese ganzen Prinzipien, die ich dir hier mitgebe, ist das, was ich jeden einzelnen Teilnehmer rauf und runter peitschen werde. Immer wieder. Und schon rauf und runter peitsche die letzten Jahre. Du kannst nicht an erster Stelle immer nur Disziplin bleiben. Sein. Wenn du halt kein Ziel hast, wenn du kein Why hast dahinter, ein Why not, Fokus, Distractions killen, das geht nicht. Deswegen, folgendes Beispiel. Du bist Chips- oder Schokoladensüchtig. Du hast deine Lieblingsschokolade oder Lieblingspackung Chips zu Hause. Was erfordert mehr Disziplin? Jetzt Nein zu sagen nach einem harten, langen Arbeitstag, der extrem stressig war und man hat noch ein übelstes Craving, so ein Verlangen danach. Oder du kaufst gar nicht erst diese Sachen aus den Augen, aus den Sinn. Somit hast du es viel leichter, diszipliniert zu sein. Ich habe dir die Antwort schon gegeben, du musst jetzt nicht raten. Das ist auch obvious, ja? Das heißt, wenn du es gar nicht erst kaufst, die Sachen, dann sind sie auch nicht bei dir zu Hause. Es ist aus den Augen, aus den Sinn. Es ist super einfach, aber es wird unterschätzt. Du gehst hungrig einkaufen, bei Rewe, bei Edeka, whatever wo, Kaufland, wie sie alle auch heißen, in Deutschland verstreut, ja? Und siehst hungrig nach einem langen, harten, stressigen Arbeitstag diese Chips. Lächeln die dich dann mehr an oder lächeln die dich dann mehr an, wenn du gerade satt bist und du bist gerade morgens noch unterwegs und hast noch viel Energie, wo du noch schnell leicht Nein sagen kannst. Es ist richtig simpel und das sind die Basics, die man erstmal verstehen muss. Das heißt, einen Fokus aufzubauen schaffst du, indem du die ganze Distraction einfach killst. Und du musst dir das Leben nicht unnötig schwer machen, deswegen ist dieses Prinzip das Einfachste. Überlege einfach, wo genau sind Verlockungen, die es leicht machen, schwach zu werden. Nochmal, überlege, wo genau sind die Verlockungen, die es leicht machen, schwach zu werden. Wir sind wieder bei dem Thema, das sind Unternehmen, Funny Frisch und so weiter, wie die ganzen Chipsmarken heißen. Jahrelang habe ich so viel Chips konsumiert und es ist verdammt schwer, du hörst es schon an meinem Atmen, dem zu widerstehen. So, aber wenn du es dir leichter machst, dass du gar nicht schwach wirst, dann, es sind Unternehmen, die wollen an dir verdienen einfach. Das ist normal, es ist noch nicht mal verwerflich und so weiter. Das heißt nicht, dass die Satans Ausgeburten sind. Wenn ich eine Chipsmarke mache, dann will ich auch maximal Umsatz machen. Und dann gucke ich, wie ich die Leute süchtig mache. Sondern gucke ich, was der Markt auch will und braucht. So, deswegen hier noch ein schönes Motivation weg, Disziplin rein. Kommt halt, wenn du mehr Fokus hast und Co. Jetzt kommen wir zum Thema Loyalität und Versprechen. Das heißt, welches Versprechen hast du dir selbst gegeben? In welchen Bereichen, ob es jetzt für deinen Körper ist, für dein Business ist, deiner Freundin, deiner Frau, deinem Mann, wen auch immer. Wem hast du welches Versprechen gegeben und dir selbst und vor allem welcher Wert hat dein Versprechen? Welchen Wert hat das? Welchen Wert hat das, wenn du alles nach ein paar Wochen hinschmeißt? Nichts. Also, vor allem bist du, also ich weiß nicht, was ich das sagen soll, aber ich sehe das so oft bei Leuten einfach, die machen sich irgendwelche Ziele, haben eigentlich Bock da drauf und sind einfach nur Schnacker. Sind einfach keine Macher. Fakt. Sei also wie ein Samurai, der sich sein Versprechen selbst gibt und auch seinen Mitmenschen, komme was wolle, du wirst es einhalten. Diese Samurai-Mentalität ist sehr, sehr geil. Kannst du dich immer sonst mit beschäftigen, wie diszipliniert die sind. Aber auch die, wenn du denen Handy in die Hand drückst ein Leben lang, dann ist es auch sehr schwer für die, diszipliniert zu sein und immer wieder in sich selbst zu finden, sozusagen, und ihren Zielen näher zu kommen. Also, Action Step von Punkt 9, Ziele, Erwartungen bis Punkt 22, Speed of Implementation, alle aufsetzen und umsetzen. Das heißt, alles, was du hier siehst, wir sind bei Punkt 23 von Disziplin und Loyalität. Von Punkt 9 habe ich mir genau Gedanken gemacht, warum erst ab Punkt 9 bis Punkt 22 setzt du alle Action Steps um und erst dann kannst du anfangen, deine Disziplin zu stärken. Und erst dann hast du eine Basis geschaffen, mit der du auch eine starke Disziplin aufbauen kannst. Alles andere wird 1 Million Mal schwerer. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber voll der Krieger, ich will es schwerer, glaub mir, es wird schwer genug, auch so schon. Also es wird schon schwer genug, die 9 bis 22 Punkte umzusetzen. Ich challenge dich dann mal, setz es mal alles rum. Das sind eh die wenigsten, die... Und oft überschätzen sich diese Leute auch sowieso, die dann denken, das ist alles so super, super easy. Dann zieh das mal erstmal durch für ein paar Jahre. Also, erst dann hast du eine Basis aufgebaut, wie gesagt.
Die Lernbereitschaft, das Weiterbilden und das Wachsen für dein Geschäft, aber auch für dein Leben. Du solltest eine Persönlichkeit im besten Fall werden, die immer besser werden will. Dann wirst du es leichter haben im Leben, beziehungsweise du wirst effektiver werden in allem. Versuche einfach jeden Tag 1% besser zu werden. Mache eine Gewohnheit daraus, besser zu werden. Folge also nicht 1000 YouTubern mit 1000 Strategien, wo du noch nicht mal weißt, ob diese Strategien wirklich vielen Leuten geholfen hat. Du musst gezielt herausfiltern, wer hat was drauf und vor allem, warum hat er was drauf. Also diese Wer, was, wie, wann, wo, warum Fragen sind sehr mächtig, wenn du sie gezielt einsetzt. Und wenn du nicht weißt, wie, dann frage dich, wer. Was meine ich damit? Machen wir ein Beispiel. Du stehst vor einer großen Herausforderung, um gute Produkte zu finden und besser im Selektieren von Marketing-Angles zu sein. Ja? Das heißt, dein Wie. Die Anleitung fehlt. Die Anleitung, wie du geile Produkte findest oder den Blickwinkel für gute Produkte besser schärfst. Deshalb fragst du dich, wer hat eine Anleitung? Und dein Wer kann schon die Antwort sein, der YouTube-Kanal von Mick als Beispiel. Ja? Oder du hast einen Coach, dann fragst du den. Ja? Oder du hast mich als Coach, dann fragst du mich. So, das heißt, dein Action-Step ist, bilde dich jeden Tag 20 bis 30 Minuten weiter mit den richtigen Dingen vor allem. Ja? Zum Beispiel The One Thing, YouTube-Kanal von Mick oder deine Top-Ads zu analysieren. Aber auch da mach es einfach nicht zu viel. Ja? Also du musst dich schon weiterbilden, aber fall nicht in die Falle des Overconsuming, den Punkt, den wir davor hatten. Punkt 25, Uniqueness und das Anderssein. Du siehst, im Puzzle sind alle gleich, aber du solltest ausbrechen und anders sein. Denn die Konkurrenz heutzutage ist stärker denn je. Und dennoch hören trotzdem viele wieder auf. Warum? Weil sie einfach nicht das Zeug dazu haben, weil sie all diese Sachen nicht lange genug umsetzen, was ich dir hier mitgebe die ganze Zeit. Und genau hier ist deine Zeit, anders zu sein und damit zu glänzen, anders zu sein. Halte dich an Proven Winning Systems, aber bringe deine eigene Uniqueness mit rein ins Geschehen. Also heißt die Art, anders zu sein. Unique, also quasi ja, die Einzigartigkeit. Ja? Das heißt, auf gewisse Systeme kannst du immer wieder bauen, das heißt Facebook-Ads, Shopify-Ads als Page-Builder, also wie du deinen Shop aufbaust und alles. Aber die Art, wie du dein Marketing aufsetzt, ja, über Facebook-Ads und Co., da solltest du dich differenzieren von deinen Konkurrenten im Sinne von, wie du das aufbaust. Also es gibt trotzdem noch Gesetze, wie zum Beispiel Pain-Points, Benefits anzusprechen oder das Produkt auch zu zeigen in der Anwendung. Das sind so Sachen, die werden immer funktionieren im Marketing, das ist normal. Aber hebe dich trotzdem von deinen Konkurrenten ab, dass du nicht einfach Copy-Paste den gleichen Scheiß machst wie alle anderen. Weil mit der Copy-Paste-Strategie wirst du erstens langfristig kein Skill aufbauen, mit dem du dich ja einfach finanziell unabhängig machen kannst, aber auch überhaupt ein richtig starkes Business aufzubauen. Weil was hast du dann überhaupt gelernt, wenn du immer nur Copy-Paste-Business machst? Und dein Vertrauen in deine eigenen Skills, den baust du nicht auf mit diesem Copy-Paste-Ding. Und das ist halt absolut Gold wert, wenn du Vertrauen in deine Skills hast. Ne? Deswegen siehst du auch immer wieder so viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind in ihrem Geschäftsleben. Und wenn du denen alles wegnimmst, bauen die sich in ein paar Jahren das wieder auf, weil sie Vertrauen in ihre Skills haben, weil sie ein Netzwerk aufgebaut haben. Das ist alles mega wertvoll, unabhängig von den ganzen monetären Zielen. Deswegen. Und Social Media, das musst du auch verstehen, liebt neuen Content und vor allem uniken Content, also einzigartigen Content. Das wird immer wieder belohnt. Also wenn du die Hausaufgabe umgesetzt hast, die du dir alle abschreibst hier natürlich am Ende von diesem Video. Das heißt, die Hausaufgabe, Social Dilemma anzuschauen, das Dilemma mit den sozialen Medien, dann wirst du sehen, dass, ja, warum guter Content belohnt wird. Und dann wirst du die Plattform auch viel, viel besser verstehen, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Deswegen, Action Step ist hier, frage dich vor jedem Produktlaunch, wie du dich von deiner Konkurrenz differenzieren kannst. Durch die Marketing-Angles der Creatives. Oder durch andere Models oder durch eine andere bessere Offer. Es gibt viele Dinge, wo du dich differenzieren kannst. Punkt 26. Mächtige Fragen. Fragen bestimmen dein Leben. Und der gute Anthony Robbins hat das auch immer wieder gesagt. Von dem habe ich das Prinzip her. Und er hat das von noch älteren, weiseren Köpfen von früher. Wenn du dir die Frage stellst, schaffe ich es, einen Winner zu finden? Fragezeichen. Dann besteht die Auswahl aus Ja oder Nein. Ja? Und das Gehirn tendiert immer ein bisschen mehr in Richtung Nein, wenn es nicht genug Selbstvertrauen und Informationen hat.
Wenn du qualitativ höhere Fragen dir selbst stellst, wirst du auch qualitativ höhere Antworten bekommen. Das führt zu besseren Anleitungen, das führt zu besseren Action Steps und besseren Ergebnissen. Fazit: langfristig mehr Umsatz und mehr Gewinn. Ich mache dir ein Beispiel: Wie schaffe ich es, einen Winner zu finden? Dann kommt die Antwort: Ich könnte mein Umfeld fragen, sobald sie auf coole Produkte stoßen über Instagram und TikTok, können sie mir das senden. Boom. Hast du schon eine geilere Antwort, eine geilere Anleitung und dementsprechend auch bessere Produkte als deine Konkurrenten, die alle nur über Adspy suchen, die ausgelutschten Dinger. Adspy ist stark, wenn man es richtig einsetzt, aber viele wissen halt nicht, wie man es einsetzt. Und in jedem Kopf auf diesem Planeten gibt es diese Stimmen, diese Fragen, die man sich stellt. Und jeder Einzelne redet eigentlich mit sich selbst. Eigentlich ist jeder ein Verrückter von uns auf dieser Welt. Wobei es einfach nur das Gehirn ist, was sich selbst Fragen stellt und einfach effizient auswertet, ja? Und das heißt, du brauchst immer wieder Antworten auf deine Fragen, die du dir selbst stellst. Oder es werden dir auch Fragen in deinen Kopf reingeschossen, zum Beispiel. Du hörst dir das alles hier an und es kommen neue Fragen auf, die ich dann mit dir kläre, sozusagen, weil ich meine Zielgruppe sehr gut kenne und wie die Dropshipper ticken und auch generell die Psychologie hinter Leuten, warum sie umsetzen, warum sie nicht umsetzen. Das beschäftigt mich schon sehr lange und interessiert mich auch sehr stark. Deswegen kommen die meisten noch nicht voran, weil sie sich mit falschen Fragen falsche Antworten geben. Und das ist das große Problem, weil du bist ja limitiert mit deinen Fragen und deinen Antworten, weil du hast es noch nicht auf 100.000, 200.000 oder Mio Umsätze geschafft, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das muss dir bewusst sein. Das heißt, dann fragst du am besten Leute, die es auch geschafft haben, weil die haben dann qualitativ höhere Antworten. Aber dafür musst du auch erstmal lernen, gute Fragen zu stellen. Schlechte Fragen wären: Warum ist alles so ungerecht? Warum bin ich so unfokussiert? Ich bin schon so lange dabei. Funktioniert es überhaupt noch? Was für Antworten wirst du darauf bekommen? Auf die Frage, warum ist alles so ungerecht, wirst du Antworten von deinem Gehirn bekommen. Hier, bitteschön, das sind deine Antworten. Hier, bitteschön, das sind deine Antworten. Immer wieder. Das ist wie ein Diener für dich, dein Supercomputer. Gute Fragen wären: Was ist alles in dieser Welt gerecht? Worauf fokussiere ich mich gerade? Oder wie kann ich mich besser fokussieren? Bei wem funktioniert es gerade und was machen sie anders als ich? Sehr wichtig. Warum? Warum ist diese Frage so wichtig? Ganz einfach. Also, wenn wir diese zwei Fragen vergleichen miteinander: Ich bin schon so lange dabei, funktioniert es überhaupt noch? Und bei wem funktioniert es gerade und was machen sie anders als ich? Da siehst du, die Antworten könnten nicht, und also die sind so krass unterschiedlich zueinander, weil bei der guten Frage fragst du dich, bei wem funktioniert es gerade? Dann sucht dein Gehirn nach Leuten, bei denen es gerade funktioniert. Mir fällt gerade keiner ein. Wer könnte denn wissen, bei wem es gerade funktioniert? Bing, 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 richtig. Bei uns zum Beispiel kannst du das sehen, bei vielen Teilnehmern so. Jetzt ist die Frage, was machen die anders? Eigentlich all diese Prinzipien, die ich dir hier mitgebe und noch vieles mehr natürlich, was wir auch im Coaching beibringen. So, das heißt, Action Step für dich ist: Schreibe dir 3 bis 5 Fragen und Antworten auf, die dich öfter limitieren, und schreibe dir 3 bis 5 Fragen auf, also Fragen und Antworten, die dich öfter, also die dich voranbringen oder schon öfter vorangebracht haben oder allgemein dich auch voranbringen. Zum Beispiel: Wie schaffe ich es, einen Winner zu erschaffen, der sich langfristig verkauft mit mindestens 5.000 bis 10.000 € Gewinn monatlich und das konstant? Und dann kommt so eine Antwort. Natürlich sind das erstmal jetzt nur deine Antworten, ne? Aber das ist okay, immer noch besser als nichts. Die Antworten kommen dann sowas wie: Marketing besser werden, qualitativere Creatives zu machen, eigene Creatives zu machen. Oder du fragst einfach andere Experten. Schreibst du mir zum Beispiel bei Instagram oder so. Und dann kann ich dir auch qualitativ hochwertige Antworten geben auf deine qualitativ hochwertigen Fragen. Wenn du mir die Frage stellst: Ey, Mick, wo hast du deine Haare geschnitten? Dann kriegst du darauf meine Antwort. Ja, wo ich die Haare geschnitten habe. Wenn du mich fragst, wie man es konstant schafft, mit einem Winner 5 bis 10.000 Gewinn monatlich zu machen, wie unsere Teilnehmer, dann kriegst du darauf eine ausführliche Antwort. So, deswegen. Nächste Frage als Beispiel: Wie schaffe ich die bestmöglichen Creatives, die unique sind und eher zum Klicken und Kaufen anregen, statt diese Müll-Creatives, die meiner Konkurrenz? So, also du hast viele Konkurrenten da draußen, die richtig Müll sind. Die guten oder die harten bleiben im Garten. Du wirst auch gute Konkurrenten von dir sehen. Und dann kommst du auf Antworten, wie zum Beispiel die Zielgruppe richtig gut zu verstehen, researchen intensiver, gute Models engagieren, Top-Skripte vorbereiten. Das sind jetzt so ein paar Beispielantworten, ja, die auch richtig wären. So, 27. Selbsteinschätzung und Ego. Mit deinem limitierenden Ego, welches oft falsche Einschätzungen macht, wirst du langfristig nicht erfolgreich, egal in welchem Bereich. Pack das Ego weg zur Seite und nehme das ganze Game, in Klammern Leben, als Lernkurve wahr.
nicht als Angriff gegen dich persönlich. Niemand juckt sich um dich. Jeder hat seine eigenen Struggles und Baustellen. Und warum sage ich das so hart? Warum sage ich, niemand juckt sich um dich? Warum? Weil es einfach Fakt ist. Ich mache dir ein Beispiel, den ich auch meinen Teilnehmern öfter genannt habe. Wenn du zum Beispiel in Hamburg in der U-Bahn oder S-Bahn unterwegs bist, dann gefühlt in jeder zweiten Bahn, die man so sieht oder nimmt, sind diese Obdachlosen, die sagen, ey, ich bin der Dieter, 36 Jahre alt, ich lebe auf der Straße, habt ihr mal einen Euro? Dann pitcht er so quasi eine Minute erstmal sein Verkaufsgespräch und geht dann zu jedem hin und fragt nach Kleingeld. Wenn du und ich da jetzt sitzen würden, meinetwegen noch mit einer Freundin, die Freundin macht einen TikTok von diesem Penner, ich gucke den nur an und schwelge in Gedanken und stelle mir vor, wenn ich ein Obdachloser wäre, wie würde ich mich wieder hochpushen, um erfolgreich zu werden? Und du zum Beispiel guckst die ganze Zeit nur auf dein Handy, ja? So, nicht mal innerhalb von einer Minute haben wir den Typen wieder komplett vergessen. Selbst wenn der Typ halbnackt ist, selbst wenn das eine Frau wäre und die halbnackt wäre, spätestens nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen hast du die Person wieder vergessen, weil du all deine Struggles hast, weil du in deinem Kopf am meisten präsent bist. Du hast deine eigenen individuellen Struggles und das ist dir das Wichtigste. Und das ist auch okay so. Weil es sollte dich auch gar nicht interessieren, was alle anderen Menschen so viel machen. Das sollte nicht permanent präsent in deinem Kopf sein. Aber das gibt dir die Freiheit zu sagen, niemand juckt sich um mich. Das bedeutet, du kannst das alles als Lernkurve wahrnehmen. Du kannst das Ego zur Seite packen und kannst sagen, ey, es ist kein Angriff gegen mich. Auch was ich dir hier sage, ist kein Angriff gegen dich. Du juckst mich in dem Sinne nicht so doll, dass ich dich angreifen will. Wir kennen uns nicht mal persönlich, noch nicht. So, ja. Deswegen, in dem Sinne juckt mich das nicht. Ja? Also ich will nicht irgendwas verletzen oder sonst was, sondern ich will dein Ego brechen, damit du besser lernen kannst. Weil nur wenn du besser lernen kannst, kannst du es besser aufnehmen, kannst es besser umsetzen, kannst mehr Umsätze machen, mehr Gewinne machen, kannst eine geile Erfolgsgeschichte von uns werden, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Dann habe ich ein neues Interview, mache dadurch auch wieder mehr Umsatz und mehr Gewinn. Win-win für alle. Ja? Und das ist das, warum wir das Ego brechen der Leute. Ja? Und das natürlich aber immer auf einer respektablen Ebene. Deswegen, eine gesunde Selbsteinschätzung ist absolut key, weil sonst ja, denkst du halt, du bist voll der krasse Typ und dann wirst du nichts mehr lernen, Mann. Dann bist du hier wie Vegeta aus einem Anime, der überschätzt sich komplett in vielen Dingen. Ab und zu ist es gesund, aber voll oft ist das ungesund. So. Deswegen, gesunde Selbsteinschätzung ist key. Wo stehst du gerade im Business? Wo möchtest du hin? Wie kommst du dahin? Wie oft hast du es dorthin geschafft? Auch eine wichtige Frage, weil die Leute, die ein falsches Ego haben, denken so, ja, ich schaff das eh und sind aber schon 2 Jahre am Rumpopeln, Digga. Wen kennst du alles, der es dorthin geschafft hat? Weil, warum auch die Frage, wie oft hast du es dahin geschafft? Selbst wenn das selbstverständlich ist, dass du es noch nicht, sagen wir, du willst zu einer Mio im Jahr hoch an Umsatz mit deinem Dropshipping-Geschäft, ja, du möchtest dahin. Und du hast eine grobe Ahnung, aber du hast es ja noch nie geschafft. Deswegen frage ich dich, wie oft hast du es denn geschafft, mein Lieber? Und ich meine es gar nicht böse. Ich meine es einfach nur, dass du erkennst in deinem Kopf, oh, vielleicht macht es doch nicht so viel Sinn, jetzt wieder 1-2 Jahre zu verschwenden. Oder das erste Mal, was heißt wieder? Die meisten sind ja noch nicht mal 1-2 Jahre dabei. Oder viele beschäftigen sich auch nur mit der Theorie und setzen es gar nicht um. Das bringt ja auch nichts. Wen kennst du alles, der es dorthin geschafft hat? Wenn du keinen kennst, solltest du das Umfeld erweitern, mit uns zum Beispiel. Wer hat anderen dabei oft genug geholfen und könnte dir genauso helfen? Wie viel hast du bereits probiert? Wie lange bist du schon auf diesem Plateau? Wie lange beschäftigst du dich schon nur mit der Theorie? Das sind so Selbsteinschätzungsfragen, die du dir stellen kannst. Und es gibt so diese Art von Leuten, die entweder auf einem guten Wege sind, aber sie reden alles schlecht, ne? Oder, also im Extremfall, oder es gibt diese Leute, die auf einem schlechten Weg sind, aber alles gut reden. Und beides ist nicht geil. Beides ist einfach nicht geil. Also daran solltest du dann auf jeden Fall arbeiten. Die Frage ist dann, wann brauche ich wo konkret für was Unterstützung? Und dann sammelst du die Antworten. So ab einem gewissen Punkt brauchst du vielleicht gar nicht mehr von uns die Unterstützung, vielleicht nur noch von Google Ads, vielleicht nur noch über Native Ads, vielleicht musst du dann langfristig zur Höhle der Löwen gehen und so weiter und so fort. Aber dafür haben wir auch ja, für Google Ads und für alles weiter haben wir immer sehr gute Kontakte. Deswegen Action Step, schreibe deine Top 3 Stärken und Schwächen auf. Reflektiere gut. Habe ich auch gemacht. Ist extrem, extrem powerful. Warum? Weil du dann zu deinem Umfeld gehst, wenn du das gemacht hast, und fragst 5 bis 10 Leute, Familie, Bekannte, Freunde und so weiter, nach deinen Top 3 Stärken und deinen Top 3 Schwächen. Weil was passiert dann? Dann kriegst du
ein Gesamtbild von deiner Persona, wie du tickst, warum du nicht tickst bei manchen Sachen, ja? Wie du dich richtig zum Laufen bringst, warum du funktionierst, warum du bei manchen Sachen nicht funktionierst. Weil das ist das Game am Ende des Tages in diesem Leben. Du musst verstehen, wie du funktionierst und dich zum Funktionieren bringen. In allen möglichen Lebensbereichen, egal was. Wenn du diese ganzen Stärken und Schwächen hast, werte sie aus. Schau sie dir für deine Ziele an. Du hast ja deine Ziele gesetzt mit den Punkten, die ich dir vorgenannt habe. Und werte das jetzt aus. Und denke dir, hey, wie können meine Stärken meine Ziele unterstützen? Wie kann ich an meine Ziele rankommen mit meinen Stärken? Und du wirst, wenn du deine Leute fragst, deine 5 bis 10 Leute, ich habe zum Beispiel Leute genommen aus meinem engen Umfeld, die mich schon 10, 15, 20 Jahre kennen, wo man ewig lange befreundet ist. Ich habe auch Leute genommen, die mich erst seit 3 Jahren intensiv kennen, befreundet und so weiter und so fort. Ich habe alle möglichen Leute gefragt. Auch Leute, die mich erst seit Dropshipping kennen, erst seit dem Coaching. Leute gefragt, die mich schon kennen, wo ich in der 8., 9. Klasse war, noch so ein kleiner Rowdy als Jugendlicher, so wie es halt gefühlt jeder war. Ja, und da kamen unterschiedliche Antworten bei raus, aber manche Sachen waren immer gleich. Und diese Stärken kann ich dann nehmen für mein Business. Beispiel kann sein, Stärken kommen raus. Zum Beispiel bei dir Disziplin, du bleibst bei allem dran. Andere Stärke ist Beharrlichkeit, du ziehst immer durch, was du dir vornimmst. Dritte Stärke wäre, du bist sehr reflektierst, erkennst schnell Stärken und Schwächen von dir selber an und lernst schnell. Schwächen könnten sein, die du oft bekommen, also zu hören bekommen hast von anderen, ist, du definierst dich nach Erfolg und Leistung sehr stark. Das musst du dann auch anerkennen, wenn du merkst, das ist wirklich so. Du bist der Extremtyp, das kann manchmal das große Ganze aus den Augen verlieren und ja, kannst dadurch auch schwierig dann abschalten. So, das sind Schwächen für dein Business tatsächlich auch. Weil Persönliches und Business ist das Gleiche, das kann dein Gehirn nicht unterscheiden. Deswegen, du musst aber auch bedenken, und das ist sehr wichtig, jede Stärke ist auch eine Schwäche und jede Schwäche ist auch eine Stärke. Jeder Mensch ist anders, lerne deine Karten zu spielen. Das heißt, der Extremtyp kann auch eine Stärke für dich sein. Du musst nur wissen, wie du diese Karte richtig spielst. Dein Higher Self, 28. Deine Denkweise und Handlungen haben dir bisher all deine Ergebnisse und deine Lebensumstände hervorgebracht. Du bist für alles verantwortlich. Und das hatten wir schon im ersten oder ja, im zweiten Punkt. Und egal, was gerade kommt, welche Hürden, Marketingstrategien etc., alles kommt aus deiner Denkweise, deiner eigenen Stimme, die sich fragt, soll ich das Produkt launchen oder nicht? Und es wird immer deine eigene Stimme antworten, wenn du niemanden anderen fragst. Und wenn du natürlich deine Tante fragst, deinen Onkel, der aber keine Ahnung hat, dann wirst du dementsprechend auch eine Antwort bekommen. Ja? Und deshalb, wenn du noch nicht die Erfolge erzielt hast, die du gerne hättest, dann stell dir mal die Frage, wen du diese ganzen Fragen stellst. Dein eigenes Brain, was es noch nie geschafft hat vielleicht, dorthin zu kommen, wo du hin willst. Oder halt Leute, die dir nicht diese Antwort geben könnten. Denn du musst eine neue Person werden, die neue Skills sich aneignet und neue Moves macht. Sonst kriegst du immer wieder die gleichen Ergebnisse. Das ist das, was Einstein immer gesagt hat, du bist verrückt, wenn du denkst, dass du mit den gleichen Moves, die du immer machst, die gleichen Ergebnisse bekommst. Jetzt nicht genau in dem Wortlaut, das ist schon anders gesagt, aber ne, du weißt, was ich meine. Deswegen, genau das hier ist der Grund, warum es in allen möglichen Bereichen Mentoren und Coaches gibt. Selbst die größten Persönlichkeiten in der heutigen Zeit haben Coaches. Das heißt, Leute wie Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, Michael Jordan, Tiger Woods, Usain Bolt, schnellste Läufer der Welt, ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett, alle haben Coaches, Berater und Mentoren. Warum wohl? Stell dir mal diese Frage. Du merkst, ich gebe oft dir die Anregung, dass du dir warum mehr Fragen stellen sollst. Die Warum-Frage. Warum haben die alle Coaches? Und dann such mal nach Antworten. Kannst auch ChatGPT sogar fragen. Kannst Google fragen. Kannst mich fragen. Kannst Freunde fragen. Frag dann aber bitte auch erfolgreich, finanziell Erfolgreiche, wenn es jetzt nur um das finanzielle Thema geht, ne? So, dann gibt es dieses typische Konzept: zuerst bist du es, dann machst du es und dann hast du es. Also quasi sein, tun, haben. 1, 2, 3. Und der erste Punkt, sein, setzt voraus, dass du richtig denkst, das richtige Mindset, die richtigen Ideen hast, die richtige Wertvorstellung von dir selbst. Weil sonst setzt du es ja gar nicht um. Punkt 2, tun. Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten werden zu deinen Resultaten. Punkt 3, haben. So. Und jetzt kommt der Punkt. Um dein Higher Self zu fragen, ja, machst du es folgendermaßen. Und zwar, Ziel, du möchtest zum Beispiel 50.000 Euro Monatsumsatz mit 15.000 Euro Gewinn machen im Dropshipping und das konstant. Wenn du schon da bist,
dann stell dir einfach die doppelte Frage oder dreifache. Einfach immer das Doppelte von das, was du gerade hast. Weil du willst ja wachsen oder du willst deine Brand weiter voranpushen, irgendwelche größeren Goals einfach. Dann ist jetzt die Frage, wie würde diese Person handeln, die das schon ist? Also dein Zukunfts-Ich, ja? Das heißt, wie handelt dein Zukunfts-Ich, der das bereits hat? Welche Person musste das Zukunfts-Ich werden? Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, das zu verstehen, aber guck mal. Wenn dein Zukunfts-Ich das schon erreicht hat, jetzt nehmen wir den Mick von heute, ja, so wie er ist. Wenn du dir meine Erfolgsstory anschaust bei Instagram und so weiter, hast du schnell ein Bild von mir so. Und wenn du jetzt den Mick, der Burgerbrater mit 16, 17 Jahren daneben stellst und die sprechen miteinander, dann fragt der Burgerbrater Mick, was musstest du tun, um da hinzukommen? Und dann hat er gewaltig viele Antworten, das Zukunfts-Ich. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Was musste dein Zukunfts-Ich alles umsetzen, um zu dieser Person zu werden? Oder was du dir auch fragen kannst, was du dich fragen kannst, ist, was würde ein Unternehmer, der 10-mal erfolgreicher als ich ist, tun? Das gibt dir auch schon mal geilere Antworten, als wenn du dir die Frage stellst, schaffe ich das überhaupt? So, weißt du? Da kommt ja oder nein. Und wie gesagt, Gehirn tendiert eher zu nein. Macht die Person mit 50k Monatsumsatz oder egal welches Ziel du eigentlich hast, macht die Person noch selber E-Mails im Kundensupport? Klaut der nur Content oder macht der gute Creatives? Ja, also stell dir dann auch spezifische Fragen, was die Person so umsetzt und macht. Macht die noch diesen ganzen Anfängerscheiß? Ja, also stell dir mal diese Frage. Deswegen, stell dir als Action Step 3 bis 5 mächtige Fragen an dein Higher Self. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du halt auch ein Ziel hast. Ne, deswegen hast du dir vorher ein Ziel ausgearbeitet und deswegen. Belohnungen und Lifestyle. Die Konsumindustrie und all deren Vertreter, das können auch Leute aus deinem Umfeld sein, ganz normale Menschen wie du und ich, aber auch natürlich große Marketer, die werden dir immer wieder einreden, dass du dich belohnen musst. Ja? Das heißt, die Work-Life-Balance ist wichtig, einmal im Jahr Urlaub ist wichtig, vom 9 to 5, jedes Wochenende feiern und saufen gehen und so weiter. Aber jetzt mal Real Talk unter uns beiden jetzt, ja? Ganz privat, wofür willst du dich belohnen? Was wurde gerissen? Stell dir diese Frage mal. Du hast gesehen, wie mächtig Fragen sind. Und stell dir die Frage, ob du dich wirklich belohnen willst. Für was? Ja? Dass Montag bis Freitag, dass du normal in deinem Bürojob gearbeitet hast, dass du jetzt Samstag, Sonntag saufen kannst, damit du gar nicht dein Ziel näher kommst. Ist das die Belohnung? Applaus, geiles Leben. Wäre nichts für mich. Wenn das was für dich ist und du reuelos so leben kannst bis ans Ende deiner Lebenstage, dann go for it. Aber es wird auch gesundheitlich nicht geil werden. Deswegen, und sobald du anfängst, auch mehr Cash zu machen, kickt bei ganz, ganz vielen der ganze Highlife-Modus, dieser Belohnungsmodus. Man will sich viel gönnen. Und hier schmieren die meisten langfristig ab. Und hier wird es interessant. Weil nur weil du aus einem normalen 9-to-5-Hamsterrad bist, und jetzt deine ersten 10, 20, 30k Gewinne im Monat machst, habe ich so oft gesehen, dass Leute abschmieren, wenn sie das nicht korrekt angehen. Zum Glück Teilnehmer von uns noch nicht passiert. Teilweise schon in die Richtung, aber nicht so doll. Deswegen, ich greife da immer sehr schnell ein, weil es ist nicht einfach nur launchen, machen und skalieren und dann ist alles gut. Nein, 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 es gehört noch viel mehr dazu. Deswegen, du brauchst halt nicht das nächste neue goldene Hamsterrad dir erfinden. Das bringt dir halt nichts. Es bringt dir nichts, wenn du vom normalen 9-to-5-Hamsterrad kommst, da deinen Konsum hast, ein Konsumopfer bist und dann auf einmal ins goldene Hamsterrad gehst, wo es einfach nur alles teurer wird. Und dann läufst du da dem Konsum hinterher. Also auf der Jagd nach dem Materialismus, die ganzen Gegenstände und so weiter, die externe Befriedigung, die werden dir nicht viel bringen langfristig, sage ich dir so. Das ist immer mal geil, sich zu motivieren, das mache ich auch. Also das machen wir auch mit unserem Team, mit unseren Teilnehmern, mit allen möglichen. Aber ich will auch nicht zu esoterisch werden, aber Real Talk jetzt, alles Materialistische ist vergänglich. Und das wird dir jeder erfolgreiche Unternehmer da draußen, der wird dir Bücher dazu schreiben können. Deswegen. Das Problem mit diesem goldenen Hamsterrad ist, dass es dich auch stark ablenkt von deinen neuen Goals, die du hast, von deinen neuen Zielen, von deiner großen Vision, die du hast, die du haben solltest. Und falls du keine hast, ist es auch okay. Aber dann verfall trotzdem nicht dieser Falle des Konsums. Weil man sagt, how you do one thing is how you do everything. Also wie du eine Sache tust, ist wie du alles andere auch tust. So, deswegen siehst du auch oft Leute, die im Privaten sehr diszipliniert sind, die können das relativ leicht auch im Business adaptieren. Leute, die sich überall ablenken lassen, im Privaten lassen sich auch schnell im Business überall ablenken.
Und der springende Punkt ist hier auch, wenn du anfängst, mehr Umsatz und Gewinn zu machen, gib dich einfach nicht zu schnell zufrieden. Denn 1 Million Euro als Vermögen, wenn du dir das jetzt mal vorstellst, das ist ein geiles Ziel. Und da kannst du auch mal durchatmen. Aber es ist heutzutage auch nicht mehr das, was es mal war. So, und ich bin jetzt kein Mensch, der 120 Jahre alt ist. Aber in den 1920er Jahren, als der Traum des Ich will Millionär werden kam und populär wurde, durch Amerika und den ganzen finanziellen Aufschwung. Zu dem Zeitpunkt, was glaubst du, was du mit 1 Million, was für eine Kaufkraft du zu der Zeit hattest? Wie teuer waren Immobilien? Wie teuer war eine Zeitung? Wie teuer waren Kaugummi? Wie teuer waren Zigaretten? Wie teuer waren alles Mögliche? Geile Karren. Ein Bruchteil von dem, was es jetzt ist. Also meine Vermutung wäre locker, dass es eine Kaufkraft von 10 Millionen hat, wie heute. So, also wenn du damals 1 Million hattest, wirklich dieses Ich will Millionär werden, hat es heute eine Kaufkraft wie 10 Millionen. Und ich sagte Retalk, auch unter uns, 1 Million heute wird dich nicht bis an dein Lebensende ja, finanziell absichern, Vermögen. Wenn du es sehr gut anlegst und so weiter und Skills aufbaust, um immer wieder mehrere Millionen zu machen, dann ja. So, aber 1 Million ist. Also in Hamburg eine Wohnung zu kaufen, kostet schon 300.000 bis 600.000 Euro als Beispiel. Du kannst sie natürlich auch mieten, so, aber die musst du ja trotzdem zahlen. Und irgendwie muss da wieder Cash reinkommen. Also 1 Million will ich dir damit mitgeben, ist nicht so viel. Das Gute aber daran ist, dass man, ich will jetzt nicht sagen, super einfach 1 Million macht so, ne? Aber es ist auf jeden Fall leichter als in den 1920er Jahren, weil da gab es noch nicht mal Internet. Da gab es noch nicht mal Social Media, gar nichts. Also heute kannst du alles lernen. Und dir beibringen, obwohl du keine Qualifikation brauchst. Das ist sehr, sehr krass. Und wenn du gewisse Goals und Ziele erreicht hast, ist es cool. Aber es geht weiter. Was treibt dich an? Ja, also der Mensch ist darauf konzipiert, immer irgendwas wieder dran zu arbeiten. Und selbst wenn du den Mount Everest besteigen willst, weil du schon deine ganzen finanziellen Karriereleiter-Goals geschafft hast, du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst, woran du wachsen kannst oder wo du weitermachst einfach. Oder du verfällst halt in diese Falle, wo du einfach nur den ganzen Tag zockst und da wächst du dann. Weil die Games sind auch so designed, dass du ja, immer wieder neue Goals hast. Die haben halt das Brain verstanden und alles, was ich dir hier mitgebe, ist einfach nichts anderes wie ein Game. So. Nur es nennt sich halt Leben und lässt sich halt auch sehr, sehr geil spielen. Ist halt nur ein bisschen anstrengender, als wenn du jetzt zu Hause GTA zockst. Ne? Deswegen, setze dir neue Goals, setze dir neue Whys. Also eigentlich das Ganze, was ich dir heute hier mitgegeben habe. Oder du hast es vielleicht auf 2, 3 Tage gesplittet, weil ich meine, das ist jetzt ja auch ein längeres Video. Das ist auch okay. Hauptsache, du hast es immer fokussiert gemacht. Ist auch sehr nice, dass du bis hierhin es schon geschaut hast und fokussiert angehört hast und deine Notizen gemacht hast. Wenn du es gemacht hast, falls nicht, schaust du nochmal und mach die Notizen. Aber egal, wo du stehst, diese Prinzipien, die ich dir hier alle mitgebe, mit den neuen Ziele setzen, Whys setzen, Team weiter ausbauen, Familien die Rente schicken, hungernde Kinder auf der Welt unterstützen, du wirst immer irgendwas finden, was dich wieder antreibt, worauf du Bock hast. Und dann kannst du einfach wieder nach diesem Fahrplan gehen, den ich dir hier mitgegeben habe, von oben nach unten. Deswegen, finde Dinge, die dich persönlich begeistern, niemand anderem. Du spielst das Game nicht für deine Mutter, nicht für deinen Vater, nicht für deine Tante und sonst wer, die werden alle sterben. Hört sich scheiße an, ja, ist aber so. Und im Normalfall, wenn es nach dem Alterungsprozess geht, werden die alle vor dir sterben. Ja, weil es sind deine Eltern, die sind älter, deine Oma, Opa und so weiter. Das ist einfach Fakt. Kommt man nicht drum herum. Deswegen genieß die Zeit auch mit denen. Und spiel das Game so gut du kannst. So, und finde Dinge, die dich begeistern. Niemand anderen. Du spielst das Game. Weil, wenn die Leute in deinem Umfeld anfangen zu sterben, also wenn du irgendwann auch alt wirst, 60, 70 Jahre alt, dann willst du halt zurückblicken und sagen, ey, ich habe was Geiles in mein Leben gerissen und ich habe einfach das gegeben, was ich geben konnte. Und öfter mal auch die Extrameile. Und das hat sich gelohnt. Und dann hast du eine Legacy aufgebaut, weil du vielleicht auch irgendwann Kinder bekommen willst. Oder du hast schon Kinder und die haben all das mitgenommen, diese Prinzipien, ja. Und machen sich dann auch ein geiles Leben daraus, langfristig, ja. Und nicht nur finanziell, einfach in meinen Augen ein geiles Leben overall. Also in allen möglichen Bereichen, was dich halt persönlich positiv antriggert. Du spielst dieses Game und du machst die Regeln für dich. Also scheiß auf die anderen und spielst so, wie du es spielen willst. Egal, lass dir von niemandem reinreden, so, ne? Also natürlich respektiere auch deine Eltern und alle, ne? So, wenn das Respektpersonen sind, klar. Aber, ne? Guck immer, so, welche Glaubenssätze haben sie im Business? Da brauchen die dir jetzt nicht reinreden oder hör halt nicht hin oder sag halt respektvoll, ey, brauchst du mir nichts zu sagen. Ich weiß schon, was ich da tue. So. Und natürlich zum Thema Belohnung auch nochmal hier alles. Du kannst dir natürlich auch mal gönnen, weil dieses gar nicht gönnen, das macht auch
Das ist auch toxisch. Das macht auch langfristig keinen Sinn, ne? Ich habe schon Fälle gesehen bei uns Teilnehmern, das ist sehr witzig, die haben extrem hohe Gewinne gemacht und die haben immer noch wie broke Studenten gelebt. Das war komplett crazy, ne? Und wenn du dir vorstellst, wenn du so hohe Gewinne machst, ne, meinetwegen 20, 30, 50.000 Gewinne im Monat als Beispiel, ja? Und du belohnst dich mit gar nichts, ne, wie es auch bei diesen Teilnehmern der Fall war. Was macht dein Gehirn irgendwann? Es kommen ja weiterhin die Rückschläge. Die hast du in jedem Business, ja? Und du belohnst dich mit nichts. Wirklich nichts, 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 weil die haben das sehr extrem gemacht. Was macht dein Gehirn dann? Es denkt sich, wofür mache ich die ganze Scheiße überhaupt? Die Realität hat sich gar nicht verändert. Ich esse immer noch gefühlt Ravioli aus der Dose. Ich wollte doch eigentlich Punkt, 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 Punkt und so weiter. Ist ja egal, was du willst. Ob es materialistische Sachen sind oder immaterielle Dinge, so. Also Sachen, die nicht materiell sind. Das können auch Erfahrungen sein, Reisen sein. Reisen ist so ein Beides-Ding, ne? Es ist materiell und auch immateriell. So. Es kann aber auch sein, dass, wie gesagt, deine Eltern in die Rente schicken, denen ein Haus bauen und so. Das ist so eine Mischung aus materiell und nicht materiell sozusagen. Halt auch das Gefühl zu haben, okay, du hast was zurückgegeben. Deswegen Action Step, schreibe dir Belohnungen materialistisch und immaterialistisch auf die du Bock hast und koppel sie an Bedingungen. Beispiel, materiell könnte sein Rolex, Auto, Reise und immateriell könnte auch sein Reise, Erfahrungen. Und Family Support. Das sind jetzt nur Beispiele, du kannst da noch mehr Sachen sammeln. Das sollen Belohnungen sein, gekoppelt an deinen Zielen. Ja? Das ist auch eine Art von Zielen, aber es sind Belohnungen. So ein Beispiel, wenn ich das und das erreicht habe an Umsatz und Gewinn und das auf der Bank habe, bereinigt von der Steuer, dann gönne ich mir das und das. Und das ist dir überlassen, was du dir gönnst. Ob das eine PS5 ist oder irgendwann eine PS6, wenn die rauskommt oder sonst irgendwas. So, lerne aber nur auf jeden Fall, dich auch zu belohnen. Und finde da die Balance. Mach es nicht zu viel, mach es nicht zu wenig. Ja? Das ist auch ein sehr entscheidender Punkt, der dir langfristig sehr viel bringen kann. Und das sehe ich bei allen möglichen erfolgreichen Teilnehmern aus unserem Netzwerk. Und meinem Netzwerk. 30. Punkt, der letzte Punkt. Beharrlichkeit, Geduld und Ungeduld. Erstmal großes Lob an dich, dass du so weit überhaupt geschaut hast. Ich hoffe für dich, dass du von Anfang bis hierhin wirklich alles geschaut hast. Ob du das jetzt in 2, 3 Tagen aufgesplittet hast, ist dir überlassen. Aber Hauptsache, du hast es fokussiert, du arbeitest damit durch. Am Ende gebe ich dir noch die ganzen Action Steps mit, beziehungsweise dieses Dokument hier. Und ja, sehr nice, dass du dir das so weit angeschaut hast, angehört hast, wie auch immer. Das zeigt auf jeden Fall mal, dass du dich gut fokussieren kannst und nicht halt zu jedem Katzenvideo alle 10 Sekunden springen musst oder irgendwas anderes Witziges, Cooles. Sehr viele erfolgreiche Unternehmer haben keine Geduld. Was meine ich damit? Die Lösung soll schnell kommen. Das ist auch berechtigt, weil du willst, dass dieses Problem verschwindet. Aber du wirst immer wieder neue Herausforderungen und Probleme haben. Und das ist eine Art von Speed of Implementation. Beobachte das mal bei erfolgreichen Unternehmern und langfristig auch bei dir selbst, dass du ungeduldig willst und dass du schnell willst, dass diese Lösungen passieren, ja? Wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es funktionieren sollen. Sie können zwar warten, aber es gibt keine unnötige Geduld. Und das ist der springende Punkt. Ja, also wenn irgendjemand dir sagt, oh, das ist cool, ungeduldig zu sein, ja, aber es kommt darauf an, wie man diese Ungeduld framet. Also es soll schnell gemacht werden, es soll schnell passieren und alles Mögliche tun, damit es schnell delivered wird und gelöst wird. Aber du musst trotzdem warten. Und wenn du jetzt wie ein kleines Kind rumheulst und dich auf den Boden schmeißt und rumschreist, ich will aber das Ü-Ei haben, da wird sich nichts verschnellern. Ja? Also lösungsorientiert ungeduldig sein, in Anführungszeichen. Das ist das Stichwort. Das heißt, all die 29 Punkte, die ich dir vorher jetzt hier genannt habe, die bringen dir nichts, überhaupt gar nichts, wenn du in 2 Wochen mit deinem Business oder deinem großen Ziel wieder aufhörst. Und egal, welches großes Ziel das ist, wenn du einen Traumkörper haben willst als großes Ziel zum Beispiel, dann kannst du noch so hart trainieren, noch so gut dich ernähren, aber du wirst. Wenn du in 2 bis 4 Wochen aufhörst, wirst du dein langfristiges Ziel nicht erreichen, je nachdem, wo du halt auch stehst. Das kommt natürlich auch dazu. Wenn du das große Ziel hast, mit deinem Business Vollzeit gut davon zu leben, du kannst noch so tolle Creatives machen. Sagen wir, du lebst noch nicht Vollzeit von deinem Business. Du kannst noch so tolle Creatives und Marketing aufsetzen. Wenn du in 2 bis 4 Wochen wieder aufhörst, wirst du dein Ziel einfach nicht erreichen. Fakt. Fakt, einfach Fakt. Und das musst du betrachten. Deswegen Beharrlichkeit ist hier das Stichwort. Eine gesunde Ungeduld und eine gesunde Geduld. Deshalb sagt man auch immer, laufe den Marathon und nicht den Sprint. Von nichts kommt nichts. Beharrlichkeit ist das Stichwort, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen, Rückschläge gehören dazu.
lerne damit umzugehen, statt auf alles nur zu reagieren. Also werd nicht ein Opfer der Umstände, weil wenn du immer sagst, das ist schuld, der ist schuld, Facebook ist schuld, PayPal ist doof, der ist doof, mein Coach ist doof, der ist doof, YouTube ist doof, ah, TikTok lenkt mich ab. Was wirst du für Antworten bekommen? Was denkst du denn wirklich, was du dann bist? Also in meinen Augen ist das eine Opfermentalität. Das heißt noch nicht, dass du ein Opfer bist, aber es ist auf jeden Fall die Mentalität dazu. Und deswegen darfst du lernen, zu agieren, statt zu reagieren. Ein Macher, der keine Ausreden und Schuldzuweisungen sucht. Und das wirst du immer wieder bei erfolgreichen Selbstständigen und Unternehmern sehen, dass es Macher sind, lösungsorientierte Menschen. Oft auch positiv oder sehr analytisch, aber lösungsorientiert und nicht dieses, ey, das ist scheiße, das Wetter fuckt mich ab. Ey, ganzen Tag ist es hier schon bewölkt und trotzdem mache ich hier dieses Video. Es ist nicht perfekt belichtet. Am Anfang, die erste Hälfte, war es das. Was soll ich jetzt machen? Es muss delivered werden, Mann. Es muss lösungsorientiert Macher, Digga, mach den Shit. Reagier nicht darauf. Ja, scheiße, ich könnte woanders leben, wo es sonniger ist und so weiter. Nein, ich könnte hier auch ein Licht aufstellen, brauche ich aber nicht, weil das hier reicht. Die Message ist wichtig. Das Agieren ist wichtig für dich. Also sei ein Macher und kein Reagierer, weil sonst wirst du ein Konsumopfer bleiben und das spielt dieser Konsumgesellschaft am besten in die Karten. Deswegen werde bitte keiner dieser Opfer, die sagen, Dropshipping funktioniert nicht mehr. Denn bei uns machen erfolgreiche Teilnehmer 5, 6 und 7-stellige Umsätze und wir lachen diese Leute einfach nur aus. Action Step, mache täglich und konstant etwas für dein Business. Schreibe dir heute 3 To-Dos für dein Business auf. Ja, das ist dein erstes To-Do, was ich dir gebe, weil du jetzt im besten Fall nicht alle To-Dos umgesetzt hast, wie ich dir das schon 4-mal oder 5-mal in diesem Video erwähnt habe, damit du das große Ganze verstehst. Schreibe dir heute 3 To-Dos für dein Business auf und ich gebe dir auch gleich einen Tipp, was du machen kannst. Ja? Klein oder groß spielt erstmal keine Rolle. Mach eine Gewohnheit daraus, plane, setze um und erobere, so wie es immer in der Geschichte war. Zum Beispiel Logo fertig machen und uploaden in meinem Shop, Shopaufbau finishen, Produktsuche starten mit AliExpress und ein paar Freunden anhauen, via TikTok und Instagram Reels. So, die To-Dos, die du machen kannst, ist erstmal bekommst du hier den Link, den du brauchst, das ist bit.ly/dropshipping-mindset und da findest du dieses Google Docs Dokument mit all den Action Steps, weil wenn du es ordentlich beherzigt hast, dann hast du das Video fokussiert angeschaut, von Anfang bis Ende, weil das alles kommt hier aus der Praxis. Es bleibt aber nur die Theorie für dich, wenn du es nicht umsetzt. Das heißt, setze alle Action Steps genauso um, wie ich es dir mitgegeben habe und das erst, wenn du alles hier angeschaut hast. Wenn du zwischendurch abgebrochen hast und irgendwelche Action Steps umgesetzt hast, dann schau es dir nochmal von vorne an oder halt dort, wo du aufgehört hast, falls du mal eine Stunde da geschaut hast und so weiter. Deswegen, setze alle Action Steps um richtig gut um, so wie es geht. Schaue dieses Video auch öfter an und werde keine Content-Leiche. Was meine ich damit? Weil es widerspricht sich ein bisschen. Also, du sollst in dem Sinne keine Content-Leiche werden, dass du überall jetzt extern irgendwelche neuen Strategien suchst, neue Mindset-Prinzipien und so weiter. Das brauchst du nicht. Ich habe dir alles hier mitgegeben, was du an Mindset-Prinzipien brauchst. Also hier stecken, wie gesagt, über 40, 50, 60 Arbeitsstunden drin. Ich habe die nicht gezählt. Aber wochenlang habe ich unsere Teilnehmer befragt, die erfolgreichen, alle anderen aus meinem Netzwerk und das kam alles raus. Ich habe es dann noch fein geschmückt, mit denen zusammen ausgearbeitet und das ist die Antwort darauf. Nicht mehr, nicht weniger. Genau das, was du brauchst. Ich hätte auch 50 Punkte daraus machen können, wäre zu viel. Ich hätte auch 10 Punkte daraus machen können, wäre zu wenig. Das ist die exakte Menge, die du brauchst. Und du hast hier alles mit an der Hand, vom Mindset, von der Denkweise her, was du brauchst, um im Dropshipping langfristig erfolgreich zu werden. Aber es braucht trotzdem Zeit, bis du das alles hier richtig verstehst, richtig umsetzt, verinnerlichst und dass es auch in die Praxis umgeht. Also Praxis hier das Stichwort. Schreibe mir gerne in die Kommentare, was deine Erkenntnis war. Es würde mich persönlich sehr interessieren, was deine Erkenntnis war, womit du selber übereinstimmst und was dir auch geholfen hat, was dich inspiriert hat sozusagen. Ich antworte auf jedes Kommentar selber. Ich bin kein Bot, also da antwortet kein Bot, kein Mitarbeiter oder sonst was. Das heißt, ich persönlich, Mick Dietrichs, antworte darauf. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Schicke dieses Video sonst gerne auch einem Freund von dir, der sich für das Thema interessiert, Erfolg, Dropshipping, Online-Business und Co.
Weil die Prinzipien gelten für jedes Online-Business, fast auch für jedes normale Business, weil ich habe auch viele erfolgreiche Unternehmer generell gefragt, über die letzten 10 Jahre generell, seitdem ich auch mich mit dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, und diese Dinger kamen immer wieder mit raus. Ne? Also Leute wirklich aus der Praxis, die Ahnung haben. Also nicht irgendwie meine Oma, die noch nie ein Business aufgebaut hat. Shoutouts an meine Oma, ich liebe sie, ich liebe dich, alles cool. Aber ja, du brauchst halt keine Leute fragen, die noch nicht ein Business aufgebaut haben, wie man sich ein Business aufbaut. Das ist einfach Fakt und das ist auch okay so. Ganz wichtig ist, dass du wirklich das auch sogar öfter anschaust, dass du, wie gesagt, keine Content-Leiche wirst, wo du überall jetzt neue Mindset-Prinzipien suchst, aber auf jeden Fall alles hiervon richtig verinnerlichst. Du musst nicht alles perfekt umsetzen, ja, das ist okay. Auch ich setze das nicht alles immer perfekt um. Aber desto mehr du kongruent davon übernimmst und lebst, verinnerlichst und immer wieder anwendest, wirst du merken, was für krasse Sprünge du machen wirst in deinem Business. Und wenn du richtige Anleitungen brauchst, dann findest du auf meinem YouTube-Kanal alles, was du brauchst für die Produktsuche, den Shopaufbau, das Marketing und die intensive Skalierung. Also wir legen hier eigene Case Studies offen von unseren Teilnehmern, wie man Winning Traders filmt und das immer wieder, alles brandaktuell. Und falls du die effiziente Abkürzung willst mit Feedback für alle möglichen, dann klicke einfach hier. Und ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg auf deiner Reise. Und wie gesagt, schau dir das gerne noch ein zweites, drittes, fünftes Mal an. Nur weil du es einmal geschaut hast, heißt es noch nicht, dass man das Ganze schon verstanden oder verinnerlicht hat. Das ist ein Ding, was jahrelang aus der Praxis kommt. Deswegen setze das alles für dich um. Ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß auf deiner Reise. Viel Erfolg. Peace out. Dein President Mick.